Hey, na, lang ist her. Herzlich willkommen zur besten Show der Welt. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Viel zu lang ist her. Willkommen bei Pen & Paper Spitze Stifte Ultracore Nummer 4 mit den... Ja doch, ist jetzt wirklich besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Ich habe eine Menge Runden gespielt, jetzt seid ihr alte Hasen und auch wirklich, ich guck dir immer vorher nochmal, schön, dass ihr da seid. Hallo Hauke. Hallo Hauke. Na? Konnichiwa. Konbanwa. Sashibudine. Budine. 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 Ja, schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich richtig lange her. Es ist ein Jahr her, fast genau. Ziemlich genau ein Jahr tatsächlich. Im September letzten Jahres haben wir uns zum letzten Mal zu Ultracore getroffen. Ja, und da habe ich noch irgendwie, ich habe es ja heute noch mal geguckt, so den, ich habe die alle über die letzten Tage noch mal geschaut und den letzten heute. Und habe ich auch noch so ganz optimistisch so, ja, zu Weihnachten klappt das bestimmt, ne? Ja, ja. Oh ja, das ist lange her. Und was ist dann passiert? Ja, Weihnachten war ich in Japan. Corona halt, ne? Ja. Hm. Man muss sagen, wenn man uns jetzt so anguckt nach einem Jahr, ich habe auf jeden Fall die beste Entwicklung hingelegt. Hä? Jetzt in welchem Aspekt? Geistig. Spielerisch meinst du? Ach so, ja. Ich habe mich einfach weiterentwickelt. Ihr seid stehen geblieben auf dem Stand von letztem Jahr. Aber mein Stand war auch okay. Das stimmt. Ich hatte auch ein bisschen mehr aufzuholen. Ich bin immer noch 10 Jahre hinter euch jetzt. Letztes Jahr war ich 11 Jahre. Ich verändere mich halt ungern. Das bin über die letzten 10 Jahre, ich wirklich versucht, der gleiche Typ zu bleiben. Genau. So, wenn ich zum Bäcker gehe, sagen Leute, ach, das ist doch der Hauke, wie er lebt und leibt. Ich habe heute noch die Recaps geguckt hier von Ultracore. Und es ist echt lustig zu sehen, so die Teile, wie immer mehr Schmuck an dir wächst. Also so körperlich, wie die Veränderung fortgeschritten ist. Nicht schlecht. Danke, danke. Jetzt ist aber lange nichts dazugekommen, auch Corona-bedingt. Außer Haare sind abgekommen. Ja. Die bin ich losgeworden. Du siehst anders aus, als du bist. Ist so geil, ne? Ich hab echt, ich schlafe ja immer schlecht vor der Show, kann man zugeben. Ne? Ja, aber ich bin so immer noch nervös vor ihm. Ja, hier sieht Hammer aus. Du siehst Hammer aus. Ja, ich arbeite jetzt, ich arbeite verbal mit dem, was da ist. Also. Ich würde jetzt, können wir mal kurz auf mich gehen, nur um das auch nochmal, siehst du, Hammer. Ist doch wunderschön. Ja, ist schon gut. Ich meine, ich sehe ja die Realität. Zaubern kann sie nicht, die Kamera. Hi. So, aber was erwartet uns heute? Wir spielen das Abenteuer weiter. Habt ihr alle auf dem Schirm, was eigentlich so auf uns zukommt heute? Ich mache gleich auch noch mal eine Zusammenfassung und es kommt gleich noch mal ein, was bisher geschah. Also so eine kurze Zusammenfassung. Ich mache aber danach auch noch mal, erzähle ich euch noch mal einmal kurz, wo steht ihr gerade, was ist wichtig? Und genau wie beim letzten Mal bin ich halt ein bisschen großzügiger. Wenn ihr irgendwas vergessen habt, sage ich euch eben, ey, das war so schön. Wie heißt er noch mal? Budi. Wer weiß. Was? Budi. Fast. So, dann fangen wir mit dem Schönsten, glaube ich, an. Okay. Fanpost. Achso, ich dachte jetzt Geschenke. Okay. Wir haben richtig viele Sachen bekommen. Ein Teil der Auswahl steht hinter mir. Manche zeige ich euch jetzt schon. Andere kann sein, dass ich die erst spontan während des Abenteuers hervorhole, wenn das gerade passt. Weil wir haben ganz viel so Briefe bekommen und Getränke und alles. Also so Sachen, die ihr ins Abenteuer einbauen könnt. Das erste ist wahrscheinlich hier das. Oh ja. Jonas hatte mir vorher auch schon gegeben. Alter Schwede. Ja, wo ist denn der Stab des Venenarius? Ja, den haben wir letztes Mal doch schon hier gehabt. Wo ist denn der Stab? Das ist vor allem dein drittes Schwert. Ja, aber da ist der Stab, da ist der Stab. Aber das ist einfach echt mal. Die werden einfach immer länger. Die werden immer länger. Ich hab extra hier befestigt. Oh Mann, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr mich damit macht. Ich muss das gleich. Da steht was drauf. Ich hol den gleich, weil ich schmeiß den Händler um, wenn ich das jetzt mache. Für Kern und Königin. Kern und Königin. Und da steht, damit du den Spruch nicht mehr vergisst. Sne? Sne? Sne. Sne. Kern und Königin. Sne. Sne. Mein Schwert Sne. Das ist Sne. Sne. Was steht da? Ich weiß. Russisch für 6 oder 7. Aber man muss einfach mal sagen, jetzt mal aus Cosplay, ich habe ja keine Ahnung, aber das sieht. Dreh mal, darf ich mal lesen? Hammer, oder? Es sieht wirklich sehr hochwertig aus. Geil, das ist halt ein Doppelgriff sogar. Hier, guck mal, hier ist auch das Siegel von Santana im Griff. Es ist mit super viel Liebe gemacht, mit super viel Aufwand. Die anderen natürlich auch, die haben wir aber selbst. Ich krieg auch gerade nochmal den Hinweis. Ja, stimmt, mein Schwert Jonas ist 400 Kilometer gefahren, um dieses Schwert heute vorbeizubringen. Alter, und zurück. Das nicht schicken darf, wird nur abgegeben. Ja, auch so, weil er halt wollte, dass rechtzeitig da ist. Er hat mir die ganze Zeit auf Instagram Updates geschickt. Ich glaube, wir haben sein Instagram sogar da. Kann sein, dass wir es gleich mal als Bauchbinde einblenden. Ist offensichtlich ein sehr begabter Mensch. Vielen Dank, Jonas. Das ist Santana, mein Schwert. Ich habe vergessen, dass mein Schwert Santana ist. Ich vergesse nie. Dann ist hier auch noch eine Axt. Von wem kam denn die Axt? Da habe ich nämlich kein Schreiben dabei. Achso, von wem? Hat wahrscheinlich Jonas auch noch eben gemacht, aber. Alter, die sieht natürlich deine aus. Das ist meine Axt. Habe ich eine Axt? Die hast du letztes Mal schon gehabt. Ernsthaft?
Du hast eine Axt? Ich wusste das gar nicht. Schon bekommen. Alter, kann sein, dass die vom letzten Mal schon ist. Die ist halt aus Holz. Teil gesehen. Nein, die ist nicht aus Holz. Wenn man die gibt, fühlt sich richtig krass an. Ey, das ist wirklich krass. Wenn ich damit jetzt zum Bäcker gehe, würden die sagen, was ist das Brot geschnitten oder? Das Brot geschnitten oder gehackt. So, dann. So. Gott, es sind so viele Sachen gekommen. Ich gebe euch gleich einfach mal hier, warte, ich gebe dir mal ein Paket einfach rüber, dann kannst du mal selber reinschmücken. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier. Simon, soll ich dir mal ein bisschen die Tomaten. Hack da mal rein. Wir können leider nicht die ganzen Briefe vorlesen, aber das hier ist von Lisa, aka Kishira, gekommen. Ich habe hier einmal für Simon. Ah, oh, es wird auch langsam wieder kühl. Ja. Kishira, Entschuldigung. Simon, einmal für Hauke, vielen Dank. Einmal für Nils. Hammer. Das andere ist nicht fertig geworden. Es erinnert mich wirklich an Weihnachten im Kreise der Familie früher. Da ist wirklich keiner für dich dabei. Ja. Okay. Cool. Mann, warum? Mal der Schale. Ich hab dafür zwei. Vielleicht steht's hier drin. Einmal ein Scherz auf Twitter, ne? Ah. Oh, daher nee. Liegt bei Etienne ein oh, Bild dabei, nee. Welches Emblem er zum Schriftzug erwarten kann. Ah. Ole. Oh, ist das geil. Guck mal, einmal Venenarius Handpuppe. Ah, sie hat nicht alle geschafft. Nein, macht sie aber noch. Und hier ist irgendwo. Ah. Hier ist ein Bild dabei von. Das ist das Siegel, das auf deinem sein wird. Sie ist noch nicht ganz fertig mit allen, deswegen, aber deins kommt noch. Ja, das ist doch persönlich. Okay. Habt ihr auch Dinosaurierpfoten drauf? Die sind alle individuell. Geil. Wer bist du? Ich habe Schildkröten bekommen. Nee. Weil ich Schildkröten so mag. Das ist deiner, Nils. Das bin ich wahrscheinlich. Das bist du, Nils ist dein. Boah, die sind ja aus. Was ist das? Fleisch. Menschen. Vermutlich Stahl. Darf ich auch mal ist kurz. Geil, wenn man sich einen Schal umwirft und den nur so halb umwirft, möchte man sofort bei einem Rotwein über das. Man wird sofort arrogant. Ja, ja, man möchte direkt bei einem Rotwein in der Küche mit überschlagenen Beinen und einem Rollkragenpulli diskutieren. Deswegen hat deine Figur keinen bekommen, die ist schon arrogant. Den nehme ich heute, da spiele ich eine Figur mit. Hallo Leute, ich bin. Ja, vielen lieben Dank an euch zwei. Ich lese jetzt nicht alles extra vor, aber. Hammer. Also deiner kommt noch. So, dann haben wir hier noch was. Ich gebe euch erstmal die ganzen Sachen, die quasi einfach Geschenke sind. Das die inhaltlichen Gute. Sachen kommen später. Das Gute. Hier haben wir Notizbücher bekommen. Guck, oh, das ist ja der Oberhammer. Ey, das wird dir immer besser. Was ist denn das hier? Das ist deins, Eddie. Passt nicht, jemand nicht so doll drücken könnte. Das ist nicht ganz. Das Herz. Das Herz, das Dino-Herz. Saurier-Herz. Aber letztes Mal war das noch viel größer. Ist das geschrumpft? Hat es nicht vielleicht einfacher mitzunehmen so. So geht's, ironischerweise. Wir haben hier noch von bekommen. Liebe Bohnen, ich freue mich schon auf Freitag, wenn Ultracore in die nächste Runde geht. Und da ja nicht wirklich absehbar zu sein scheint, wie viele Abenteuer noch auf die Spieler warten, hier ein paar kleine Hilfsmittel und Ideen, um andere Dinge festhalten zu können. Für Hauke ein klein wenig größer. Ey, da muss man mal sagen, das ist handgemacht. Danke von Christine ist es, glaube ich. Das hat Christine offensichtlich selber handgemacht. Das ist, da geht so viel Liebe rein. Ist so Metall an den Ecken. So ja, dran, also das nicht man sieht, dass es komplett irgendwie selbst gemacht ist. Ich benutze das jetzt auch. Wüsst du nicht mal, wie ich sowas mache? Allerdings richtig nice. Richtig toll. Wetter, mein Stift. Du hast meinen Stift. Da kann ich die Namen all meiner Fledermäuse reinschreiben. Christine hat auch die Schale gemacht, oder? Also die Schals. Die Schals waren auch von. Ich glaube, die sind auch von ihr, oder? Von einer Lisa. Sind okay, die weil die haben das gleiche Logo tatsächlich. Okay. Achso, weil das richtige Logo ist. Achso, weil es das richtige Logo ist. Die hat Alvin entworfen für die einzelnen Reiche. Also, Alter, voll geil. Meins hat auch so ein geiles Band drum und so. Und auch wie geil das ist. Es ist besser als Weihnachten. An Weihnachten kriege ich nichts mehr. Ich auch nicht mehr, ne? Oh Gott, ja. Ja, Geld hast du ja bekommen, ist auf dem Konto. Okay, ja, letztes Jahr habe ich auch irgendwie 25 Weihnachtsgeschenke gekauft. 3 habe ich bekommen. Wir schenken uns nichts mehr. Hör auf. Und alle halten sich dran. Das wollte meine Mutter mal machen, haben wir alle abgesägt. Dir. Ja, ich schenke. Ach, die Puppe muss leider einmal von der Flasche, die verdeckt irgendeine Kamera. Die Puppe hier auf der Flasche. Die Kinder nicht in Ordnung. Magst du mal die Puppe von der Flasche nehmen, die verdeckt. Oh, hallo Freunde, ich gehe mal, ich hänge schon viel zu lange an der Buddel. So. Dann ist hier auch noch was gekommen, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, von Martin. Sehr vorsichtig, insbesondere mit der von Simon sein, die musste geklebt werden, die hatte den Transport nicht überstanden. Boah, nice. Die hat jemand mega vorsichtig. Da hat jemand euch Simon alle und guck mal, wie krass die aussehen. Alle meine Fledermäuse. Das ist echt unfassbar. Sucht euch eine. Alter! Die sehen so gut aus. Boah, das ist toll. Ich liebe es, diese geil, das Design ist, ne? Ich meine, dafür gibt's ja nicht wirklich irgendwie reine Vorlage. Hier ist deine. Und guck mal, mich gibt's auch. Geil. Hammer. Du siehst aber schon ein bisschen cooler aus noch. Also oft als Figur. Ja, ist was dran, aber. Du, man muss ja auch ein bisschen. Ein richtig stämmiger, muskulöser Dude, Alter. Ja, ich gehe ein bisschen pumpen nächstes Mal. Jetzt musst du ja. Ich hab Dino-Schuhe an. Passen. Ey, sehen schon richtig geil aus. Es ist krass, wenn eure Entwürfe sehen cooler aus als meine Fantasie. Ja.
grundsätzlich. Ich schnell mir meinen hier hin. Wie cool der aussieht, ey. Die sind wirklich richtig krass. Ich finde auch die Rüstung richtig krass. Ich finde bei ihm auch die Dinos in den Eiern. Ja, ist nice. Ja, mega krass. Wie gesagt, von Martin sind die gekommen. Vielen lieben Dank, Martin. Ich habe hier nur den Zettel mit Martin. Das heißt, manchmal ist auch kein Brief, den ich vorlesen soll oder darf oder kann. Wie gesagt, ich habe noch mehr. Manches ist aber so abenteuerbasiert. Wobei, die Trinkgläser, die können auch jetzt schon kommen. Das wird gar nicht so leicht, hier mit irgendwas zu machen, ohne. So. Elisa hat die hier geschickt. Ich glaube, es ist nur Elisa, ne? Schwert. Instagram, Foxchild Illustration, hat das hier. Kannst du mal aufmachen? Mhm. Elsa ist es, Entschuldigung. Elsa. Elsa. Ui. Ist auch ein längerer Brief dabei. Ich habe ihn gelesen, aber ich kann ihn nicht komplett aufmachen. Das sind so Chardonnay-Gläser. Ja, kannst aber, es ist halt richtig eingraviert. Das eine hat das Ultracore-Logo. Ah ja, warte mal, okay, das, ich überlege gerade, was das ist. Das ist die Karte von Ultracore in den Deckel graviert. Okay, also das sind die Gläser, warum, wie auch immer man das selber machen kann, keine Ahnung. Aber was ist das hier in dem anderen Glasklavurgerät? In dem Glasklavurgerät, ne? Das ist oben der Baum des Lebens. Ist das, genau, das die Schilder sind für mich. Das ist diese Stadt, kannst du gar nicht da einreisen. Da unten sind die Beine, okay. Einreisen, Schmeinreisen. Das ist, glaube ich, diese große Stadt. Hier ist die Karte im Deckel, das heißt, die können wir hier so hinstellen und dann können wir uns immer orientieren. So. Wo sind wir jetzt? Warte, ich gebe euch mal eben noch ein paar Sachen. Sachen, die ich mir merken muss für meine. Simon, das hier ist von Matthias. Kannst du aber schon mal still durchlesen und kannst du im Spiel einbringen, wenn du möchtest. Denarius, da kann er ein wenig dem Alkohol. Den hat er gelesen, ne? Ja, den später. Ist es das Pheromon, was du letztes Mal benutzt hast für den Grabstein? Nein, Pheromon. Was das? Ah, es ist Pheromon. Es geht los. Also ist eindeutig. Ach, hier ist der Brief von Martin dazu. Aber es ist auch das ein ganz großes Danke. Nicht gut heißen. Wir danken. Hm. So, dann ist hier noch was gekommen. Das muss mal jemand auspacken. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Du packst mal das aus. Währenddessen mache ich Werbung. Ah, ja, packt erstmal aus. Also. Hashtag, jetzt kommt Werbung, denn tatsächlich gibt es für die Sendung heute einen Sponsor, denn es ist was passiert rund um Ultracore. Ich bin jetzt Creative Director eines Studios, das heißt Blankhans, und wir entwickeln ein Videospiel. Dieses Videospiel spielt in der Welt von Ultracore. Das ist ein Social Survival Sandbox Game. Wir entwickeln das als Studio, sind 30 Leute, wir sind da schon dran. Ende diesen Jahres geht's in eine Alpha. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was ihr wahrscheinlich ja tut, könnt ihr auf dem Discord vorbeischauen. Der Link dazu wird jetzt im Chat, wahrscheinlich im YouTube-Video landet der dann hier oben. Wir haben ihn in der Bauchbinde gleich. Wird heute übers Abenteuer noch ein paar Mal gestreut. Könnt ihr einfach mal vorbeigucken auf dem Discord. Da kommen alle Infos dazu. Ihr könnt da an der zukünftigen Alpha, an Betas teilnehmen, euch alle Infos zu dem Spiel holen. Ich werde am Ende der Sendung noch mal was dazu erwähnen. Nur, wenn es heute irgendwann mal auftaucht, dann wisst ihr Bescheid. Das ist Werbung. Das ist quasi ein externes Studio. Ich gehöre aber zu diesem Studio. Und wir arbeiten da mit ganz vielen Leuten an, meiner Meinung nach, einem ganz hervorragenden Spiel. So. Dann also erstmal Hut ab. Ja, Respekt. Ich bin stolz wie ein Vater. Ich auch auf euch. Auf dich, dass du das schaffst, ein Videospiel aus einer eigenen Idee zu machen. Er ist natürlich der Traum jedes Autoren so ein bisschen. Ne? Jeder, der mal eine Welt erfunden hat, glaube ich, kann verstehen, dass der Traum immer ist, seine eigene Welt zu machen. Es hat keiner mehr verdient als du, weil du seit Jahren hier Fantasy-Welten in deinem Kopf bildest. Und ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja. Und vielleicht dieses Bild von Jetzt kannst du es zeigen. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Von. Soll ich gucken? Ja. Dann kannst du es schon mal zeigen. Es ist nämlich wirklich ein tolles Bild. Das muss man wirklich mal in aller. Ich kann es gar nicht. Vielleicht Nils, kannst du mir helfen? Dann machen wir es mal hier. Ah. Alter. Wow. Isas Kreativwelt. Boah, alter Schwede. Instagram. Das sind die GIMs, ne? So kann man die. Instagram Isas Kreativwelt. Das sind die GIPs. Ja, das waren die. Ach, krass, das ist das Gipszelt. Mach mal so, kipp's mal nach vorne ein bisschen so, genau. Hammer. Bin sehr begeistert. Ja, wirklich toll. Der Schwede. Wer ist das? Das sind die Gips. Bin ich das? Das bist du. Aus wie Uke. Das bist du. Ja, das ist dein Charakter. Das ist echt Hammer. So sieht er aus. Mega gutes Bild. Ganz toll. Richtig gut auch. Ich weiß gar nicht, wie hat er das gemalt? Was ist das für eine. Ich kann es nicht so richtig sehen. Ist von, ich würde hier sagen, Wachsmaler. Guck mal, die Schuhe. Da hängt noch Fleisch dran. Das sind viele Details wahrscheinlich noch. Krass, krass, ich kann es halt von der Rückseite aus. Das sieht halt so gut aus, ne? Auch wie viele Details. Krass. Echt toll. Also vorsichtig. Gucken, bitte. Müssen wir echt irgendwie aufhängen. Hängst dir in dein Büro. Ich muss auch kurz eine Sache, die habe ich schon sehr lange. Krass.
die muss ich ein bisschen auch mal bewerben. Er hat nämlich hier mit den Koffer Klaus. Ja, aber warum nicht, ne? Ja, ist gerne. Ist es eigentlich dieses Universum oder das letzte? Ich weiß nee, es das nicht. Nee, das ist dieses Universum. Dieses Koffer Universum? Klaus ist dein. War mir nicht mehr sicher. Ich dachte, das ist. Stimmt, der ist im letzten Mal auch gar nicht aufgetaucht, glaube ich. Nee, weil er war im Koffer die ganze Zeit. Und das Schöne ist, Koffer Klaus hat auch eine Beleuchtung. Scheiße. Moment. Achtung. Das wow. ist ja nur geil. Ist schon ein bisschen vertrocknet, weil ich den schon so lange habe. Aber hier ist er, da wartet er nur drauf, dass er endlich wieder rausgelassen wird. Ja. Aber dafür hat er hier auch so ein irgendwas. Da sind so Knöpfe noch dran. Das ist ja mega ja, geil. Im Deckel. Das machen die super schön. Im Deckel. Die, das sind hier, das sind diverse Küche, Rahmen. Sauna, Bett, Sport. Ja. Die Lochkarten. Kann ich dann hier so und dann ist er im Kampfmodus. Die Details echt. Ne? Hier ist auch so ich diese dein Dino. Danke. Der hat im letzten einen geheilt und ist dann bewusstlos geworden. Du hast ihn über die Schulter. Selbst das ist da drin. Stimmt, ja. Ey. Ja, wie gesagt, ich erzähl gleich auch noch mal, was so alles passiert ist. Ich pack's mal ganz vorsichtig weg. Vielleicht können wir mach's wieder in die Rolle rein. Ja, ja, dürfen wir eigentlich die Briefe noch vorlesen oder haben wir dafür keine Zeit? Du kannst ihn vorlesen, ja. Ich kann ja kurz mal vorlesen. Mein lieber Neffe, durch meine Arbeit im Labor ist es mir vollkommen entfallen, dass du dich inzwischen auf deiner Rumzähler befindest. Mein Geschenk, das dir deine Reise erleichtern sollte, kann ich dir jetzt natürlich nicht mehr persönlich überreichen. Meine Forschung hat endlich Früchte getragen. Ich präsentiere dir den Blutlikör. Klingt sehr interessant. Solltest du einen Tropfen deines Blutes hinzufügen und jemandem zu trinken geben, dir hilft eine Person mit einer deiner Fledermäuse aufzuspüren. Aha. Also ich kann Leute aufspüren durch dieses Getränk. Aber wenn ich, ich mag Geschenke sehr, die mir helfen, Hauke zu überlisten. Das sind mir die liebsten. Ich sag mal so, ich habe 2, 3 aussortiert. Also es ist so, wenn ich da mein Blut reinmache und das jemandem zu trinken gebe, dann können meine Fledermäuse den später aufspüren. Das kann ja, vielleicht sollten wir am Anfang des Abenteuers kurz zusammen einen kleinen Blutritus führen, damit ich euch finden kann, falls was passiert. Können wir nicht einfach sowas machen, wie du gibst da ein bisschen Blut rein und jeden, den wir treffen, geben wir so einen Fingerhut Schnaps und sagen so, hier, das ist bei uns das Ritual. Ja. Und dann können wir einfach jeden Charakter, den wir treffen, das ist eine sehr gute, das ist so eine Abuser-Art. Ja, das machst du an dir. Mhm. Dass du direkt was findest. Versuch dir das Spiel zu breaken, bevor es losgeht. Das ist völlig richtig. Ich bin dabei. Okay. Danke für dieses wunderschöne Geschenk. Ich werde es versuchen zu benutzen, wenn Hauke es erlaubt. Ja, ich habe es dir gegeben, damit du es benutzen darfst. Also wie gesagt, die Sachen, die ihr kriegt, die dürft ihr benutzen. Alle anderen habe ich frech vorgefiltert. Ah ja, okay. Ich habe das Gefühl, das ist groß, um es zu benutzen. Naja. Dann mache ich mal eine schnelle Einführung, wie eure Charaktere funktionieren. Ist ja eine Weile her. Ihr habt eure Charakterbögen vor euch. Die sind so alt und vergilbt, das ist herrlich. Ja, ne? Die fallen bald auseinander. Auch schon. Wann haben wir angefangen? 2020 war die erste Runde, glaube ich. Februar. Ja. Es ist jetzt wirklich schon, ne? Wir sind zum alten Intervall von Tiers zurückgekehrt, wo so immer so 12 Monate zwischen jedem sind. Aber wir versuchen das wieder zu ändern, hoffe ich. So, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass vor euch liegen eure Bögen. Ich erkläre nochmal für alle, die gar nicht wissen, was Pen and Paper ist. Wenn, ne, wäre ein bisschen lustig, aber kann ja passieren. Pen and Paper ist quasi die Idee, dass wir am Tisch ein fiktionales Abenteuer spielen. Ich erzähle euch nicht nur die Welt, sondern stelle alle eure Sinne dar. Euer Charakter wird quasi repräsentiert durch das Blatt vor euch. Ihr wisst also, was ihr könnt und ihr entscheidet, was ihr tun wollt und wie gut ihr darin seid. Das definiert dieses Blatt. Was ihr seht, mit was ihr interagieren könnt und wie das ausgeht, das entscheidet aber ich bzw. wir im Zusammenspiel mit diesem Blatt. Da stehen jetzt Werte drauf. Bei dir zum Beispiel, ich weiß nicht, was hast du? Zweihandschwertkampf 100. Das zum Beispiel hätte ich nämlich, wusste ich nämlich nicht, wie viel du da hast und ich hätte dir ja dann einen Bonus nämlich sonst gegeben, weil ich in der Lore, also ich habe ja ruhig im Rahmen dieses Videospiels jetzt auch die Geschichte viel weiter geschrieben und da sind jetzt ein paar Sachen noch dazu. Wichtig ist, ich würde euch gleich im Spiel nochmal Boni geben. Das haben wir letztes Mal auch so gemacht. Ich mache das quasi live. Das heißt, irgendwann, wenn ein Talent auftaucht, das ihr viel benutzt habt im letzten Abenteuer, sage ich euch, ab jetzt könnt ihr euch da permanent einen Bonus drauf geben. Ich glaube, du hast zum Beispiel Humor plus 20 bekommen, permanent. Das ist wichtig, weil dieser Wert hier oben zählt das nicht mit rein. Da erzähle ich euch jetzt gleich auch nochmal zu. Also was zu, wenn wir da angekommen sind. Denn letztes Mal hat, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, keiner von euch hat Geistesblitzpunkte letztes Mal benutzt. Ich weiß nicht alle, was ist das? Hier oben habt ihr so einen allgemeinen Wert. Handeln, Wissen und Interagieren. Das sind drei Übergruppen, in denen alle unsere Talente eingeteilt sind. Genau, hier wird es gerade mal gezeigt, dann können wir so einen Bogen mal sehen. Die Punkte werden alle zusammengezählt. Da auch nochmal Shoutout an das How-to-be-a-Hero-Regelwerk. Mit dem spielen wir das alles. Mittlerweile komplett gemeinnütziger Verein, der sich um das alles kümmert. Das Regelwerk wird konstant weiterentwickelt. Ich werde garantiert heute Sachen falsch machen, weil ich mittlerweile auch nicht mehr 100% auf dem Schirm habe, wie gut dieses Regelwerk eigentlich ist. Und jedenfalls dieser Wert, der da oben steht, den durch 10, das ergibt eine Punktzahl. In deinem Fall sind das, glaube ich, 2, 2 und nochmal 2, weil aufgerundet wird von 15. Geistesblitzpunkte könnt ihr benutzen, wenn ihr irgendeine Probe gemacht habt, die schlägt fehl, dann dürft ihr einen Punkt einsetzen, um pro Abend eine Probe nochmal zu würfeln. Wenn also irgendwas schiefgegangen ist, wo ihr denkt, ach du Kacke,
das geht nicht, das darf gerade nicht schief gehen. Könnt ihr einen Punkt einsetzen und dürft die gleiche Probe nochmal werfen. Das kann wieder schief gehen, aber ne, ist quasi so ein Fail. Wie viele von diesen Punkten? Hier hast du 2. Also das hier durch 10. Das, eigentlich sollte hier 20 und nicht 200 stehen, aber es ist hier 20%. Das durch 10, 2, 2 und das 1,5, da wird aufgerundet, darum hast du da auch 2. Du hast auf jeden theoretisch zweimal darfst du es nochmal. Dann sind die aber weg. Genau, für dieses Abenteuer, genau. Mhm. Aber nächstes Mal, am nächsten Abend hast du die wieder. Hm. Außer ich sag was anderes, weil ist nicht genug Zeit vergangen oder keine Ahnung so. Aber heute machen wir das. Du hast die, glaube ich, auch alle schon zusammengezählt. Ja, da kommt ja gleich noch was dazu, dann ändern sich die Werte, ja, ne? Ja, nee, tun sie nicht. Du hast es jetzt völlig umsonst weggradiert. Ich habe gar nichts weggradiert. Ach so, okay, umso besser. Nee, du kannst die jetzt schon zusammenzählen, weil die, die dazukommen, die zählen wir erst beim nächsten Mal dazu. Also ja, euer Charakter, das ist, damit wir nicht pausenlos rumrechnen und ständig Zeit, damit machen wir das immer am Anfang. Könnt ihr die neu zusammenzählen und dann ist der Bonus da automatisch gleich mit drin. So, dann werde ich das doch hier direkt mal. Wieso habe ich die denn hier nicht stehen gehabt? So, Regie, wann gehen wir nochmal 2015? Da haben wir noch 15 Minuten, fast 20 sogar noch, glaube ich, ne? 10 Minuten so noch. Okay, umso besser. Gott. So, das ist nämlich schon mal wichtig. Dann einmal für euch, wie ihr würfelt, damit wir das auch gleich einmal gezeigt haben. Am besten natürlich immer in dem schönen Würfelpad da vorne. Und 2 Würfel zusammen sind ein W100. Genau die beiden, die du da hast. Der erste zeigt die 10er-Stelle an, der 20er. Der zweite, eine 2, zeigt die 2. Stelle an. Das heißt, wir haben eine 22 hier liegen. So, ihr müsst in der Regel versuchen, einen Wert unter dem Wert zu würfeln, den ihr da habt. Das heißt, wenn du eine 50 hast, musst du 50 oder weniger würfeln. Ich kann Proben erschweren oder erleichtern. Ein kritischer Erfolg oder Misserfolg ist immer, berichtigt mich, liebes How to be Hero Team, wenn ich falsch liege, ich glaube, es waren immer 65 Punkte, weil ich kann auch ganz schnell nachgucken. 65 Punkte musst du da kritischen Erfolg erzielen. So. Wie gesagt, an dem Regelwerk verändert sich ständig was und ich bin zu doof, um regelmäßig mitzulesen. Ja, guck ich gleich nochmal nach. Aber ihr müsst eine bestimmte Distanz vom Würfelergebnis haben. Das bedeutet, ihr könnt einen kritischen Erfolg auch nur haben, wenn der hoch genug ist, euer Wert auf das Talent. Eigentlich relativ simpel und sage ich euch dann auch. Also ich passe schon immer so ein bisschen mit auf und sag, ach, übrigens so, ne? Genau, hier sind die Geisteswitzpunkte. Nee, das passt alles. Okay, cool. Begaben können keine. Ach so, hier, das ist was anderes. Warte, hier, ich kann schnell nachgucken. Kritischer Erfolg. Herr Bomhoff, könnten Sie mir kurz die Mozart-Kügelchen reichen? Das würde ich unglaublich gerne machen. Einmal probieren, ob sie schmecken, und dann sage ich euch Bescheid. Mhm. 10% eures Fähigkeitenwertes sind immer ein kritischer Erfolg. Habt ihr gehört? Alle probieren. 10% eures Fähigkeitenwertes oder weniger. Das heißt, bei 50 ist eine 5 oder weniger ist ein kritischer Erfolg. Bei 50? Was? Bei 50 wären 10% von einem Wert wären 5 oder weniger. Wenn du 5 oder weniger würfelst auf eine Probe, wo du ein Talent 50 hast, hast du einen kritischen Erfolg gewürfelt. Bei 20 ist es 2 oder weniger. Bei 80, 8 oder weniger. Mhm. So, und das geht aber über 100 hinaus. Du hast, glaube ich, einen Wert auf 140. Das zählt auch. Ich habe einen Wert auf 140? Ja, du hast einen Wert auf 140. Das sind dann 14 oder weniger in deinem Fall sogar. Welchen Wert das geht? Kannst du mir mal sagen, welchen Wert ich auf 140 habe? Du hast, glaube ich, Dressieren. Im letzten Abenteuer hatten wir irgendwo einen Wert, das war irgendwie Tierdressieren oder so. Und da hattest du 140. Kann ich gleich nochmal nachgucken? Ja, geil. Pause. Ja, nehme ich. Erzählt das auch in diesen Da, Tierdressur, 140. Du hast es nur so da drüber geschrieben. Das hatten wir verändert, weil du hattest erst alle Talente einzeln. Wir haben das mal aufgeteilt, dass alle deine Dinos haben einzelne Fähigkeiten. Da haben wir auch deine Fledermäuse überarbeitet. Die einfach ein bisschen besser funktionieren. Und das zählt auch in diesen Rewurf-Wert mit rein? Genau. Das wird damit reingezählt, die 140. Wenn du die noch nicht hattest, dann hast du die übersehen. Ja, das ist super. Also, darfst du wirklich alle zusammenziehen. Ja, nehme ich. Leider ist mein Fledermaus-Counter weg, aber ist ja nicht vielleicht schlimm. Finden wir den gleich in der Pause nochmal. Es gibt auch noch eine Kiste, wo nochmal so Sachen vom letzten Mal drin. Ich glaube, ich hatte noch 21. Ja, ich glaube tatsächlich auch. Du hast nämlich, glaube ich, bis mit 25 gestartet oder so. Im letzten hat. Und dann sind Dinge passiert. Die Gips manche haben Fledermäuse haben sich geopfert. Ja, die Gips haben eingegessen. Einer wurde von den Gips zerquetscht. Also es war, sie waren sehr beliebt. Ist ein sehr beliebtes. Ja, du hast eine weggegeben, glaube ich. Ach so, ja, genau, ich darf noch mal sagen, dass es nach dem Recap ohne Unterbrechung weitergeht. Denn gleich gehen wir eine Pause, kommt ein Recap und dann geht direkt das Abenteuer los. Geilo. Also, wenn ihr eh alles wisst, könnt ihr während des Recaps kurz Pipi machen gehen. Ich sag danach auch noch mal so ein paar Sachen. Denn ich habe zu euch ja eben schon gesagt, war eine lange Pause dazwischen. Ich erzähle nach dem Recap auch noch mal so ein bisschen wichtige Details, warum ihr eigentlich seid, wo ihr seid, damit das nicht so kryptisch ist. Und sollten im Abenteuer Momente vorkommen, denn eigentlich habt ihr euch gute Notizen gemacht und so. Und ihr wisst das nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da aufgepasst hattet. Dann weise ich euch darauf hin und sage, übrigens, das ist nur zu lange her. Das war so und so. Also so, keine Ahnung, euch ist ein Name entfallen oder ihr begegnet irgendwem, das ist ein Detail. Und ich erkläre euch immer die Welt nochmal. Den Kontext gebe ich euch immer. Wenn ihr irgendwo hinkommt, sage ich euch immer nochmal, so funktionieren die Regeln hier. Das bist du. So, dann ist nochmal wichtig,
hat dein Charakter, Triastrodon, hat der Familie? Natürlich. Wen? Also so nächste Familie, der Frau, Kinder? Das ist wahrscheinlich eine entscheidende Frage. Ja, ich habe mehrere Frauen und Kinder. Also eine Frau und mehrere Kinder. Okay. Ja, gut, das reicht schon. Das ist ja relativ normal. Ja, das ist relativ normal. Warte, bis du sie kennenlernst. Die Kinder. Das reicht mir schon. Ich musste nur einmal wissen, ob welche gibt. Alle. Hättest du jetzt gesagt, nee, gibt's nicht, dann hätte ich eine andere Entscheidung dafür passt. Hätte ich dann eine Liebschaft beginnen können? Dann kannst du auch jetzt eine Liebschaft beginnen. Ja, eben, oder? Die Moral in Dinosaurierhaus. Du definierst Hauke selber, wie deine Beziehung als aussieht. Als Ex-Frau vorstellen, die mit dir meckert, das willst du nicht haben. Wenn du jetzt trotz Frau was an. Wobei. Wir hatten schon mal eine Sexszene. Hatten wir? Die habe ich noch bei Jailhouse Boogie, die habe ich noch mal geguckt. Ja, die war unangenehm. Hier bei der haben auch schon mit Augen Ne? Bei Good Time Island. Stimmt, ihr hattet auch schon mal eine richtige. Ging einiges. Mit mir willst du nicht schlafen oder was? Du steuerst, was du tust im Spiel. Ich reagiere nur. Alles gleich. Warte mal ab gleich. Ich gehe nur mit dem Flow. Heute wird gebumst. Heute wird gebumst. Würfel auf Bumsen 100. Hashtag Bumsen 100. Gebumst. Apropos Hashtag. Hashtag Spitze Stifte ist das richtige Hashtag für den heutigen Abend. Hashtag Ultracore funktioniert genauso. Alle wichtigen Infos darunter. Schaut auf Instagram, auf Twitter. Ich habe eben TikTok gehört. Stimmt das noch, Regie? Gibt's TikTok auch? Macht ihr sowas? Ja. Wir machen alles. Ja. Ja, so krass sind wir, wurde mir gesagt. Wird auch gemacht. Und auf Facebook, wenn eure Großmutter da gerade unterwegs ist, dann. Nee, aber seid ihr auf Facebook auch? Machen wir zur Sendung was auf Facebook? Ich war so lange nicht auf Facebook aktiv. Facebook? Auch! Schwede. Was da abgeht, da wird sogar Werbung für unser Spiel gemacht. Alles auf Facebook. Auf Facebook. Ey, was weiß ich. Das macht das Team, das es besser kann als Hauke. Okay. Facebook? Ey, edit mich bei Facebook. Etienga D offiziell. Habe ich gemacht, weil es so viele inoffizielle Etienga Ds gibt. Mhm. Ist das ein häufiger Name? Etienga D, ja. Ich weiß nicht. Halb Frankreich heißt so. Nein. Pures Glück, dass gerade kein Präsident an der Macht ist, der Etienne Gade heißt. Okay. So. Damit wären wir aber auch soweit. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Recap, sind dann gleich mit der Show wieder da. Da gibt es eine kurze Zusammenfassung und dann können wir auch schon spielen. Ich freue mich auf euch. Ja, Mann. Recap, bis gleich. Das ist die Welt von Tormentosia. Es gibt 7 Reiche. Ja, hallo Leute, ich bin Triastrodon. Ich spiele Venenarius Aviditatis. Mein Name ist Tantra. Tantra. Lagoon. Tormentosia ist eine ursprünglich große Welt, in der es unzählige Nationen gab. In dieser Welt gibt's unglaublich viele Wesen, die sehen aus wie Tiere und so Humanoide. Es gibt Giraffenmenschen, es gibt Hamstermenschen. Es gibt Kreaturen, die sehen aus wie laufende Kristalle. Es gibt Saurier, es gibt aber auch Elektrizität in dem Grunde. Es gibt sowas wie Magie bei den Kindern der Quelle. Diese Welt wurde angegriffen von Sorgoth, dem Weltenfresser. Das gibt oh, Scheiße, Leute. Gyropatschen sind in der Nähe. Gyropatschen sind in der Nähe. Du erkennst keine Ordnung. Ich bin ein sehr guter Spurenleser, das habe ich auf der Akademie gelernt. Lass mich einmal kurz. Aha. 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 Hm. Ich habe keine Ahnung. Und ihr kommt immer näher ans Cockpit. Im Cockpit ist die Scheibe komplett beschlagen von innen. Ich weiß, wer es ist. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Mein Name ist Swaggus Zwickelbart und ich fordere Sie höflichst auf, sich zu verziehen. Haben Sie doch keine Angst vor uns. Wir kommen in Frieden. Wir wollen Ihre Technologie retten. Vor dem Feuer. Oh. Nee? Oh, shit. Aber ich dachte, dann. Und da kommt so ein solider Pott. Er hat gesagt, einen Schluck würden die nicht nehmen. Ja. Gyropatschen würden niemals Gyrobräu trinken. Ist viel zu wertvoll. Also, ich würde mich bereit erklären, eine Kostprobe von diesem Gebräu zu nehmen. Du schaffst es zum Glück, das halbwegs leise auszuspucken. Aber es ist wirklich. Wollt ihr irgendwas? Du wirkst ein Saugdings. Die zweibeinigen großen, die widerlichen Viecher, die ihr hier nicht im Griff habt in eurer komischen Wilde-Leute-Gegend. Hey, der Einzige, der sich nicht im Griff hat, bist du, kleiner Mann. Klein! Der holt mit diesem Kolben aus, schwingt den durch die Luft. Du schaffst es nicht mal auszuweichen. Das kann ich ehrlich sagen, so ganz unverdient kam es nicht. Das denke ich mir auch, aber So, ganz kurz. Welcher Tunnel? Ja, in dieser Genehmigung geht es um Tunnel, der Ambros mit den flüssigen Ebenen verbinden soll. Ich bin ja auch nur ein kleines Zahnrad, also
Ja, das ist von der Verwaltung. Nö, also das mit dem kleinen Zahnrad stimmt. Der Rest war auf jeden Fall gelogen. Fuck, würfel mal auf Humor. Kannst du sowas 70 nicht denken? Verkackt. Das ist... Ich weiß genau, wo das ist. Ja, super. Hm? Das ist ein Amboss. Das ist ein Amboss? Wie kann es sein, dass ein Tunnel, von dem ich noch nie gehört habe, in Amboss gebuddelt wurde? Ich schlage vor, wir machen uns umgehend auf nach Ambrosia und Amboss und schauen uns diesen Tunnel mal aus nächster Nähe an. Trias, was sagten Sie gerade? Was sind das für Trommeln? Ja, das sind Gips. Das könnte zum Problem werden. Also meistens sind die friedlich, aber das sind ganz schön viele. Ich meine, sie sind sehr klein, aber... Ich habe auf der Akademie darüber gelesen. Ein Wandervolk, das kein Zuhause hat und doch zugleich überall zu Hause ist. Wer seid denn ihr? Mein Name ist Trias Trodon. Fürst dieser Lande. Wie Fürst ich gesagt. Vom Volk der Sauromanten? So ein Quatsch könnte ich jemand anderem erzählen. Das weiß wirklich jeder, dass ihr keine Hierarchien habt. Okay, jegliches Vertrauen ist weg. Also der glaubt dir gar nichts. Der arme Kerl, der kann ja nichts sagen. Sofort kommt hinter euch an der Tür, steht aus ein paar Gips. Oh, boom. Eine Waffe auf mich zu richten, kommt einer Straftat in Tormentosia gleich. Ich bitte Sie höflichst, den Speer zu senken. Das ist eine ziemlich lange Pause. Er guckt dich relativ beeindruckt an. Nimmt die Hand so zum Mund. Und leitet also konstant eure Wandlung. Ihr stimmt auch mit ein. Und es tut sich so ein gewaltiges Tor auf. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Gipsis sind eigentlich nicht sesshaft. Das sind Nomaden. Tantra Trias, ich glaube, der Mann, der kleine Mann ist wirklich der Anführer. Na, wir sollten einfach mitspielen. Ich habe mal gelesen, dass es bei Psychosen wichtig ist, dass man mitspielt. Kennst du den Grabscher? Und als der Grabscher sagt, sag ich so, oh, alles wird ruhig und die Kinder an. Oh nein, oh. Was mag er, was mag er nicht? Habt ihr irgendetwas über ihn herausfinden können in all den Jahren? Er grapscht gerne, er drückt gerne, er springt gerne aus. Ihr steigt auf den Quetzalcoatl. Es ist ein bisschen schwierig zu starten durch die Baumkronen, aber ihr schafft's. Du siehst in der Ferne so eine Art Silhouette, als ob da irgendwas... du wirst also, das ist ziemlich groß. Steht so mit breiten Schultern, steht so nah und schaut euch an. Du erkennst jetzt... Es handelt sich um einen Bososaurus. Deswegen streichle ich ganz vorsichtig das klitschige Organ. Und das ist so eine Art Bindungs-Bondings-Ritual. Das scheint ihn auf jeden Fall zu beruhigen. Plötzlich erhebt der Bososaurus sich auch so, schaut dich so und zieht so davon. So ein Ding habe ich auch. Und der zeigt halt auch so. Der hat auch so ein Gesuchtposter-Memory. Habt ihr diesen schon mal gesehen? Ihr habt das schon gut gemacht. Ja, den anderen haben es nicht verraten, aber der ist hier vorbeigekommen. Wisst ihr, wohin, in welche Richtung er sich aufgemacht hat? Na, zu euch nach Hause, Megalospoli. Auf nach Megalospoli. Megalospoli. Nach so einer guten Stunde Flug seht ihr Folgendes. Ihr hört ein Poltern. Oh yeah. Geil. Yeah. Und hier endet unser Abenteuer. Yeah. Oh, Cliffhanger! Beim nächsten Mal geht's weiter in Megalospoli bei Megalos, dem ewigen Sauropoden. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir haben alles nochmal erfahren, was es zu erfahren gibt. Ich glaube, den ersten, zweiten Teil, den haben wir ja locker im Kopf. Herzlich willkommen zu Pen & Paper Ultracore. Schön, dass ihr da seid. Ich gebe als erstes, glaube ich, nochmal so eine kurze Zusammenfassung, was ihr gerade tun müsst, weil es war eine lange Zeit. Ich mache so kurz, wie es geht und werde euch dann im Laufe des Abenteuers nochmal erinnern. Ihr seid damals in der Hauptstadt Kernheim und jetzt nochmal so für den Gesamtkontext. Diese Stadt ist die Heimat des Ultracore. Der Ultracore ist ein Gemeinschaftsprojekt der 6 Nationen, die es quasi noch gab. Die 7. Nation ist dann Korheim, beziehungsweise das Land um Korheim rum. Und dieser Ultracore ist ein Schildgenerator. Dieser Schild schützt eure Reiche vor den Gothkin. Und das sind die Schergen von Sorgoth, dem Verschlinger. Das ist so ein Wesen aus einer anderen Welt, das runterkam und alles zerstört hat. Einfach alles verschlungen, aufgefressen. Und irgendwann haben eure Reiche sich zusammengetan,
halb gewollt, halb musste ja so. Und jeder hat ein paar hat Aufgaben übernommen, um diesen Schildgenerator zu bauen. Mhm. So, ihr wart also in der Hauptstadt. Es spielt 200 Jahre nach Kerngeburt. Kerngeburt ist der Moment, als der quasi angeschmissen wurde, dieser Ultra Core. So, und ihr wart in der Kneipe und seid so nach und nach über Infos gestolpert. Die erste war eigentlich so, dass irgendwer, ihr seid über ein Boot, einem Boten begegnet und der hatte ein Schreiben an Kernfürst Kublasch, in dem es darum ging, dass irgendwas mit Julia von Ambros. Quellfürst. Quellfürst, danke. Quellfürst Kublasch, das einfach. Sehr gut. Dass dringend neue Truppen geschickt werden müssen. Es gibt eine Verschwörung, irgendwas mit den Hedonisten Ambros. Das ist ja dein Volk, du bist aus Ambros. Die Hedonisten. Und hab die Info bekommen, wollte dem dann so ein bisschen auf die Spur gehen, hab dann aber auch einen Steckbrief gekriegt. Also, wo, in dem Quellfürst Kublasch gesucht wird. Also, Kopfgeld auf ihn, genau, den habt ihr sogar noch gesucht. Quellfürst Kublasch. Das ist ungewöhnlich. Also, seid ihr mal auf die Suche gegangen, seid beim Kernarchiv gelandet. Im Kernarchiv habt ihr Infos geholt, Wissen vernichtet. Wir erinnern uns an Formidablius Grün, der nicht gut aus der Nummer weggegangen ist. So. Habt aber erfahren, dass die Kopfgeldjägergilde irgendwas damit zu tun hat. Die wird von Rooks betrieben. Das sind so Rattenmenschen, Rattenjumans. Jumans ist immer der Begriff für alle quasi Rassen, die irgendwie humanoid mit Tieren sind. Nochmal der Hinweis. In der Regel finden die das nicht so toll, wenn man sie als das Tier bezeichnet, das sie in unserer echten Welt widerspiegeln. Das ist quasi sowas wie ein Schimpfwort für sie. Giraffe. Genau. Die haben dann eigene Namen. Die können wir auch gemeinsam erfinden. Da auch, glaube ich, nochmal wichtig, habe ich euch eben schon gesagt. Wenn es in der Lore, die jetzt wegen dem Videospiel ja immer weiterentwickelt wird, irgendwie ein Konflikt mit dem geht, was wir hier machen. Das Videospiel spielt 200 Jahre eher und wir bewegen uns hier frei. Wenn ihr was erfinden wollt, Kors. Genau. Und wenn wir was erfinden wollen, erfinden wir das einfach. Dann ist das so. Dann ändern wir den Namen Chedegol. Die Regeln hier sind ein bisschen anders. Das sind zwei verschiedene Dinge. So, dann seid ihr quasi über einen kleinen Umweg mit dem Schwarzmarkt, wo ihr euch Schniedelwutz, hieß es, glaube ich, besorgt habt, vom Giraffenschwarzmarkt. Seid ihr in die Kernverwaltung gegangen, wolltet Julia von Ambros treffen und habt dann erfahren, dass in Wirklichkeit ihre Schwester da war und sich als sie ausgegeben hat. Was gerade für dich ein Riesenskandal war, ja, weil du eigentlich wegen ihr mit der Leibgarde hier bist und eigentlich ist halt irgendwie Kernkonvent, alle sollten sich treffen, sollten über Dinge reden und verhandeln. Super, super wichtig. Und die einzige Fürstin, die dabei nicht da sein muss, oder ihr habt keinen Fürsten bei den Saromanten, aber ihr würdet auch Vertreter trotzdem schicken. Auf jeden Fall, ja. Und die Jalkassa, die Fürstin der Kinder der Quelle, ist normalerweise nicht da, weil sie in ihrem Land bleiben muss. Das ist einfach in der Natur, kann man auch noch mal erklären, wenn ihr da mal hinkommt. Jedenfalls habt ihr dann das erfahren. Das war so eine geheime Info, dass sich einer der Konnoisseure, so heißen so die Leibdiener der Königin, hat sich das Leben genommen, als ihr die Info aus ihm rausgeholt habt. Blistex, Sacrotan und Labello hießen die drei. Mein Lieblingstrio. Von denen hat sich einer sofort das Leben genommen, um nicht noch mehr ausplaudern zu müssen. Ihr habt dann aber erfahren, dass Quellfürst Kublasch sich zu den lithikalen Ebenen aufgemacht hat, wo dein Volk lebt, dieser Roman, nach Megalospoli angeblich. Macht auch so ein bisschen Sinn, die zwei Völker sind sich sehr nah, was auch so deren Einstellung zur Welt betrifft. Eins der wenigen Völker, die eigentlich ein diplomatisch gutes Verhältnis zu den Kindern der Quelle haben. Auch wenn die an sich jetzt nicht schwer mit ihnen umzugehen, nur dein Volk zum Beispiel, ihr habt einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert und seid euch nicht besonders wohlgesonnen. So. Habt euch also auf den Weg gemacht, habt noch mal kurz bei der Giraffe vorbeigekotet und seid dann an einem Zwergenluftschiff angekommen. Das war abgestürzt, das war von den Gyropatschen abgeschossen worden, haben sie zumindest angenommen. Ihr habt keine wirklichen Spuren dafür gefunden. Und in diesem Luftschiff waren Zwerge, die behauptet haben, sie hätten einen Auftrag von Julia von Ambros persönlich bekommen, einen Tunnel zu bauen zwischen den flüssigen Ebenen, wo eben die Kinder der Quelle leben, also mit dem Quellfürst Kublasch und Co. und Ambros. Aber zum Glück waren wir die Tunnelsicherheit. Ja, ganz genau. Das war auch eine sehr gute Lüge. Ich war auch echt überrascht, als die Lüge kam, dachte ich, das war ganz schön smart. Eigentlich völlig undenkbar. Also, die haben so eine natürliche Ebene, die trennt mittlerweile. Über die letzten 100 Jahre wurden da so Welle auf, weil ihr euch einfach überhaupt nicht leiden könnt. Außerdem, der Tunnel würde überhaupt keinen Sinn machen. Also, ganz merkwürdig. Du hast keine wirkliche Erklärung. Dein erster Impuls war sogar, ja, die wollen bei euch einbrechen. So, weil es für dich so absurd klingt. Es wurde euch aber andersrum gesagt. Dann habe ich Gips aufgelesen. Die haben diese Stelle gefunden. Gips, so orgartige Wesen. Ihr seid in das Dorf gekommen, wo ihr rausgefunden habt, dieses Dorf wurde andersrum regiert. Quasi die Jüngsten haben die Macht und die Ältesten führen nur aus. Ja, wir haben offen gesagt keine Ältesten gefunden. Aus einem, der sich als Junge getan hat. Genau. Die haben euch ja reingebracht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ist ein bisschen wie Twitter. Ein bisschen, ja. Auch mit der Spezialisierung und der Gesprächskultur. Ja. So, jedenfalls ist dann
Hat man euch verraten? Ja, Quellfürst Kublasch, den haben wir gesehen. Der ist eindeutig in Megalospoli, nachdem ihr denen geholfen habt, den Grabscher. Eben haben wir es noch Bososaurus war das. Mhm. Der einfach eine ganz schlimme Entzündung in den Händen hatte. Und so. Dem habt ihr geholfen und das hat dann dazu beigetragen, dass ihr die Info bekommen habt. Und dann habt ihr euch auf den weiteren Weg gemacht und seid jetzt kurz vor Megalospoli. Megalospoli, der ewige Sauropode und die Stadt auf seinem Rücken, ist ein riesiger Saurier, der durch die Ebenen quasi zieht, die ganze Zeit. Getrieben von was auch immer ihn treibt. Wahrscheinlich für den Kontext auch mal wichtig. Dein Volk, die Sauromanten, also verehren die Natur, wäre eigentlich Quatsch. Sie respektieren die Natur sehr stark. Das Gesetz des Stärkeren gilt. Wenn ich schaffe, einen Saurier zu erwürgen, ist das auch okay, wenn ich das tue. Wenn der aber zurückbeißt und mich frisst, dann trauert auch niemand um mich. So ist halt der Lauf der Dinge. Mhm. Man darf Saurier benutzen, um Aufgaben zu lösen, aber nur, wenn man sie vorher dazu dressiert oder sie besiegt hat, sozusagen. Also, man darf sie jetzt nicht schlagen und dazu zwingen, einfach Dinge für einen zu tun, sondern das passiert in einem gewissen gegenseitigen Respekt. Und dieser Respekt basiert meistens auf dem Recht des Stärkeren, zumindest in einer vernünftig gelenkten Basis. Geführt wird eure Gesellschaft durch einen Rat. Alle großen Dörfer dürfen alle 4 Jahre so einen Gesandten, ich glaube 8 Jahre waren es, aber kann mir gleich unsere Lore. Darf ich das nochmal nachfragen? Mhm. Also, man darf die Dinosaurier nicht schlagen, damit sie tun, was sie wollen. Ja, aber es gilt das Recht des Stärkeren. Das heißt, du bringst sie um, wenn sie nicht machen. Wenn du ihn besiegt hast, wäre halt okay. Aber dann hast du ihn auch in einem fairen Kampf einmal besiegt. Und dann akzeptiert er, dass du sein Vormund sozusagen. Und wenn nicht, wenn er zum Beispiel weglaufen würde, ist er weggelaufen. Wenn du ihn wieder einfängst, fängst du ihn wieder ein. Aber ein Saurier vor irgendwas spannen und mit einer Peitsche drauf prügeln, damit er nach vorne geht, würde der Logik deines Volkes widersprechen. Aber wenn der Saurier dressiert ist und du hast einmal gewonnen, hast quasi seinen Willen gebrochen, so hart es jetzt klingt, dann wäre das okay. Wäre jetzt auch nicht das Ehrenhafteste, was man machen kann. Je mächtiger die andere Seite ist und desto mehr Freiheit sie hat, sich zu entscheiden, mit dir zu interagieren, desto respektabler ist euer Verhältnis. Und darum ist Megalos so heilig, weil er im Grunde tut, was er möchte. Man lebt in einer perfekten Symbiose mit diesem Riesensaurier. Wenn er trinken gehen will, ist die Stadt halt am Meer für eine Weile. Dann spannt man Segel auf, sammelt das Wasser, fängt an zu fischen, wenn man kann. Wenn er sich aber entscheidet, ins Inland zu laufen, in eine Wüste, ja, dann ist man halt ein Wüstenvolk für eine Weile. Man würde jetzt nicht einen Zügel dran bauen und ziehen, damit er woanders hinläuft. Mhm. Dafür ist er viel zu respektabel als Lebewesen. Und er ist so das höchste Tier, oder? Ja, also schon ist das der größte Sauromant, der größer als Blip? Blip ist halt echt mega, wirklich sehr, sehr groß. Der ist sogar mit dem Strich und so, der ist immer noch größer. Blip würde wahrscheinlich das Blip war der Anführer der Kinder. Das ist der Kinderanführer. Der wirklich sehr, sehr, echt, sehr, mega, wirklich auch sehr große. Okay. So, und nur mal so als Kontext. Ich beantworte weitere Fragen auch so. Die Stadt ist nicht abgesperrt oder irgendwas. Deine Familie lebt wahrscheinlich in dieser Stadt, wenn du eine Familie hast. So wie viele andere Städte wurde die Stadt irgendwann wieder besiedelt in den letzten 200 Jahren, als dann quasi das Reich wieder so weit vorgedrungen ist. Megalos war eine der Städte, die besonders stark unter den Konflikten gelitten haben, weil natürlich die Goskin da hoch wollten Megalos natürlich als Kriegsmaschine missbrauchen. Ja. Zum Glück konnte er aber verteidigt werden, obwohl er eine ganze Weile außerhalb des Schildes sogar existieren musste. Mhm. Was auch beeindruckend ist, dass diese Stadt wirklich außerhalb des Schildes lag und trotzdem erhalten ist. Und damit können wir eigentlich so langsam starten, nach einer kleinen Vorstellung eurer Charaktere und deiner Frage. Außerhalb des Schildes muss man davon ausgehen, dass man sofort von den Goth angegriffen wird, oder was? Ja, also, Gothkin dringen mittlerweile in großen Mengen wieder in den Schild ein. Den Schild musst du dir vorstellen wie so ein Abwehrschild. Gothkin sind ausgespiedene Wesen. Also, Sorgoth verschlingt andere Lebewesen. In seinem Magen kombiniert er so eine ekelhafte Art von DNA, von allem, was er irgendwo aufgenommen hat, und speit dann Gothkin aus. Das sind sozusagen so halb verdaute Wesen, haben so ein bisschen was von Drachen. Ich glaube, wir haben sogar ein Bild da. Könnt ihr mal kurz gucken, ob das im Ordner ist von Gothkin, wie die so aussehen. Wir haben da Konzeptart vom Spiel schon. Und diese Gothkin, dauert einen Moment immer, bis sie es einmal, ist ein Riesenordner mit unzähligem Zeug drin. Und diese Gothkin, die ihr ausspeit, die greifen euch quasi an. Aber diese Gothkin, da ist mal eins zum Beispiel. So sieht eine bestimmte Art aus. Und die haben so eine Art wabernden Magendunst um sich, den sie brauchen, um zu überleben. Und der Ultra-Core, dieser Schild davon, hält dieses Wabern zurück. Das heißt, die können rein, aber können nicht lange überleben, weil dieser Dunst einfach nach und nach abgebaut wird. Das heißt, wenn du rausgehst, setzt du dich nicht nur diesem Dunst aus, der dich korrumpieren kann und schwächer macht, sondern da können die frei rumlaufen. Nichts schränkt sie da ein. Mhm. Irgendwer hat mal gesagt, so ein Kumpel meinte irgendwie, es ist ja wie bei Vampiren bei Nacht. Und draußen ist halt immer Nacht. Sie können schon mal reingehen, dann fangen sie an zu glitzern. Aber so grundsätzlich, die werden halt schwächer mit der Zeit und irgendwann sterben sie innerhalb des Schildes.
Aber sie können es existieren eine Menge Lügen über die Welt der Vampire. Da kann ich ihnen einiges erzählen. Und jetzt ist so das Schlimmste, jetzt kommen irgendwie immer mehr Gothkin. Das war halt, was diesen Kernkonvent überhaupt ausgelöst hat. Es kommen halt Gothkin rein, die nicht verenden. Das heißt, irgendwo ist der Schild undicht. Es kommt diese Atmosphäre in den Schild, was eigentlich nicht passieren kann oder sollte. Und in den letzten 200 Jahren auch so nicht passiert ist. Also es passiert immer mal wieder, dass die Vorstöße wagen, versuchen durch den Schild zu kommen. Und es gibt so Relais-Tower, die verteidigt werden müssen. Da kann sein, dass die mal davon einen fast stören wollen und so. Aber eigentlich habt ihr es immer gut geschafft, als Völker das zu verteidigen. Nur jetzt ist irgendwas ist aus der Balance geraten, offensichtlich. Okay. Und es gibt verschiedene Gothkin, auch noch wichtig. Es gibt welche, die können euch aus der Ferne angreifen. Es gibt welche, die sind lebende Kanonen. Es gibt riesige Gothkin mit Schilden. Die sind wirklich gefährlich. Ich weiß gar nicht, wer von euch hat in den Kriegen gekämpft? Du hast mal gesagt. Mhm. In welchen? Du bist so alt wahrscheinlich, ja. Ich habe das längst vergessen. Hast du mal einen Gothkin gesehen? Also ist auch nicht unwahrscheinlich, dass du nie einen getroffen hast. Aber kann schon sein. Also die kommen ja gar nicht bis zu uns. Nee, also kann schon sein, dass du nie einen getroffen hast. Nee, ich habe also nie einen getroffen. Okay. Okay. Dann wäre natürlich toll, nicht. Wenn ihr euch mal vorstellt. Möchtest du anfangen, Simon? Ja, wer bist du heute Abend? Venenarius Avitatis, ein Wiederzähler auf meiner Rumzähler. Es ist eine Reise, auf der ich die fernen Ecken von Termentosia kennenlerne und dann entscheide, ob ich dort bleiben will. Ich habe mittlerweile insgesamt 21 Fledermäuse mit Namen wie Bat Damon, Bat Spencer, Giovanni Flatteroni, Bettina, Bettgenosse, Ludfitzer, Karl Schall, Lederlappen, Zubat, Fladi, Flederklaus, Mac, Bat, Bartholomäus, Flederike, Batti, Vesperitio, Batzi, Schnatz, Flat, Flat, Horst Ferratu und Elisabeth. Horst Ferratu ist ein Name. Und insofern bin ich immer von Freunden umgeben, aber ich habe zwei neue Freunde gefunden auf dieser Reise, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Hier der edle Typ, der sich immer so gut echauffieren kann und der Freund eines jeden Vierfüßler-Dinosauriers. Ich hätte nie gedacht, dass man für ein fleischliches Leben so viel Liebe empfinden kann wie dieser Mann. Ich weiß gar nicht, wie das noch zu toppen ist von seinem Volke. Jedenfalls bin ich beeindruckt und ich werde auf jeden Fall an meinem Buch arbeiten, die Biografie von Venenarius Avititatis, rumhängen in Umhängen. Ich habe sehr viel Humor aufgeschnappt, als ich mit Ihnen hier diese Reise unternommen habe. Offensichtlich. Und ich kann sehr gut zwei Gerichte kochen. Wollen Sie sie wissen? Gerne. Fledermaus-Soufflé und Batatouille. Ja, das bin ich. Venenarius, ein ganz normaler Vampir. Lochkarten sind mein Fetisch. Und Bartkartoffeln. Bartkartoffeln. Habe ich soeben gelernt. Gutes Rezept. Gut. Danke, Venenarius. Schön, dass du dabei bist. Dann gehen wir zu Trias. Oh ja. Es kommt überraschend. Ich war noch gar nicht darauf vorbereitet. Wir haben Musik im Studio. Falls Musik abgeschrieben wird, werden sie im Studio nicht. Ja. Mein Name ist Trias Trodon. Ich bin aus den Lithikalebenen. Hier leben wir gemeinsam mit unseren Dinosauriern, natürlich die vierfüßigen, aber auch nicht zu vergessen die Vogelbecken. Dinosaurier, die meist auf zwei Beinen laufen, auch sie werden natürlich Adressat von dir und deinen Saurier. Unserer Liebe sein. Hier sehen wir den Quetzalcoatlus, so ein junges Exemplar, die können noch weitaus größer werden, Spannweite um die 20 Meter. Insbesondere während eines Jahres. Absolut, die Pubertät, wenn ja, die ja erstmal Einzug hält, dann wachsen die. Die kriegen übrigens einmal im Jahr einen neuen Namen, du darfst also dir heute einen neuen Namen ausdenken. Hast du ja, das ist Tradition, natürlich, ja, ja, das stimmt. Ja. Ne? Völlig richtig, ja, und ich bin sehr gut da drin, Dinosaurier im Speziellen, aber im Allgemeinen auch andere Tiere zu dressieren, das ist so eine meiner Hauptstärken neben Sperrkampf und Schleichen. Vergiss nicht Witze. Das ist auch. Ja, man, das, bei uns sind alle lustig, ne? Das ist halt das Problem, wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, wo einfach alle sehr, sehr lustig sind und dann begibst du dich in eine andere Gesellschaft, wo das eben nicht Usus ist, dann fällt man schon mal auf, aber für mich persönlich ist das gar nicht meine Selbstwahrnehmung. Aber ich bin halt, wie ich bin und ich freue mich ganz besonders, dass ich meinen beiden Mitreisenden, die mir doch jetzt im Laufe der Zeit trotz unserer Unterschiedlichkeiten sehr ans Herz gewachsen sind, einmal meine Heimat präsentieren darf, ja, und ich hoffe natürlich sehr, dass die beiden auch offen genug sind, um die sehr speziellen Riten meines Volkes auch zu respektieren und nicht auf die Idee kommen, jetzt einen Dinosaurier zu hauen. Keine Sorge. Danke, Trias. Nun, Tantra. Mein Name ist Tantra Lagoon. Ich bin sportlich. Außerdem bin ich Reichstrutze. Trutz. Trutz.
Reichstrutz. Der Reichstrutz? Du bist vom Reichstrutz? Ich bin der Reichstrutz vom Reichstrutz. Hier sieht man ein Bild übrigens von meinem Perufin Baldrian, mein treuer Gefährte, und meinem Zweihänder Santana. Nun, ich habe mich verschrieben, den Kern zu schützen, denn er ist das Wichtigste für alle sechs. Besser da als beim Namen, ne? Ist richtig, sechs, das soll ich sagen. Ja, danke für diesen Einwurf, Trias. Für alle sechs Völker, denn natürlich liegen mir alle Nationen und Völker Tormentosias am Herzen. Aber besonders natürlich ihre Heiligkeit, ihre Königlichkeit, Königin Ambrosia, deren Leben zu beschützen. Julia von Ambros, deren Leben. Ich habe viele Schlachten gekämpft, viele blutige Monde erlebt. Vieles musste ich vergessen, aus reinem Selbstschutz. Ja, ja. Prinzessin Königin Ambrosia. Königin Julia von Ambros. Königin Julia Ambros. Ihres Lebens willen existiere. Ich habe mich verschrieben, ihr Leben zu schützen. Koste es, was es wolle. Ich respektiere alle Völker, solange sie Julia von Ambros respektieren. Hört. Geld spielt keine Rolle. Damit können wir dann ja so langsam ins Abenteuer starten. Bitte sehr. Wir haben noch mal einen kurzen Trenner, denn ihr seid gerade angekommen bei Megalospoli. Ich glaube, wir noch mal das kurze Video, damit wir es noch mal sehen können, weil es so wunderschön ist. Haben wir diesen kurzen Einspieler, kommt jeden Moment. Seid da mit eurem Quetzalcoatlus angeflogen. Ihr habt ja immer so eine interessante Art zu reisen, wo irgendwie Teile von euch mit Fledermäusen rumgetragen werden, während du entweder mitfliegst oder mit Baldrian rennt hinterher oder du reitest auf Baldrian. Da nochmal wichtig, Baldrian ist richtig schnell. Ah, Video kommt jetzt. Da seid ihr gerade. Oder auch. Mhm. Hat er doch noch nicht. Kommt doch nicht, höre ich gerade. Also, ihr befindet euch vor Megalospoli, der großen Stadt, der ewigen wandernde Stadt. Du warst auch lange nicht hier, hast ja eine Zeit in Kernheim verbracht und so. Es ist so ein Nachhausekommen-Gefühl für dich, für euch natürlich beeindruckend. Für euch beide das erste Mal, dass ihr die Stadt seht, und der Saurier ist gewaltig. Also wirklich so, jeden Schritt spürst du Kilometer in die Entfernung. Sind wir schon auf dem... Nein, ihr seid über einen Hügel gekommen quasi und seht jetzt gerade den ewigen Sauropoden Megalos mit der Stadt Megalospoli auf dem Rücken. Welch wunderschöne Stadt. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Es ist eine lebendige Stadt. Haha, Megalos! Da sind wir wieder! Seht ihn, diesen Koloss meiner Heimat! Der Trias. Das ist der größte Dinosaurier, der je auf dieser Erde gewandelt hat. Den würde ich gern mal kacken sehen. Oh, das wirst du. Ah, denn wir haben natürlich unter seinem After so ein riesiges Netz aufgespannt. Hier wird nichts verschwendet. Und einmal im Monat, wenn er kotet, gibt's das große Kotfest. Oh. Im Kotlichtbezirk wird da richtig gefeiert. Oh, ja. Oh. Ja, muss nicht mal würfeln, der ist gut. Das werde der Kotlichtbezirk, der zündet auch ohne würfeln. Ja, ihr steht also vor Megalos. Ihr könnt theoretisch einfach hochfliegen. Die Stadt ist offen. Megalos ist eine der Städte, die dafür bekannt sind, eigentlich so. Ja, da sehen wir ein Bild einmal von Megalospoli. Also Megalospoli ist wirklich als Stadt bekannt dafür, dass eigentlich so gut wie jeder willkommen ist. Solange man irgendwie friedlich bleibt, sich an die Regeln der Stadt hält. Und die sind halt irgendwie, man respektiert alle Lebensformen, die sich da rumtreiben. Es ist immer noch so ein bisschen Rechte Stärkeren. Wenn du jetzt spazieren gehst und ein Saurier beißt dir den Arm ab, solltest du keinen Aufstand machen. Hättest halt aufpassen müssen, so, ne? Aber grundsätzlich eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. Saurier laufen auch überall in den Straßen rum, werden über so gewaltige Aufzüge hochgezogen und so. Also ihr könnt auch mit Baldrian, wenn du möchtest, kannst du ihn über einen Aufzug in die Stadt holen. Was wollt ihr tun? Ihr steht auf dem Hügel. Ja, nun. Nochmal die Erinnerung, ihr sucht Quellfürst Ublasch. Genau. Trias, nun, so beeindruckend es ist, und ich würde gerne mehr über diese fantastische Stadt lernen. Oh ja, warte, ich habe ein Buch hier, zufälligerweise. Nein, machen Sie es später auf der nächsten Reise. Moment, wir haben wichtigere Dinge noch zuerst zu erledigen. Gut. Zum einen, gibt es einen Puff? Mehrere, selbstverständlich. Ach, aber sie sitzen doch längst einen Puff. Auch Brooks sind hier verbreitet. Um eins der Beine laufen wie so Hamsterkanäle so hoch, wo die Rooks, diese Rattenmenschen, in der Stadt wohnen. Die halt wirklich auch in dieser Stadt auch so eine Art Untergrundnetzwerk etabliert haben. Es ist eine wichtige Fraktion in dieser Welt. Lieber Trias, wo würde wohl der Quellfürst Unterschlupf suchen? Ich schätze ihn in einem dieser Zentren? Ja. Häuser? In einem dieser
Narkotenviertel oder in einem Lusttempel. Aber ich weiß es nicht. Wo würden wir ihn suchen am besten? Wo treiben Sie sich um? Also ich glaube, er ist ja aus einem Land, wo er von Wasser umgeben ist. Und ich kann nur von mir sprechen. Sobald ich fern von den Dinosauriern bin, dann suche ich natürlich immer das, wo mein Herz zu Hause sein will. Dinosaurierartige Umgebungen. Gibt es. Und ich würde fast vermuten, wenn sein Herz ähnlich funktioniert wie das meine, dann wird er sich in die Nähe von Flüssigkeiten bewegen. Gibt es ja eine Dinosauriertränke? Einmal kurz, da kommt nämlich die erste Umfrage ins Spiel. Ich erkläre nur die erste, ich werde dich nicht wieder unterbrechen, sorry. Das nur einmal muss ich erklären. Die Umfragen sind alle komplett abstrakt. Das bedeutet, also abstrakt, sie sind frei. Das bedeutet, wir stellen eine Frage. Ihr dürft im Chat dann Vorschläge machen. Die werden alle gelesen von der Redaktion. Und dann wählen wir so 4, 5 aus, die dann zur Umfrage angeboten werden. Die erste wäre jetzt, die Bauchbinde dazu kommt auch gleich. Das könnt ihr im Chat dann machen. Wir haben auch einen Timer, wenn die Umfrage dann wirklich läuft. Das heißt, ihr könnt jetzt Vorschläge machen. Wir sagen Bescheid, wenn das zu Ende ist. Und wenn die echte Umfrage startet, erkläre ich nochmal, wie es geht. Dann kommt ein Timer. Die Frage wäre, wo in der Stadt versteckt sich Kernfürst Kublasch? Quellfürst Kublasch. Wo versteckt sich Quellfürst Kublasch? Einer muss ja hier alles sich merken. Eine Hand reibt die andere. So, ja, also, wo versteckt sich Quellfürst Kublasch? Kernfürst. Ah. So, Entschuldigung. So oder so, wir haben ja diese wundervolle Zeichnung. Ich denke, jeder, wenn wir vielleicht das Tod wegstreichen und einfach nur lebendig suchen, finden wir ihn vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne natürlich hier jede Menge Leute und ich will jetzt nicht zu viel auf die Posaune kloppen, aber ich habe ja schon einen ganz guten Ruf hier. Ja, Trias, dann leiten Sie uns an. Wir sollten uns umgehend auf die Suche nach dem Quellfürsten machen. Wo fangen wir an mit der Spurensuche? Ja, dann gehen wir natürlich zum zum großen Knut. Das ist das größte Wirtshaus oben auf der Wirbelsäule. Ja, ja, der große Knut ist so ein, also ist wie so ein alter Knochen. Irgendwann, als so in den ganz schlimmen Tagen des Krieges, wurde so eine riesige Suppe gekocht. Und dieser Suppenknochen, irgendwann ist der Pott halt explodiert, weil der ständig so heiß gemacht wurde. So ein riesiger Keramiktopf. Und den Knochen hat man da halt so gelassen. Und das ist der große Knut. Richtig. Auf zum großen Knut. Ja. Oh, da könnt ihr richtig mal die Dampfknödel genießen hier. Habt ihr sie schon mal gegessen? Aus was bestehen sie? Das weiß niemand so genau. Das ist ein Geheimrezept von der Ollen Ulse. Ich esse alles, was warm ist. Das ist die richtige Einstellung, mein Freund. mir knurrt schon der Magen. Auf wie kommen wir denn nun hinauf? Nun, das sieht mir aus, als wäre das doch beinahe unmöglich, dieses riesige Dinosaurier. Unmöglich? Was, mein Freund? Dann setz dich mal hinten rauf. Wo? Auf dieses riesige, unübersehbare Quetzalcoatlus-Männchen. Das ist ein Flugsaurier, meint er. Ach so, aber ich habe doch meine Flugsaurier. Männchen? Das war letztes Mal Weibchen. Ändert sich jedes Jahr. Es alternierende Geschlechter. Ach so, entschuldige. Ein Venenarius fliegt mit seinen eigenen. Aber vielen Dank für das Angebot. Ich fliege ihn hinterher. Ich nehme das Angebot gerne. Na dann, auf! Was soll Baldrian machen? Baldrian, ganz ein Weg, der findet mich ja immer. Okay. Der Weg, den lasse ich. Kannst du machen, Baldrian, such mich in der Stadt. Okay. Und er rennt sofort. Du hast jetzt nicht gesagt, in welcher. Nicht, dass er jetzt. Ihr seht ihn so nach Koheim zurück. Nee. Ja. Gut, dann los geht's! Hui! Okay, also ihr fliegt los und plötzlich, während ihr so in der Luft auf die Stadt zufliegt, hört ihr auf einmal so eine laute Stimme: Flugkontrolle, Flugkontrolle, Luftraum, bitte achten! Melden Sie sich an, wir melden sich an! Hallo, hier spricht Trias Trodon, ich bin zurückgekehrt. Überall um euch rum fliegen auch so kleinere Flugsaurier, die auch so, ne, Leute irgendwie ziehen denen so an den Schwanz, dass wie so hupen. Und so, also wirklich, der Luftraum ist richtig aktiv. Guck mal da, Pterosaurier! Wow. Es macht mir ein wenig Angst, es sind zu viele fliegende Wesen hier. Meine Fledermäuse mögen das nicht. Trodon, Landeplattform 12. Ah, Landeplattform 12. Festhalten jetzt. Oh. Tatra. Du weißt auch, 12, das ist so in der Nähe eher des, irgendwie so der Handelsdistrikte. Das ist ja nichts, nur dass du weißt, wo ihr seid. Ja. Okay, ihr fliegt auf diese Landeplattform zu. Das ist eine, sieht ein bisschen aus wie ein Nest. So, also einmal, damit man die Stadt versteht. Da wären wir auch irgendwo, da kommt die Umfrage auch gerade. Dann erkläre ich das einmal schnell. Ausrufezeichen, Pen and Paper, Bordell, Brunnen, Badehaus, Kanalisation oder Taverne. Wie gesagt, in Zukunft passieren die einfach. Also haltet die Augen immer schön unten auf den Screen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Weil ich nicht mehr immer sage, das ist eine Umfrage, auch weil dann wir dann flüssiger spielen können. Das läuft jetzt. Wir haben, wie gesagt, einen Timer, der dann gleich läuft. Ich glaube, den gibt's noch, den Timer. Wenn nicht, sagen wir einfach, ist jetzt vorbei. Das ist doch der Timer.
Ist er da? Ach, ich konnte ihn nicht sehen. Ja, ich konnte ihn nicht sehen. Bei mir war genau diese Box davor. Danke euch. So lange läuft die Umfrage. Was wollte ich gerade sagen? Wie das Nest aussieht. Ah, genau. Wir haben, glaube ich, auch ein Concept Art von so, wie die Architektur aussieht. Können wir gleich mal gucken, ob ihr da eins da habt. Das Nest ist halt wirklich wie so ein klassisches, irgendwie so ein Vogelnest, so ein großes Gesponnenes. Nur ist halt so eine Plattform. Dazwischen ist so ein Segel eingespannt, wie bei so einem Trampolin, auf dem man eben so landen kann. Also insgesamt ist die Bauart, ist der Sauromanten ist sehr vertikal, ganz viel so Segel mit so drei Punkten angebaut. Jeder Millimeter auf diesem Rücken ist halt genutzt. Selbst an den Beinen sind so Haken inzwischen irgendwie die Schuppen geschlagen, wo dann irgendwie noch so Häuser reingemacht. Der ganze Sauro hier ist wirklich voll mit Häusern. So. Mhm. Und je näher man am Po wohnt, desto schlechter. Außer natürlich, wenn das große Kotfest stattfindet. Absolut richtig. Also dann sind das Premium-Spots. Mhm. Ja, ihr fliegt an, landet und die Landung ist so sanft, wie sie nur sein kann. Du merkst sofort, optimiert für Quetzalcoatlus, diese Landeplattform. Wenn sie ja Trias, zahlen die Menschen hier Miete an die Dinosaurier? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Will er das überhaupt? Befreien Sie sich doch von solchen Konzepten wie Miete. Das ist bei euch komischen Urbanlingen vielleicht der Fall. Nein, nein, hier leben wir miteinander. Urbanlinge, und schönes Wort. Ja, aufeinander, wie mir scheint. Ja, auch das passiert von Zeit zu Zeit, mein Freund. Du kannst dich hier ausleben, wenn immer dich jemand haben will, natürlich. Ist in der Tat so. Man schämt sich nicht für was man hat, so in der Kultur. Natürlich. Wie gesagt, haben wir auch gleich noch so Konzeptart von Sauromanten, wie die so aussehen. Haben wir noch ein paar andere, neben dir natürlich. Du bist ja ein besonders beeindruckendes Exemplar. Absolut richtig. Aber ich möchte Sie vorwarnen, Herr Theas, ich befinde mich gerade in der sogenannten Mauser. Es ist eine sehr diffizile Zeit für Ich habe eine Frage. Ist Miete das Gegenteil von Besitz? Es ist diese Goldklumpen, die Sie immer verteilen. Stellen Sie sich vor, Sie geben monatlich einen davon, damit Sie irgendwo wohnen können. Warum sollte ich das tun? Damit Sie da wohnen können. Aber mir gehören Häuser. Andere nicht. Warum? Andere haben nicht so viel Gold in den Taschen wie Sie. Aber warum? Das würde ich auch gerne wissen. Als ihr Gold erwähnt, kommen auch sofort von der Seite uns. Das sehen Sie, was Sie jetzt getan haben. Humans, irgendwie Sauromanten, sogar Hedonisten sind dabei. Die haben so goldene Halspanzer, die immer kennzeichnen. Und halten euch alle möglichen Snacks hin. Also die Hände so voll mit so Spießen, wo irgendwie Saurierfüßchen dran sind. Es gibt irgendwie riesige Chicken Wings, irgendwie drei Eier auf einen Spieß. Und das ist ja wundervoll. Alle drumherum noch knusprig und versuchen euch was anzubieten in Sprachen, die ihr noch nie gehört habt. Und alles umsonst, wie der Herr Trias gesagt hat. Ich greife mit meinen dürren Händen so komplett in diese und grapsch einmal mir so 12 von diesen Schweben. Sofort kommen 12 Hände in deine Richtung. Oh, das sind nicht gerade Delikatessen. Ja, also auch so verschiedene Handgrößen, so von so einer ganz kleinen so Molien-Hand, das sind so Maulwurf-Menschen, bis irgendwie Rooks sind dabei, dann menschliche Hände. Eine Hand kommt so ganz haarig von ganz oben. Und immer wenn du was reinpackst, wird auch sofort eingesteckt. So. Ja, sie sollen bezahlen. Sie haben doch gerade selber gesagt, Geld spielt keine Rolle. Ja. Das erinnert mich an meinen Cousin, Gerd Geld, der erfolgloseste Schauspieler aller Zeiten. Der hat auch die eine Rolle gespielt. Den verstehe ich. Aber man darf die Leute ja auch für sowas nicht belohnen. Für Waren? Für dieses... Die hast du was gegessen davon? Ja, ich habe was gegessen und... Hast du nicht sogar, du hast doch irgendwie... Geistlich. Kernkunde hast du, glaube ich, ne? Kernwissen, ja. Wie viel hast du bei Kernwissen? 50. Ich würde sagen, du bist dann schon kulinarisch ein bisschen bewandert. Du findest das ziemlich lecker. Also die Stadt ist eigentlich bekannt für das kulinarische Höhepunkt. So. Also weil so viele Kulturen zusammenkommen, Gewürze und so. Mm. Ambros hat den Ruf weg, eine so der besten Küchen zu haben, die es gibt. Aber danach kommt auch wirklich sofort... Absolut. Oh. Das scheint eine Spezialität zu sein. Die Delikatessen hier sind da formidabel. Wie viel Gold wollen Sie? Halten nur die Hand. Okay. Also halten dir noch mehr hin. Du kannst halt nehmen, was du willst. Ich gebe so drei Goldstücke. Haut ordentlich rein. Das gibt's nur hier. Wisst ihr, die geheimen Gewürze sind aus dem Kot gemacht. Die gibt's nur hier. Oh, fantastisch. Lecker. Es ist der... Also, welcher Teil des Codes? Anfang, Mitte, weichhart? Aber das kommt drauf an. Je weiter innen, desto würziger. Ich gehe da mal kurz dazwischen. Das ist von meinen Fledermäusen. Da fällt auch manchmal eine Perle, nenne ich sie immer, du auch? Ab. Für mich. Ja, natürlich. Okay, ihr kriegt alle Lebenspunkte Bonus von 5. Ja. Oh. Weißt schon, ihr erschlagt euch den Magen voll und so, seid in guter Stimmung. Also könnt euch bei Lebenspunkte einfach 5 nochmal dahinter schreiben. Ihr habt 100 wahrscheinlich oder 105. Kann sein, dass irgendwer schon welche verloren hat. 105? Genau. Ah, das war nötig. Julia genau, von Ambros hatte mal einen Koch aus Megalospoli. Er hat auch immer besondere
Zutaten gehabt. Nicht immer wussten wir, was es ist, aber wir wussten, es schmeckt köstlich und ich erkenne diesen Geschmack wieder. Ich fühle mich kräftiger, als ich sowieso schon bin. Als du, ihr seid alle so am Naschen und irgendwie gut dabei, jetzt möchtest du gerade einen Happen greifen und als du den so greifst, berühren deine Hände den gar nicht. Also du versuchst den so abzuziehen, aber du spürst, da ist irgendwas. Und als du den anguckst, den Snack, ist da so ein blaues Schimmern drumherum. Aqua. Also die Magie der Kinder der Quelle. Leute, schaut mal, ist das nicht Aqua? Das kann doch gar nicht sein. Am anderen Ende ist irgendwie eine Person, aber es scheint ein Barbie Girl Mann zu sein. Eigentlich ist Aqua was die Kinder der Quelle beherrschen. Ja, das ist ja kein Gag, den er im Spiel abgewürfelt hat, kann ich nie würfeln lassen. Nein. Die Kinder der Quelle müssen hier sein. Psst. Das ist Kublasch. Was denn? Komm her. Was? Ihr seid wegen Kublasch hier. Ja. Wir haben geschüttelt. Okay. Vielleicht solltet ihr mal ein Bad. Und er gibt euch so eine Eintrittskarte zum Badehaus. Also jetzt ein Bad herkriegen. Und dann zieht er sich auch so zurück. Er macht sich ganz schnell davon. Ein Bad nehmen. Wissen Sie, was das ist? Wasser! Sind Sie denn völlig wahnsinnig? Wissen Sie nicht, was da passiert? Wirklich, dass das mir überhaupt nicht gefällt. Ihre gesamte bakterielle Schutzschicht wird dann von Ihren Flügeln und Ihren Vampirzähnen abgeschabt. Naja, Sie müssen ja nicht baden, wenn Sie so bleiben wollen, wie Sie sind. Aber wer hat mir nicht vorhin gesagt, Kublasch könnte eventuell ein Ort mit viel Wasser ansteuern? Sie sagten das. Ja, ich... Wollen Sie sich unbedingt waschen? Ich wollte mich jetzt nicht mit den Federn schmücken, aber natürlich haben Sie recht. Ich habe das gesagt. Also vielleicht finden wir ihn ja da. Ich meine, das ist alles kommt zusammen, wie Sie es prophezeit haben. Wir sollten sofort. Sie bleiben draußen. Ich werde mich entfernen von dem. Sie können währenddessen draußen Wache halten. Oder. Aber wird es denn auch gefährlich? Kann ich denn da noch was tun? Oder stehe ich nur herum? Sie könnten mit reinkommen ins Bad. Aber wo Wasser ist, ist doch Wasserdampf. Und Wasserdampf ist eigentlich wie Wasser, nur fließen. Ins Bad. Sie können ja ins Bad. Man kann im Bad ins Bad gehen. Ich folge Ihnen, aber mit Abstand. Er war noch nie in einem Bad. Lassen Sie uns auf zum Bad gehen. Das ist eine Karte für den Mampfkessel. Der Mampfkessel. Dafür, dass ihr quasi so baden könnt, aber auch essen. Ja. Also im gleichen Wasser wird gekocht. Oh. Wie ist das Zutat? Ist berühmt dafür, das wird von Dampfzwergen betrieben, das Badehaus. Also wurde eröffnet von Dampfzwergen, ist halt besonders, weil, ne, besonders schöne Technologie, die sind ganz berühmt für ihre Sulfurbäder und so. Und es gibt auch so Braubäder, die dann so einen leichten Bierdunst haben, ein bisschen benommen machen und so. Also wirklich berühmtes Badehaus. Ach, jetzt so ein Sulfurbad. Das ist übrigens der einzige Ort, wo man außerhalb der Ascheberge überhaupt in einem Dampfzwergebad baden kann. Mm. Das ist ganz besonders. Wie heißt es nochmal? Der Mampfkessel. Der Mampfkessel. Nun. Hier steht, wir haben ein Eintrittsticket für den Mampfkessel. Trias, wissen Sie doch, wo der Mampfkessel ist? Wissen Sie noch, wo der Mampfkessel ist? Ich bitte, da bin ich quasi aufgewachsen. Na dann, zeigen Sie uns mal, wo es ist. Ja, natürlich, hier entlang, los, Männer. Ja, okay, und ihr geht die Straßen runter. Während ihr so durch die Straßen schlendert, beschreibe ich euch mal so ein bisschen die Stadt. Also, Megalospoli ist wirklich ein kunterbunter Topf aus Händlern, aus allen, so würde ich mal sagen, eher so westlichen Reichen dieser Welt. Man wird jetzt wenig, hier haben wir auch schon mal ein Artwork von so, wie die Architektur aussieht. Und ist alles sehr vertikal, viele Segel, Leute haben einzelne Handel. Ihr müsst euch am besten wie so ein Bazar vorstellen, wirklich. Also ganz viele verschiedene Dinge. Ihr seht Dinge, die irgendwie ihr vielleicht auch noch nie irgendwo anders mal wahrgenommen habt. Leute sind sehr, sehr freundlich, es herrscht eine sehr positive Stimmung. Insgesamt ein sehr, sehr weltoffenes Volk in seiner Wahrnehmung. Es gibt aber auch hier einen dedizierten Bereich, wo nur Sauromanten zugelassen sind. Da ist das Regierungsgebäude, da finden auch so Rituale statt, alles, was irgendwie wichtig ist. Der ist so Richtung Kopf des Sauropoden. Aber wo ihr jetzt hingeht, das ist halt so an der Seite, ist jetzt nicht so weit, aber einfach so mal für den Kontext. Ist für euch eine tolle Ansicht. War noch nie hier, tolle Stadt. Für dich natürlich Heimatgefühle und so. Und reges Treiben. Also ihr hattet es kaum so in Erinnerung, also du, dass so viel hier los ist. Was auch ein schlechtes Zeichen sein kann, weil Unruhe eigentlich immer dazu führt, dass besonders viele Völker hier Zuflucht suchen. Mhm. So, aber die Stimmung scheint ausgelassen. Und nach einem kurzen Marsch kommt ihr dann auch beim Badehaus an. Und was ihr da findet, sehen wir nach einer kurzen Pause. Ich mich nämlich mal mit der Regie abstimmen, wie wir das am schönsten machen. Also, ganz kurze Pause, wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. you
Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanz Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Ah, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Oh, ich sehe jetzt, das faltet hier mein Ohr so um. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe gerade gehört, wir machen mal so eine kurze Impression aus dem Social-Media-Bereich gleich. Oder machen wir jetzt einen, war das ein Cold-Opener? Machen wir jetzt einen Bumper oder können wir direkt weitermachen, Regie? Oh, wir gucken wieder an. Oh Gott, zum Glück. Guck mal hier, krass, richtig, ne? Hammer. Oh, wow. Grüße, Alter, ich sehe jetzt, wie viele Leute da sitzen. Ja, ist nice. Grüße, ey, warte mal, raus. Können die uns jetzt noch mal ein Foto schicken, wie wir hier sitzen und denen zugucken? Damit wir uns das noch mal angucken können. Full Circle, ja. Ja, Meta. Auch schön, Regie, dass ihr das vor so einen Hintergrund gelegt habt, ja, und so. Ne? Voll schön. Ja, das ist mega Lospoli. Ja, ja. Mhm. Ja, voll krass. Westen. Ich hatte eben auch ein paar Bilder. Ich habe gerade auch nur kurz, ist immer witzig, dass wir immer alle sofort Handy und alles auf Social Media gucken und eine Minute später alles wieder runter. Guck, wie es weiter beim Fußball steht. Gibt das doch nicht zu! Nein, das war auch ein Scherz. Außer mir soll schon stehen. Verlieren doch eh. Nun so. Ach, wir haben noch eins. Boah, oh, das ist ja schön gemalt. Bitte mal mehr davon. Oh, Hammer. Ja, macht immer super Frank, krass. Ey. Alter. Frank the Tank. Ey, voll schön. Das sieht einfach echt gut aus. Ja, mega krass. Ja, mega, mega schön. Wir freuen uns natürlich auch über die ganzen Fanarts, die so reinkommen. Wir werden die über den Abend immer mal wieder einblenden. Ich weiß, da kommen immer eine ganze Menge. Es kommen jetzt auch eventuell gleich mal so Sachen. Ich habe schon so eine Idee für die Sachen, die gleich im Abenteuer vorkommen. Gucken wir mal. Aber ihr seid am Badehaus angekommen, der Mampfkessel. Es strömen so Leute rein und raus. Es ist so wirklich so ein bisschen, man wird es kaum ahnen, wie so ein japanisches Sento, so ein Badehaus. Also man vorne reingeht, kann seine Klamotten ablegen und alle, also wirklich Lebewesen aller Couleur gehen hier rein. Komplett, nackt. Komplett gemischt. Ja, wenn du willst. Nee, es ist schon nackt, ja. Hast du sowas zu verkaufen? Du bist doch auch sehr sportlich. Ja, nicht in allen Bereichen. Ist schon nackt. Vielleicht kompensiere ich hiermit was. Und das Ding ist, ihr müsst euch natürlich auch umgucken. Ihr wollt ja eine Quelle fürs Kublasch-Potenzial hier finden. Also, wenn ihr reinkommen würdet, ne, es ist vorne wirklich so ein Vorhang wird beiseite geschoben. Links sitzt jemand, der kann auch, könnt ihr euch noch mal so ein kleines Handtüchlein kaufen und irgendwie Seife und Shampoo. Und dann sind da so kleine Schließfächer, wo ihr eben eure Sachen reinpacken könnt, also Schuhe und Co. Und dann geht man in die Umkleide. Auch wenn eine Fledermäuse? Kann ich die da? In den Arius, ich glaube, hier in das Schließfach kannst du deine Fledermäuse packen. Kommst du denn mit rein? Es wird dir gefallen, glaube ich. Hängt so eine Stange und für jede deiner Fledermäuse kriegst du so eine Marke. Ich muss erst meine Marken, 21,20, vielen Dank. Und jede Fledermaus wird so einer Eisenkugel festgebunden, wo eine Zahl draufsteht. Und ich kenne jede einzelne beim Namen. Passen Sie auf. Na gut, ich gehe mit. Ich muss sagen, es wird Ihnen bestimmt gefallen. Und wenn Sie Ihren Geruch verlieren und ich Sie dann nicht mehr finde? Die müssen das wissen, mein Volk funktioniert zu 95% über den Geruch. Ich folge mal dem Herzen. Also, was macht ihr? Erstmal müsst ihr nur eure Schuhe ausziehen, Waffen ablegen und Co. Das könnt ihr nicht mit reinnehmen. Waffen ablegen? Ja, das kannst du nicht mit reinnehmen. Also. Ja. Du könntest das, du also, es würde dich jetzt niemand abhalten, das mit reinzunehmen. Aber so feuchte Umgebung für dein Schwert musst du wissen. Du kannst es mit reinnehmen. Auf welcher Ebene befinden wir uns? Also, ihr seid jetzt im Erdgeschoss. Wenn ihr aber die Schuhe abgelegt habt, geht ihr so einen kleinen Schritt hoch. Also so eine kleine Stufe führt hoch, dann geht ihr auf so einen Boden, da ist so eine Schiebetür und danach fängt schon auch so ein bisschen, da ist dann die Umkleide noch, so Körbe, wo man seine Sachen reinwerfen kann, dann werden die in ein Fach gepackt und danach geht ihr in die Feuchtbereiche. Als Reichstrutz ist es mir verboten, mein Schwert in einen fremden Machtbereich zu begeben. Ich bin mir ganz sicher, ob ich... Noch steht ihr davor, richtig? Aber was wollen wir wirklich unsere Waffen abgeben und uns verletzbar machen? Und dann noch das Wasser. Trias. Kann jetzt auch nicht jeden meiner Speere an der Rezeption lassen, aber dann, wir machen das. Das gehört sich hier so. Keine Waffen ins Bad mit rein. Ich muss kurz mit Santana besprechen. Sind meine Zähne auch eine Waffe? Santana, die sagen also, ich soll dich hier lassen. Ihr Geruch, würde ich eher sagen. Der bleibt. Was sagst du? Den gebe ich nicht wieder ab. Das da habe ich Jahrhunderte dran gearbeitet. Wenn Sie wüssten, wo ich mich überall reingewälzt habe, damit es diese Kollektion aus unterschiedlichen Impressionen darstellt. Es wird Sie verwundern, dies ist aber... Dies ist Veninarius Aviditatis und er wird nicht gewaschen. So schwer zu erkennen ist es nicht, worin Sie sich gesuhlt haben, tatsächlich. Du musst dich auch nicht waschen, also du kannst auch nur nackt rumlaufen. Aber wir hätten nichts dagegen, wenn Sie es täten. Na gut, nackt ist okay.
Und damit lasse ich so einmal so fallen und der dürre Körper erstrahlt. Also ihr seid schon, bist du noch draußen oder schon mit dem Umkleiden? Ich habe ihn einfach fallen gelassen. Okay, okay. Dann ein, zwei Fledermäuse sind auch noch so raus. Kommst du und Ports und ein paar Giblinge, heben deine Sachen auf, falten die richtig ordentlich, klopfen die einmal ab, packen die in so einen Korb, stellen bereit, geben dir eine Zahl. Also kriegst du sofort so eine Nummer. Das ist alles abgezählt. Nun, dann nehme ich, nehmen Sie dieses Schwert. Und bewachen Sie erstmal Ihrem verdammten Leben. Es kommen Sie, das sind so Giblinge, diese kleinen blauen Wesen. Giblings. Haben wir auch gleich mal ein Konzeptart, glaube ich. Die, so, die Giblings sind halt so drei, nehmen das so, werden alle drei sofort zerdrückt. Also fällt ihnen so auf den Kopf, also wirklich so. Und dann kommen halt noch drei weiter, so also ein paar weiter. Versuchen so verzweifelt das wegzubringen. Und legen das so ganz oben auf so einen Schrank, geben dir eine Nummer dafür. In welche Tasche steckst du es? Du bist nackt. Ja, das ist so ein Band. Ihr habt so ein, ne, so ein, ja, so ein Stück wie so ein Freibad. So, ach so. Ein mit so einer, okay, Nummer dran. Ja. Und du hast dann in deinem sind halt nochmal so 21 weitere Nummern für deine Freibad. Ja, wär so ein die gucken dich ganz traurig an, während du reingehst. Weil ihnen ganz klar wird, dass sie hier bleiben müssen. Risch, 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 risch. Was mit deiner Axt, bitte? Also, ist eben so eine Rede geschwungen, deswegen dachte ich. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Hast du gerade überlegt, ob du Hauke alle Waffen geben sollst? Weil ich habe auch überlegt. Das ist kein gutes Zeichen eigentlich. Ja, ihr könnt das, also wie gesagt, ne, da kontrolliert niemand oder so. Wenn ihr da Waffen mit reinnehmt, dann, ne, die Konsequenzen. Ja, ja. Es gibt Ärger so oder so. Ah, Jungs, das wird super. Riecht ihr das? Mmh, ja, diese Melange. Das ist schon richtig. Das ist was ganz was. Ah, diese dicke, schwere, heiße Luft. Ah. Ja, man riecht auch so ein bisschen. Kennt ihr so, wenn ihr in einen alten Pferdestall reingeht? Und jetzt stellt euch mal vor, in einem alten Pferdestall hat eine Weile so eine Horde Hühner gewohnt. Aber auch jemand hat sein T-Shirt lange nicht gewaschen. Und so das alles das so in einem. Gut. Mit einer leichten Unternote von so verrottetem Bier. Und Füßen. Veninarius, könnten Sie sich vielleicht etwas weiter nach darstellen? Du nimmst halt wirklich so eine. Oh, also gute Nase. Und während ihr so reingeht, fangen auch so alle möglichen Wesen drücken sich so an. So Ranura, das sind so Faultierwesen, die so riesengroß ganz langsam laufen. Ein paar Leute gehen auch so mit ihren Dinos mit. Die Dinos laufen auch so lange, werden aber immer ganz wütend wieder rausgeschubst gleich. Also deine Dinos dürfen auch nicht rein. Ja, die habe ich am Bällebad abgegeben. Ja, ja, hier sind deine Nummern. Kriegst du sofort Nummern für alle Dinos. Nun, wie sollen wir denn jetzt hier diesen gesuchten Kublatsch finden? Wenn wir haben ja nicht einmal das hier sein Gesicht. Nein, wir wissen doch, wie er aussieht. Du weißt ja einmal, weißt wo ihr seid. Seid ihr noch in dem Raum, wo man sich reingeht? Durch die. Also ihr seid schon in das Bad gegangen. Ja. Okay, ihr seid alle nackt ins Bad gegangen. Oh, ich kann kaum atmen. Es ist so stickig hier. Genau, ihr macht die Tür auf und es kommt so diese Waberwolke mit diesen exotischen Gerüchen euch entgegen und ihr seht. Wirklich ein schöner Raum. Überall an den Wänden sind so Bäder in allen Größen. So winzig kleine Bäder, wo so ganz kleine Wesen drin sitzen und irgendwie so ein Gibling die Füße drin badet, aber auch ein Riesenbecken, wo so ein Elefantenjumen drin sitzt irgendwie und links und rechts von ihm irgendwie so ein Topf mit Erdnüssen. Ich nehme also einen von den Giblingen und sage, oh, ein kleiner Badesnack. Und halte ihn mir so an den Mund. Die sind schon so groß, Giblinge, ne? Na gut, dann muss ich mit beiden Händen auch. Ja, ja. Okay, ich dachte, der wäre so klein. Nee, nee. Dann leg ich ihn auch einmal zurück. Giblinge haben schon Rechte und so. Also irgendwie hat er auch nach dem Pen and Paper geschrieben, warum gibt es eigentlich Sklaven in der Welt? Das habe ich nie gesagt, die werden bezahlt, die haben Arbeitsvertrag. Also Giblinge sind Wesen, die haben Rechte. Ihr könnt nicht einen Gibling einfach essen. So wie du es beschrieben hast, wirkt das wie einfach so eine kleine Weintraube. Nee, nee, Giblinge sind so die Helferchen in der Welt, aber die sind schon normale Wesen, die haben Rechte und so. Mhm. So, jedenfalls, außerdem sind da natürlich Becken, in denen auch so Essen schwimmt und so. Und es gibt noch weitere Räume. Links, wenn man so rausguckt, ist so ein kleiner, so ein Garten. Da sitzen irgendwie Leute draußen, rauchen riesige Pfeifen. Einer raucht eine Pfeife, in der ein Gibling sitzt mit so einer Badehose und die blubbert so. Und der raucht eine Pfeife, in der eine Maus sitzt, also ein Maus-Juman. So, und die sitzen da alle so. Und es ist halt wirklich ausgelassene Stimmung, so bunt, wie es nur sein kann. Veninarius, ich würde mir mal diese Pfeifen genauer angucken. Das wirkt interessant, da haben Sie recht. Entschuldigen Sie, geben Sie mal her den Lappen. Trias, wollen Sie auch mal diese Pfeifen sich angucken? Ich guck mir den ganzen Tag ja schon zwei Pfeifen an. Ich glaube, das war tatsächlich die gewollte, die Vorlage fühlte sich gewollt. Ja, nee, aber da musste man da musst du würfeln? Ja, der war schon, weil der theoretisch euch kränken könnte. Das ist ein 6 und ein 9. Das ist entscheidend. Ja, das war schon eine 90, eine 92. Das ist ein Fehlstark, das ist nicht so witzig. Also nicht so cool, dass er direkt irgendwie, ihr fühlt euch auch ein bisschen verwundbar. Oh, ihr seid doch nicht so zart beseitet. Sehr lustig.
Komm, wir gehen ohne ihn zu den Pfeifen. Ja. Also wollt ihr rausgehen, wo die Leute gerade... Ja, ich dachte, wir sind an den Pfeifen schon. Ja, ach so, nee, ihr schiebt so eine Tür auf, jetzt könnt ihr rausgehen. Ist wirklich so, es kommt so eine frische Brise entgegen und man hört den Lärm der Stadt auch so durch die... durch irgendwie. Also das ist so ein kleiner Innenhof. Ja. So. In der Ecke spielt jemand auch so ein bisschen Musik. Kann ich jetzt so ein Gibbet haben? Ein Gibbling? Nein, hier diese Pfeife will er. Ach so, ja, kannst du einen fragen? Ich hab längst genommen. Muss jemand fragen, du hast keinen dabei. Ja, wen fragt man denn da? Da sitzen Leute, die halt Pfeife rauchen. Können natürlich fragen, wo die Pfeifen herkommen. Jetzt krieg ich den Gag nicht mehr aus dem Kopf. Entschuldigen Sie, Herr, Frau, was sind Sie denn? Es dreht sich so ein Molien um, das sind so diese Maulwurfmenschen. Mhm. Sitzt da dann so, ist auch so ein bisschen ein kleines, knubbeliges Wesen eher, mit so riesigen Händen und hat so eine riesige Pfeife, so ein Griff unten dran hat, damit er die überhaupt fassen kann. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung, wir würden gerne auch so ein Pfeifchen bekommen. Wo bekommt man das hier? Und er zeigt so nach da drüben und in der Ecke ist tatsächlich so ein, wie so ein kleiner Schrank, wo irgendwie vorne so Pfeifen so drinstehen, in allen möglichen Größen. So. Mhm. Also kann man sich offensichtlich einfach nehmen. Ah ja, wenn ihr da ist, wollen wir die zweitgrößte nehmen? Zusammen eine Pfeife mit Ihnen, das finde ich sehr interessant, ja. Verwegen fast schon. In einer Ecke sitzen so ein paar Rooks und dir fällt auf, dass die schon in eure Richtung gucken, also diese Rattenmenschen-Rooks. Mhm. Und da gucken so ein paar, gucken schon sehr auffällig in eure Richtung. Ihr seid natürlich auch ein auffälliges Trio, kann sein, dass es deswegen ist, aber ihr habt euch jetzt mit denen auch nicht nur gut gestellt und die haben ein gutes Netzwerk. Könnte schon sein, dass die was gehört haben. Dann wollen wir uns vielleicht unter die Leute wischen. Auf der anderen Seite, die kennen sich auch aus, ne? Also. Männer, ich weiß ja nicht, ob ihre Kränkung sich schon verflüchtigt hat oder ihre Aufmerksamkeit aufgrund der Pfeife. Sie wissen ja hoffentlich, was da drin ist. Na, vielleicht hätten Sie mich vorher mal konsultiert, dann hätte ich Ihnen das ja sagen können. Aber na gut, jedenfalls, wir dürfen nicht vergessen, weshalb wir eigentlich hier sind. Nämlich wegen Kublasch. Psst, nicht so laut. Kublasch! Ach ja, psst. Dieser Typ, wir suchen ja den Typen. Welchen Typen? Na, diesen, der gesucht wird. Ich habe den Zettel nicht, aber er lebendig oder tot. Ich hab's vergessen. Die Pfeife war übrigens sehr angenehm. Oh mein Gott, jetzt habe ich diese zwei Junkies mit mir. Dann suchen Sie ihn doch, wenn Sie ihn so dringend haben wollen. Musst du immer so stressen? Meine Güte, jetzt hab ich... Trias, ey. Endlich einmal ein paar Minuten. Ich geh zu dem Rooks. Okay, du gehst in den Rooks? Mhm. Ja, die gucken natürlich alle sofort in deine Richtung. Und irgendwie, die haben auch alle so klitzekleine Pfeifchen, die sie mit zwei Fingern halten. Ah, ist das Kratzschanat? Das gute Zeug, ne? Hast du irgendwas so, hast du irgendwie Flora, Kräuterkunde, irgendwas? Dino-Medizin? Nee, das ist, muss ja kein Kraut sein. Aus Kräutern. Ja, würfel mal drauf, bitte. Wie viel hast du da, Dino-Medizin? 84. Ja, dann würfel mal auf Dino-Medizin. Immer. 37, ja, hast geschafft. Was ist das? Also wo vom Dino kommt das? Was, wie hieß das? Karatschkawatsch. Ja, Karatschkawatsch. Wo kommt Karatschkawatsch her? Karatschkawatsch, gute Frage. Das ist natürlich, Sie kennen ja sicherlich die Platten von den Stegosauriern. An den Enden von diesen Platten, da wächst so eine Art Moos, nur so auf diesen feinen Linien. Mhm. Und die kann man richtig so abziehen, so in so einem Streifen, so an diesen Höckern entlang. Und die mörsert man so. Und das Zeug kann man rauchen. Karatschkawatsch. Was macht Karatschkawatsch? Einfach nur ein Tabak oder hat das eine Wirkung? Ja, das hat eine leicht berauschende, friedlich und mit Mitteilungs redselige Wirkung. Sehr gut. Raffiniert. In der Tat, das macht Karatschkawatsch mit Leuten. Und die Rooks sitzen da halt so und... darf ich mich zu euch setzen? Guckt so rüber, guckt einen der Kleineren an. Der Kleinere geht sofort beiseite. Ist ein Platz für dich frei. Du vielen Dank, die Herrschaften. Seid ihr schon lang hier? Lang genug. Ich bin hier aufgewachsen. Ich wohne da hinten im Zweidrittelbezirk an der Schwanzknospe. Stimmt das? Also ist das eine Lüge? Nein. Wenn du das sagst, hast du da halt jetzt ein Haus. So, dann bist du an der Schwanzknospe im Dreiviertelbezirk. Ja. Okay, zwei Drittel. Okana, interessant. Herrlich. Wisst ihr, eins muss man euch ja mal lassen, ne? Keiner weiß so viel über diese Stadt wie ihr. Ja, die fühlen sich schon geschmeichelt. So, hast du irgendwas, was so soziales Talent zu schmeicheln oder sowas sogar ist? Ist nicht schlimm, wenn nicht. Ist nur mehr so... Einschüchtern, Lügen, Humor. Feilschen habe ich hier jetzt stehen, aber habe ich keine Werte. Nö, ist nicht, also ist jetzt auch keine, war jetzt mehr so eine positive Probe wäre es gewesen. Mhm. Ja, kann man schon sagen. Auch die hinteren sind. Einer von denen nagt aus Versehen seine Pfeife so ein bisschen weg und merkt das gerade. Wisst ihr was?
Ich glaube, wenn einer mir helfen kann, dann ihr. Habt ihr vielleicht... Kann ich den Zettel haben? Ja, klar. Hier, nehmen Sie alle Zettel der Welt. Hier, ein Stift. Nee, also dieses Bild von dem... Hier, ja, ich zieh es aus einer Brustfalte heraus. Habt ihr den hier gesehen? Moment, wo kommt der Zettel her? Aus einer, ich habe es unter der Brustfalte. Achso, wir haben den nicht da dabei. Ist eine kleine, ist eine kleine okay, pass Tasche. Auf. Dann schilder ich einfach, wie er aussieht. Nee, ist schon okay. Er kann ihn aus der Brustfalte ziehen. Aber ich wollte nur einmal wissen, wo dieser Zettel herkommt. Ja. Weil wenn ihr ihn jetzt aus der Brustfalte gezogen hättet, hätte das vielleicht Auswirkungen auf diese Unterhaltung. Ja, ihr habt recht. Streng genommen haben wir den nicht. Dann kann aber ich mir das auch schildern. Also ist ja, nee, ich finde das witzig, dass du ihn hast. Okay, du hast den. Ja, Sie sehen diesen Zettel. Habt ihr den gesehen? Der will den haben einmal. Moment. Unter der Brust. So, er ist ein bisschen nass. Ja, aber zeig ihm nicht. Ich der Kleine nimmt. Hey, Männer, Leute, ich vertraue nur euch, okay? Die gucken den so, drehen sich so weg und gucken sich. Ich meine, ich hab's schon gesehen. Ja, man hört das ist mein Zettel. Ich weiß, was da drauf ist. Also. Man hört die auch so. Und? Eventuell. Ah, das klingt gut. Denn eventuell war ich schon mal. Ich kann mich nicht erinnern. Tantra, ich geh mal zu Tantra, die hängen ja noch bekifft da rum, ne? Herr Tantra, ich brauche mal ein bisschen was von deinem überflüssigen Geklimper. Oh, nimm dir. Oh, ey. Gibst du mir was von diesem? Moment. Wo hat er denn Geld? Überall. In jeder Ecke, da wo es reinpasst im Ohr. Nee, jetzt, du hast keinen Geldbeutel bei dir. Du kannst natürlich deinen Schmuck oder sowas hergeben, aber du hast gerade keinen Geldbeutel bei dir. Schmuck. Ja, das. Okay, pass auf, wir machen anders. Nee, geben Sie doch hier einen Ring her. Sie haben doch 5 davon. Hat er einen Ring? Hast du irgendwas? 5. Goldring? Ja, brauchst du mir nicht. Ich gebe mich nicht. Du weißt, wie die alten Traditionen sind. Dann ist man verheiratet mit der Person, dessen Ring man hat und so. Das ist ja offen. Gib Ihnen einfach den Ring, der ist ungefähr so viel wert wie. Das ist pures Gold. Also der Zahn bricht einfach so nach oben ab. Ja. Rückt ihn einfach wieder rein. Uns wäre was anderes lieber. Hast du einen Leckstein? Boah, müssen wir auf Humor. Kritischer Erfolg. 9, das ist. Ja, nee, ist kein kritischer Erfolg. Du hast nicht 9. Shoot. Aber sie sind schon angetan. Gag zündet zumindest, ja. Hör mir auf. Ja, aber ihr Badehaus. Die Rooks würden unser Business gerne ein bisschen erweitern. Ja, das kann ich verstehen. Ambitionen, ja, das finde ich gut. Aber das Badehaus läuft viel zu gut, um die unter Druck zu setzen. Wenn allerdings, sagen wir mal, jemandem was passiert. Was meinst du mit passieren? Ja, eins der Bäder, aus denen man essen kann, könnte ja zu heiß werden. Dann gibt's halt mal schöne Elefantensuppe oder so. Ah, du meinst den großen Latz da hinten? Das nagt ganz schön an dir, oder? Hilf mal auf Humor. 64, hast du geschafft, glaube ich. Hast du bei Humor? 71 mittlerweile, weil du immer mir einen Punkt den ich nicht frage. Wenn du das halt nur benutzt, musst du ja. Du kriegst nämlich nochmal 10 Bonus, weil du das tatsächlich die ganze Zeit benutzt. Das habe ich nicht so geplant, aber ja. Gut. Ja, gibt's auch eine Antwort? Achso, ja. Witz gemacht. Okay, also du möchtest, dass ich den Elefanten ausschalte, ja? Ach, ja. Wieso? Okay, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich. Trias, bringst du noch ein bisschen von dem Krawapp-Chawapp mit? Ich gehe da wieder zurück. So, Männer, ihr müsst euch jetzt mal wieder zusammenreißen. Ich ruft einen von den Arbeitern, also die da Bedienstete sind. Giblinge? Ja, einen, der arbeitet. Also die Giblinge arbeiten hier scheinbar. Zumindest rennen von denen welche rum, liefern Handtücher, füllen Pfeifen auf, baden aber auch. Hey, ich brauche dringend ich brauche jetzt 2 Bratzwurzeln. Dringend. Was macht Bratzwurzeln? Was die entnüchtern die Kill. Trias, kill dich doch mal. Ich? Ja, komm doch einfach her. Common Knowledge, ich bin aufgewachsen. Nee, du hast überhaupt nichts, was das wird. Du weißt nicht, was. Okay, dann ist es nicht die Bratzwurzel, das ist die Schnatzenharz. Du kannst auf deinen allgemeinen Wissenswert würfeln, aber wenn das ist halt auch eine Schwierig. Gut Glück, ja.
Wollen wir hier einfach für immer. Du kannst natürlich jemanden fragen. Genau. Ja, okay, das ist eine sehr gute Idee. Ich frage den. Beste Ort. Oh, pass auf, meine beiden Begleiter hier, die haben ein bisschen zu tief in die Pfeife geatmet. Jibbling tut so, als ob er sich was in die Hand schreibt. Ja. Ich sehe überall. Braucht da irgendwas? Die müssen wieder klar im Kopf werden. Und da. Hast du da was? Steckt sich den Stift so hinters Ohr und rennt weg. So, ist unterwegs. Okay. Männer. Na, Dietrich. Ich weiß. Du bist immer so ein Ernster. So ein Badetempel. Beim ersten Besuch kann der so manchen Trier, Geist in die Knie. Den sitzt dieser Molien. Na, sag mal, das ist doch keine Zeit für Scherze. Ich dachte ja, wenn du zu Hause bist, wirst du mal ein bisschen lockerer. Aber du bist ja so steif wie. Wie seine Kehle. Ich war noch nie so. Gelöst. Locker. Der Jibbling kommt wieder. So winzig kleine Eimerchen, in denen irgendeine Flüssigkeit ist. Und stellte die so hin und man. Herrlich. Das riecht gut. Danke dir, vielen Dank. Einfach ins Gesicht kippen. Okay, Jungs, einmal kurz hierher. Mund auf. Ist das wieder einer von deinen Witzen? Und ich kipp den das. Euch knallt irgendeine eiskalte Flüssigkeit ins Gesicht. Mein Charakter fällt völlig an Wahnsinn zu. Er wollte doch nicht nass gemacht werden. Mach es weg! Ups. Santana! Wo sind wir hier? Ich rauche! Das ist ein Dampf. Das sieht halt wirklich aus, ob Dampf vorhin macht, weil der ganze Dreck sich löst. Was hast du unter deinen Brüsten? Ich habe so eine Brausetablette im Wasser geworfen. Er sitzt doch im Wasser. Nein, draußen. Da ist kein Wasser, er sitzt da einfach. Aber es ist okay. Ich dachte, die sitzen in so meisten. Ich schreie weiter, aber ich wirbel und ich fange an. Bei Glück, sie haben nicht alles erwischt. Okay, Leute. Die schlimmsten Reservoiren sind noch da. Trias, wir sitzen seit 2 Jahren hier. Ich hab euch kannst doch nicht die ganze Zeit hier rumlungern. Wir haben einen Auftrag. Aber um 20 erleichtert, weil die sind halt auch irgendwie echt drauf. Aber um 20 erleichtert? Mhm. Das habe ich knapp geschafft. Tatsächlich? Ja, ich habe 65 bei Lügen. 65 bei Lügen sind plus. Ja, ich denke jetzt, ihr habt hier 2 Jahre gesessen. 2 Jahre? Es ist vielleicht wirklich ein bisschen lang. Es waren die besten 2 Jahre meines Lebens, wenn ich ehrlich bin. Ich finde auch. Aber ihr habt Glück gehabt. Ihr seid verfliegt, wenn man Spaß hatte. Haben wir denn mittlerweile den Typ gefunden? Ja, aber lange Geschichte. Dann ist er wieder abgehauen und wie ein Zufall hat sich das Weltgeschehen exakt an diesen Punkt zurückbewegt. Während ich unterhalte, sitzt nämlich der Molien so zwischen euch immer noch. Hey. Alles umsonst? Leute, jetzt hört mal zu, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir an Kublasch rankommen. Ich war nicht untätig, als ihr euch die Birne weggebarzt habt. Und zwar folgendes. Diese Ratten da hinten. Gut, dass sie es nicht gehört haben. Nochmal ein Hinweis. Die Ruses. Die nicht Ratten. Die Ruses. Ja. Die Ruses. Die Rooks da hinten, okay? Das, die schmeißen die Party hier im Hintergrund, okay? Nichts läuft ohne die. Die wollen jetzt von uns, bleibt bei mir, dass wir da hinten unauffällig rübergucken in dieser großen Badewanne. Da sitzt dieser. Ja? Wer ist der Elefant? Der da? Das ist einfach ein Elefant. Achso, wie ein Elefantenschuh. Okay. Heißt, der da? Gemeinsam überlegen. Wie kann Benjamins. Nee, das kann ein Chat mitentscheiden. Wie heißen denn Elefanten-Jumans? Wir machen erstmal weiter. Vorschläge für Elefanten-Jumans werden gleich hier gegeben. Jedenfalls. Müssen wir keine Umfrage draus machen. Der Elefant! Bitte zeig da nicht so hin. Sei doch mal ein bisschen unauffällig. Oder wolltest du noch eine Portion ins Gesicht gespritzt bekommen? Aber wo haben sie uns jetzt wieder hier reingeschmissen? Was müssen wir jetzt schon wieder tun? Wir wollten doch nur nach dem Typ suchen. Ja, das haben wir gleich. Hör kurz zu. Es kommt mir vor, als wären wir gestern erst hier. Nein. 2 Jahre, ich glaube kein Wort. Vielleicht sollten sie mal zu Hause anrufen oder Brief schreiben. Die machen sich sicher Sorgen. Hey, hört mir zu. Wir müssen jetzt Folgendes machen. Die wollen da hinten den Elefantentyp da loswerden. Weil die wollen sich das hier unter den Nagel reißen. Aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass hier einer zu Schaden kommt. Nicht in meiner Heimatstadt. Aber ich habe einen anderen Plan. Du hast doch Kohle ohne Ende. Das ist richtig. Wir gehen zu dem Elefanten. Ich weiß, was der will. Der steht auf Geld. Der will einfach nur Geschäfte machen. Wir gehen zu dem Elefanten und bieten denen eine absurde Summe dafür, dass er so tut, als wenn wir ihn aus dem Weg geräumt hätten. Jede Summe von Herr Tantra ist eine absurde Summe für normale Menschen. Das hast du richtig gut erkannt. Dann tut er so, als wenn wir ihn aus dem Weg geräumt haben. Dann denken die Ratten, die Ruhrusis, denken dann, wir hätten ihren Auftrag erfüllt. Und dann sagen die uns, wo Kublasch ist. Und das kriegen wir hin, ohne jemanden abzumurksen.
ist auch noch ein bisschen was von dem Krawasch. Nicht jetzt, wir können gern was mitnehmen für später, heute Abend. Auf dem Hotelzimmer. Aber ich möchte für die Akten, ich hätte sehr gerne jemanden abgemurkst. Ich finde es schlimm, dass wir murksen viel zu wenig ab. Da kommen wir ja gleich hin. Ich bin auf einer Rumzähler. Ich muss Abenteuer erleben, ich muss Dinge sehen. Nicht mit Wasser abgespritzt werden und die ganze Arbeit der letzten 20 Jahre verlieren und dann 2 Jahre hier sitzen, ohne dass jemand kommt. Deine Haut sieht aber auch wirklich astrein aus. Es ist halt wirklich Danke. Glänzt, es lenkt euch fast ein bisschen ab, während ihr mit ihm sprecht. Wie dieser so ein... Also wirklich so ein Babyhautglanz. Meine Nippeln funkeln wie Diamante, sehen Sie's? ja, sehr gut. Daneben sitzen ein paar Leute, die werden so geblendet auch. Warum genau hat Ihre Spezies Nippel? Wir schneiden damit. Wir lochen damit Karten? Wir lochen damit unsere Lochkarten natürlich. Kutschuk! Kutschuk! Das ergibt Sinn. Danke, hatte ich kurz vergessen. Ja. Sie wissen ja fast so viel über mein Volk wie ich. Ja, ich habe ja auch Völkerkunde 40. Oh. Sie sind ein sehr gebildeter Mann, aber zurück zu meinem Plan. Was, ja, stimmt. Wer macht das? Ich muss nur an mein Geld. Mein Geld ist im Spind. Dann holen wir das Geld und dann müssen wir, wie heißt der denn jetzt? Quellfürst Kublasch? Elefanten-Jumen. Das habe ich noch keine Antwort, hören wir gleich. Ah, okay. Nennen wir ihn einfach mal Elefanten-Jumen. Nochmal, Jumen sind, das haben wir früher, glaube ich, Jumanschen genannt. Jetzt sage ich immer Jumen, weil wir das auf Englisch haben. Das sind einfach diese Tierwesen. Alle Wesen, die so Mix aus Tier und Humanoid sind, sind Jumens. Das ist so ein Sammelbegriff für die. Also Rooks sind auch Jumens. Alles klar. Okay. Ja, ich gehe kurz, eine Kohle und dann reden wir mal mit dem Jumen. Gehe ich zurück da zum, wo ich mein Zeug gestasht habe. Ja, das ist in dem Umkleideraum liegt ein Teil davon, deine Waffe liegt im ersten Raum. Ja, und dann habe ich da so einen Beutel mit Münzen, ne? Dann nehme ich da so 3 raus. Denn damit? Von den Großen aber, ne? Ja, richtig. Das ist schon solide Golddublon. Ist schon ziemlich klopper. Ist schon für euch wahrscheinlich eine Menge Geld. So, ja. Hier. Weil ich das Wohltier. Oh, das sieht gut aus. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, eines für den Elefanten, 2 für das Kramasch. Wir schauen mal, wie viel. Also, da kannst du eine ganze Kramasch-Farm mitkaufen. Hier sind die Vorschläge. Wir dürfen gemeinsam mit Fanta-Haus, Rüsselos, Tröfanten oder Elismurf. Oder Elismurf. Sind die Vorschläge für diese Elefanten? Du musst mit dem Namen dann auch gehen. Ne? Das ist auch ja, in der deutschen Version. Wie sagt nochmal was? Es gibt Fanta-Haus. Moment, Fanta-Haus für einen Elefanten? Für einen Elefanten-Jumen wurde hier vorgeschlagen. Mhm. Dann gibt's Rüsselos, Tröfanten und Elismurf oder Elismurf. Ich finde tatsächlich also, die Tröfanten am charmantesten. Ich finde die auch ja, weil Rüsselos ist der Quatsch, weil sie haben ja einen. Ja, dann nehmen wir die Tröfanten. Du bist einfach ein Genie. Trüffel. Hab ich nicht mal. Ja. Wie heißen die? Tröfanten. Den Tröfant da vorne im Bad, der soll irgendwie. Der Tröfant. Haben die gesagt, das wäre ein gutes Ziel, um mal ein bisschen stumm zu machen. Ja. Okay. Okay, dann gehen wir da jetzt hin. Zum Tröfanten? Mhm. Er sitzt da, ziemlicher Klopper. Also, beeindruckende Figur. Sitzt da so im Wasser, also zurückgelehnt. Der Rüssel tastet immer mal so nach einer Erdnuss, die dann so geschält abgeflipst wird. Ja. Hallo, wir sind hier. Das ist richtig. Um dir ein Angebot zu machen, das du nicht ablehnen solltest. Ich höre. Nun, wie es sich herausstellt, ist mein Name Tandra Lagoon und ich bin sehr vermögend. Und ich würde dir einen Teil dieses Vermögens geben, wenn du ein kleines Spiel mit uns spielst. Und zwar? Also, wir wissen natürlich alle, dass du ein sehr respektierter Businessmann hier bist. Businessfund bist. Und wir wissen ja auch, dass du... Genau genommen bin ich Klimaaktivist. Auch Klimaaktivist. Wobei die CO2-Bilanz eines Trödfanten... Hör auf, ich fühle mich schon so schuldig. Ja, aber nicht so schlimm, da kannst du ja nichts für. Trotzdem kannst du ja mit dem Geld auch viel für den Klimaschutz tun, ne, was wir dir anbieten wollen. Das ist wirklich eine absurd hohe Summe. Wir können ja mal ganz kurz zeigen. Es ist wahnsinnig viel. Ja, damit... Das ist allerdings ordentlich. Na, das ist doch. Ja das Spiel. Also folgendes. Siehst du da hinten die Ruses? Die Rooks. Rooks? Ich guck so rüber. Ja. Ja, pass auf. Wir haben denen gesagt... Wir räumen dich aus dem Weg.
Und, bitte was? Ja, aber pst, bleib bei mir. Das ist nur ein Spiel. Ihr räumt dich natürlich nicht aus dem Weg. Wir tun das so. Du bist viel zu angesehen hier und. Aber du musst dann aus dem Weg räumen. Ja, weil die einfach eifersüchtig auf deine Präsenz sind und auf deinen. Das ist doch total stereotyp! Naja, willst du jetzt das Geld oder wollen wir jetzt. Weil ich der Größte hier bin oder was? Exakt, die Leute haben Angst vor ihm, weil sie so groß sind. Oh, das ist ein Lob. Kann irgendwer von euch beruhigen? Oh. Also, dass so Mäuseartige ihm einen Attentat auf ihn verüben wollen, gefällt ihm überhaupt nicht. Ja, flirten, Autorität und echauffieren. Beruhigen hat keiner von euch. Ich hab einschüchtern. Ja. Haben wir alle. Ihr müsst ihn irgendwie wieder runterbringen. Also, er findet, das war keine Info, die er gerne gehört hat. Dass da jemand nebenan im Bad sitzt, der ihn umbringen will. Ey, pass auf. Nein, Sie haben es falsch verstanden. Er wollte ihn rumbringen. Ihr wollt ihn jemanden rumbringen. Rum ist eine bekannte terranische. Würfel mal flügen. Okay, aber übrigens habe ich sogar sowas in der Art. Ne? Just saying. Dann okay, ist es um 30 erleichtert. Um 10, weil es eine gute Idee ist. Um 20, weil du das tatsächlich hast. Okay, 24. Das ist ein kritischer Erfolg dann. Kritischer Erfolg. Bam, Junge. So. Ja, dann geben Sie mal her. Bitteschön, feins darum, nur für Sie. Er nimmt das mit der Hand so an, wird direkt mit dem Rüssel entkommen. Aber bitte mach das jetzt ganz kurz. Und rein damit. Das ganze Ding geht halt wirklich so ratz den Rachen runter. Also Rüssel durch die Nase, geht in den Mund. Ich dachte, vielleicht eher so ein Schluck. Aber wenn Sie da jetzt aufhören, dann, jetzt ist alles weg. Alles hast du mehr gesoffen. Ey, aber warte. Eine wichtige Information. Okay, es hat geklappt. Jetzt können wir zu den Rooks gehen und ihnen sagen, dass wir ihn vergiftet haben. Ja, aber er wacht doch wieder auf. Nein. Aber erst übermorgen. Also man sieht auch das wirklich seinen Wanz sich so bewegen. Der ist halt offensichtlich nicht tot. Gut. Aber der gleich. Ja, weiß man nicht. Ist das wirklich Alkohol? Ganz schnell weg. Ja, aber... Weg damit, genau. Danke an den Spender. Was machen wir denn jetzt? Können wir ihn aufwecken? Ich meine, wir können ihn unter Wasser drücken, aber das wollen wir nicht. Die Wanne ist auch viel zu klein. Also, der sitzt wie so ein Korken in dieser Wanne. So. In dieser Wanne. Ich stups ihn mal so an. Den kriegen wir nicht wach. Und wenn wir den Auftraggebern einfach sagen, sie sollen sich bedienen, ich meine, er wehrt sich ja nicht mehr. Ja, den Rest müssen die, also die letzten 2 Meter müssen sie selber gehen. Ja, hoffentlich lassen sie sich auf diesen Deal ein. Und das werden wir sehen, dann gehen wir mal rüber. Okay. Ja, wir gehen zu den Rooks. Ja, die sitzen da so, irgendwie gerade einer von denen tanzt. Als sie euch sehen, hören die aber so auf, so versuchen wieder cool auszusehen. Spiel noch mal ein bisschen mit deiner Kohle rum. So, dass nur, dass sie sehen, so, weißt du? Hm. Kling! Oh, das ist aber viel. Mm. Hey, wir haben ausgeführt, was du gesagt hast. Kling! Er guckt so rüber. Und der. Würfel mal auf Lügen. Hm. Aber um. Guck, durch eine 20 erleichtert. Ups, das merkt. Ich bin der Goldtaler aus der Hand gefallen. Ich heb ihn wieder auf. Hast du geschafft? Hm? Nicht, dass sie den noch einfach liegen lassen. Tatsächlich. Der hat's hinter sich. Ja, der hat's hinter sich, den haben sie umgebracht. Krasse Typen. Ja, okay, Jungs, dann, Deal ist Deal. Also, bei Rooks ist auch Wort ist Wort, so. Mhm. Ja, man den nicht sucht, man dadurch den Vorhang. Ihr seht, dass da so ein Vorhang hängt. Ihr habt den gar nicht als Tür vorher wahrgenommen. Es sieht halt wirklich so aus, als hätte jemand so einen Wandteppich davor gehangen. Codewort. Kacke. Du kennst das Codewort? Codewort. Wasserspiel. Okay, Dankeschön. Alles klar, wir haben damit nichts zu tun. Natürlich nicht, wie immer. Die stehen auf und laufen in so einer Reihe weg. Viel Erfolg. Halten sich gegenseitig so am Schwanz fest. Wir auch. Diese Leute sind ganz schön cool. Da sollten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen. Die haben den Style. Ja, das ist okay, wir gehen zum Vorhang. Ja, ihr kommt bei diesem Vorhang an. Das ist halt wirklich einfach so ein länglicher Vorhang, der oben an so einer Holzstange vor der Wand. Wirklich, ihr dachtet erst, es wäre einfach ein dekoratives Element. Mhm. So. Könnt ihr aufmachen, wenn ihr wollt. Also es sind 2 Vorhangelemente, die man theoretisch so auseinanderdrücken könnte. Ja. Dahinter ist eine Tür.
Also einfach so eine Tür mit so einem kleinen Guckloch. Und das Guckloch ist so ein Guckloch, also sind zwei Gucklöcher. Eins ist hier so relativ groß und daneben ist ein ganz kleines. Daneben direkt. Ja, ja. Und erst geht das eine auf, man sieht so ein großes Auge. Dann geht so ein kleines auf. Das ist ein ganz kleines Auge. Gut, was war das nochmal? Wasser? Wasser? Wasserspiele? Wasserspiele. Wasserspiele. Kleine geht zu, große geht zu. Man hört so eine kurze Stimme. Wasserspiel. Ja, dann lass mich durchgehen. Kommt rein. Die Tür geht auf. Und es kommt euch so langsam eine Musik entgegen. Ist auch wirklich. Geht ihr rein? Ja, die Frage ist, wir sind immer noch nackt, ne? Ja, aber das ist Teil des Bades, okay, offensichtlich. Also, weil da drin ist schon auch noch so Stimmung von einem Bad. Es dampft auch, euch kommen so wabernde Wolken entgegen und so. Man nimmt sanften Geruch von Rauchbarem. So. Das ist so eine mystische Musik. Irgendwie seid ihr in einen besonderen Raum geraten. Wenn ihr rein, ist noch sehr dunkel. Wollt ihr weiter? Also wollt ihr reingehen überhaupt? Ja. Ja. Okay, nachdem ihr drin seid, wird die Tür auch zugestoßen und ihr seht neben der Tür so zwei Luken in der Wand, wo sich so eine lange Hand und so eine kleine Hand zurückziehen und die Luke geht wieder zu. Also da steht niemand hinter der Tür, sondern es ist offensichtlich mal an der Seite jemand gemacht. Ja, es geht ein langer Gang, führt so komplett runter, bis am Ende ein Raum ist, den man schnell ahnen kann. Es ist wirklich komplett nebelig und waberig. Also man kann so echt ganz wenig erkennen. Es ist total dunkel auch. So, es hängen irgendwie so Lampen irgendwo mit so Glühwürmchen drin. Aber mal sind die an, mal sind die aus. Ist fast ein bisschen gruselig. Man hört nichts. Es erinnert mich ein wenig an die Höhlen unserer Wiederzähler-Vorväter. Es ist sehr spannend. Lasst sie uns weitergehen. Es gibt keine Gefahr. Sie haben das Riesenschwert ja schließlich drüben gelassen und können es jederzeit holen. Kannst du nicht im Dunkeln sehen? Nee, selbstverständlich. Ich sehe alles. Ein ganz absurdes Graffiti, das ich hier überall beobachte. Ist das so? Entschuldige, ich habe gerade geschrieben. Was sehe ich? Darf ich das sehen? Also ich habe ja Nachtsicht. Hast du? Ach so, ist schon nicht unsinnig, ja. Ja, ne? Ja. Aber du siehst besser als andere im Düsteren, ja. Würde ich. Ja, außerdem, ich habe ja hier, wie man sieht, sogar so eine, ne? Technik, ja, stimmt, du hast, ja, nicht. Ja. Würde ich durchgehen lassen. Das ist auch Teil deines Körpers tatsächlich. Genau, das ist nämlich also, ja, Teil meines Körpers. Also, es wird beim Ausziehen nicht ablegen. Also, ich könnte, wenn ich. Ich kann gucken mal für euch. Soll ich mich mal ganz schnell anstrengen, meine Äuglein, und gucken für sie, wo es lang geht? Ist wahrscheinlich aber nur der Gang nach vorne, ne? Guckst du nicht die ganze Zeit eigentlich? Na, ich muss mich schon extra anstrengen dafür. Ja, dann streng dich mal an und gucke. Und was siehst du? Ich warte noch, ob ich was sehen darf. Du suchst die Wände ab, hast du gesagt. Na, ich sehe ja mehr als die anderen, ob ich irgendwie so mehr, ja, sehe. Ja, der Waber ist schon immer noch ein Problem. Du siehst so ein bisschen, also es verändert schon so ein bisschen. Du kannst ein bisschen weiter sehen. Du erkennst Fußbodendielen und so. Also, ne, das ist einfach ein länglicher Flur. Du kannst an den Wänden, kannst du so ein bisschen so Handabdrücke erkennen und so. Es scheint schon ein Gang sein, den es lange gibt. Also, keine Sorge, meine Freunde. Ist und so. Es ist ein alter Gang. Er atmet Heldenmut. Wir müssen nur nach vorne gehen. Am Ende des Flurs kannst du so erkennen, dass in dem Raum so Holzbänke an den Wänden stehen. Also wirklich so einfach, wie man das früher so aus dem Turnunterricht, so eine ganz lieblose Holzbank. Mehr kannst du noch nicht sehen, weil er hat wirklich so gerade den Flur runterguckt. Der Raum geht dann so nach links weiter. Also, hätte ja sein können, dass genau, da noch mehr ist. Der Flur ist, endet so am Recht. Aber du siehst, da ist ein Raum. Das kannst du erkennen. Ihr könnt das nicht sehen. Hier ist ein Raum. Heilen musst. Zu dem können wir gehen. Und ein paar Fußbänke. Achtung, Vorsicht, stoßen sie da nicht an mit ihrem Knie oder ihrem Geschlechtsteil. Gehen wir weiter. Ja. Ich fasse sie an den Armen. Grapsch so in euren Schritt. Kommen Sie und zieh so. Das Dampfbad hat ihre Hände ganz geschmeidig gemacht. Oh, vielen Dank. Ja gut, wir gehen da. Okay, ihr geht diesen Flur weiter runter. Es ist auch wirklich so, eure Schritte knarzen. Also wenn hier jemand wäre, wäre dem auch klar, dass ihr da seid. So. Okay. Ihr kommt an diese Ecke. Wer läuft vorne? Ist immer bei so engen Gängen halt wichtig. Na, der gut gucken, ja, ja, würde ich dann sagen, glaube ich. Einmal wichtig, weil hättest du jetzt gleich, lauf nicht vorne, hättest du halt nicht. Aber ich habe die Hände nicht frei. Also ich, okay, aber du kommst um die Ecke. Und du siehst diesen Raum. Es, so die Feuchtigkeit ist ein bisschen weg, die vorher da war. Okay. Aber da steht offensichtlich irgendwelche Gerätschaften, um Dinge zu rauchen oder zu konsumieren. Ist schwer zu sagen, weil das wird nicht aus Kulturen, die euch nicht sofort was sagen. Ja, also mir sagt ja wohl jede Maschine etwas. Was hast du irgendwas auf Maschinen oder so? Ich bin
praktisch zu 20. Das ist halt aus anderen Kulturen, das ist halt das Schwierige, das ist auch so ein bisschen shady Technik und so. Könnte sein, dass du ein oder zwei dieser Maschinen kennst. Ja, na, gut, okay. Na gut. Hast du irgendwas? Nee. Okay, okay. Dann sind einfach irgendwelche Mechanismen. Du kannst ausmachen, dass die irgendwie zum Konsum wahrscheinlich, auch durch den Kontext, in dem ihr seid und so, zum Konsum von irgendwas. In manchen steckt irgendwie ein Kristall drin, manche sehen aus, als wäre es um was zu rauchen. Ich habe ja Völkerkunde 14. Ja, du ah, okay, ja, doch, würfel stimmt auch als ja, so, da würfel mal drauf, ja. So machen wir es. 49. Ich hab 40. Ja, mehr kannst du leider auch nicht ausmachen. Es sind irgendwelche Geräte, um irgendwas zu konsumieren. Es sind irgendwelche Geräte. Okay. Interessant, lassen Sie uns reingehen. Ja, ich meine, was bleibt uns übrig? Wir kehren doch jetzt nicht mehr um. Natürlich gehen wir da rein. Es könnte aber auch eine Falle sein. Seien Sie immer auf der Hut. Wir haben keinen Schutz. Aber diese Geräte sind für irgendeinen Nutzen. Vielleicht um uns umzubringen. Ja, das könnte gut sein, dass sie nicht einfach so da rumstehen. Jemand hat diese Geräte hergestellt. Zu welchem Zweck? Das weiß niemand. Vielleicht gerät er in Gefahr. Könnt ihr selber entscheiden, was witzig findet. Du merkst, wir haben ein bisschen Angst, in deinen leeren Raum zu gehen, voller Geräte. Ja, also der Raum, um nochmal, vielleicht habe ich noch so mystische Beschreibungen. Also, das ist wirklich ein viereckiger Raum. An jeder Ecke stehen Bänke. Hinten rechts und hinten links ist eine Tür. Ansonsten ist aber der Raum gut einsehbar. Okay. Also, das ist jetzt nicht irgendwie Chaos. Überall sind irgendwelche, sondern in der Mitte stehen auf einem Tisch irgendwie Dinge, die so aussehen wie jetzt in unserer Welt, wenn ich vergleichen muss, wie Shishas oder so. Irgendwelche Gerätschaften, die, sag ich ja, du kannst auch, ihr könnt, ja, es sieht jetzt nicht gefährlich aus. Okay, das ist ja was anderes. Also, ist fremde Technologie. Ich würde jetzt nicht meinen Mund dran machen, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen jetzt an diesen Geräten und gucken, was passiert. Wer ist dafür? Für die Wissenschaft. Oder wir gehen in einen der Räume. Wer ist dafür? Langweilig. Also, ich bin ja jetzt eigentlich nicht der Zurückhaltende dieser Gruppe, aber wir haben ja ein klares Ziel. Und das ist nicht, neue Geräte auszuprobieren, deren Wirkung wir nicht kennen, sondern wir sind doch immer noch verdammt mal hinter Kubraschern. Ja, aber vielleicht. Das ist doch jetzt auch schon 2 Jahre alt. Ja, also, da kommt es auf einen Tag mehr oder weniger nicht. Okay, ich muss euch was beichten. Was? Das waren vielleicht maximal 10 Minuten. Dieses Teufels. Ein Lügner! 10 Minuten? Ich habe ihm vertraut. Ich muss sagen, ich habe mir einen kleinen Scherz mit ihnen erlaubt. Ich dachte, alle meine Fledermäuse sind verhungert. Ich habe um sie getrauert, um jede einzelne. Ja, die sind trotzdem verhungert. Okay. Na gut, dann habe ich nicht umsonst getrauert. Immerhin etwas. Wir sind erst seit 10 Minuten in diesem Freuden-Badehaus. Das ist völlig richtig. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Es geht doch auch um Ihre Heimat. Ich denke, Sie haben ganz Kernheim Ihre Treue geschworen. Sie haben vollkommen recht. Was machen wir? Wir müssen diesen Raum verlassen und in den nächsten gehen. Also wollt ihr nicht rauchen? Für Kern und König. Was? Ihr wollt da nicht dran ziehen? Nein. Okay. Wir wurden gerade noch... Vielen Dank, Trias, dass Sie uns noch mal gerettet haben. Naja, vor diesem Schicksal. Wieder gerne. Dass wir einfach nur hier dran gezogen hätten und uns sehr, sehr gut gefühlt hätten für... Ein paar was Minuten? Uns vorkommt, die ja. 2 Jahre. Okay, linke oder rechte Tür? Schwierig. Hast du nicht gute Ohren oder gute Sinne? Oder kannst du na, meine Fledermäuse sind meine Sinne und die stecken leider im Spind. Nun, ich würde sagen... Wer ist für links? Links. Aber nur, weil sie es als erstes sagten. Okay, dann gehen wir in die linke Tür. Okay. Das heißt, sie geben uns einen Briefumschlag. Geht auf die Tür zu, an den Geräten und die vorbei. Rechte. Oh, wir hätten uns aufteilen. Eigentlich geil, wenn so ein roter Gibling mit schwarzen Härchen. Nee, ihr geht auf die Tür zu. Die Tür ist wirklich ziemlich massive Holztür. Durch diese feuchte Luft, die auch immer noch so ein bisschen hier ist und auch so ein bisschen angewabert. Wer möchte die Tür aufmachen? Da ist eine Klinke tatsächlich an der Tür. Ziemlich gewaltige Klinke, also wirklich so ein Stück Holz, so dass man quasi beide Hände drauflegen könnte. Mach das einfach so. Okay. Du drückst die Klinke nach oben, stößt die Tür so langsam auf. Und was du in dem Raum siehst, erfahren wir nach einer kurzen Pause. Also, kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Oh.
Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Die sind steinhart. Diese Schweine. Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da. Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir schauen noch mal kurz auf Social Media vorbei, denn wir haben nicht nur in der Pause geguckt, sondern auch die Leute in der Redaktion und Regie. Und es gibt ein paar ganz wunderbare Bilder. Venarius Aviditatis beim Genießen eines Dampfbades. Also der Gesichtsausdruck müsste erschreckter sein, aber das mit dem Finger freut ihn wahrscheinlich. Aber ist schon auch sehr gut, dass auch unter deiner Brust dieser Zettel hervorguckt. Ja, das perfekte Versteck. Ja, und es wurde gesagt, zwei. Einen haben wir noch, wir haben noch einen weiteren. Vielen lieben Dank für den schon mal. Den haben sie schnell gar nicht nachgeguckt. Der zweite. Los, gib. Irgendeinen findet ihr. Es sind eh so viele. Da ist er. Der fantastisch. Wie hieß er jetzt noch? Haben wir eben doch entschieden. Ein Tryphant. Ja. Vielen lieben Dank. Wir gucken weiter fleißig auf Social Media vorbei. Also fühlt euch herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Sehr viele Leute schauen auch zu. Wir freuen uns sehr. Weiter geht's. Ihr steht also, du drückst gerade diese Tür auf. Also diese Tür schiebt sich auf und euch schauen zwei Gesichter an. Und du kannst an ihm vorbei sofort sehen. Trios? Dein Vater. Vater? Was machst du denn hier, alter Junge? Trios, wieso bist du denn in der Stadt? Naja, ich ist ja auch meine Stadt, also. Das ist Kublasch. Wir sind geschäftlich. Wie war der Name? Kublasch, der Quellfürst. Woher wisst ihr, wer ich bin? Wie seid ihr hier reingekommen? Durch die Tür. Hast du es nicht gesehen, wie ich die Tür gerade aufgeschoben habe? Ganz schön schwer. Ganz kurz, Vater, das musst du mir erklären. Vater, was hast du denn mit dem Quellfürst hier zu tun? Also, Trias, also, sag's nicht deiner Mutter, aber hier im Bad, diplomatisch bin ich unterwegs. Diplomatisch oder diplomatisch? Diplomatisch. Ah, okay, Bias, ich vertraue dir. Schließlich bist du mein Vater. Bias Trodon. Das ist richtig. Sehr erfreut. Hallo. Kublasch sitzt da irgendwie so ein bisschen verwirrt und schaut die ganze Runde so an. Wir suchen sie schon seit... Was die Herren hier tun. Wir suchen sie schon seit einer ganzen Weile. Seit 2 Jahren. Gib noch mal den Zettel. Hier, das sind sie. Das sind doch sie. Er springt auf, steht so auf der Bank. Sie sind doch nicht etwa hier. Nein, wir haben das Geld einzutreiben. Wir haben das tot durchgestrichen. Da steht nur lebendig. In der Tat. Wir sind die Guten. Aber wir können das wieder durchstreichen. Wir können es doch wieder rückgängig machen. Gute Drohung, ja. Warum sind sie hier? Wir haben überall nach ihnen gesucht. Es geht um diese ganze Geschichte mit dem Tunnel, den sie von... Wie wissen sie denn davon? Von... Wer sind sie überhaupt? Darf ich vorstellen, mein Name ist Trias Strodon. Mein Junge. Ja, Papa. Das ist mein guter Freund, Tantras Lagus. Tantra Lagun. Moment mal. Sind sie Hedonist? Er sieht jetzt auch deinen Halspanzer und dadurch wird es so... Er ist nackt. Ja, aber den haben die immer. Das ist wirklich wie so ein permanenter Schmuck. Das ist so, ohne diesen Halspanzer verlierst du jedes Recht als Hedonist. Ich bin einer der Gesellschaft. Einer der auserwählten Reichstrutzen. Trutze. Von König, für Königin Julia von Amboss. Ich hätte dieses Wort nie erfinden sollen. Aber, bitte tun Sie mir nichts. Warum sollte ich? Ich werde immerhin gesucht. Ja, wegen dem Tunnel, den Sie graben. Wir? Ihre Königin gräbt den Tunnel. Niemals. Eigenhändig? Ja, da muss ich jetzt aber auch mal zu. Also, das schon wahr, Trias.
Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich nur Informationen erhalten. Wir konnten jetzt nicht wirklich nachprüfen innerhalb dieses Tunnels, wer da jetzt wirklich die Schaufel in der Hand hält, ne? Julia von Ambros plant eine Verschwörung gegen mein Volk. Das ist Frevel! Das kann sie den Kopf kosten! Also, warum sollte Julia von Ambros das eigene Volk verraten? Alle gleich. Ganz ruhig. Wir haben ihn doch gerade erst gefunden. Brias, sag doch was. Tantra. Also. Er beschuldigt die Königin. Also das ist jetzt auch nicht die feine Art hier, dein Freund. Tantra. Ich weiß, du bist ein sehr loyaler Mann. Und dir ist die Loyalität und die Verbundenheit zu deiner Königin und deinem Reich ins Herz gegossen worden. Und es ist schwer von dir zu trennen. Aber manchmal passieren in der Welt Dinge, die man sich kaum vorstellen kann. Zum Beispiel neulich, als ich einmal ein Kreuzworträtsel gelöst hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das in mir habe. Und dann sieht man die Welt mit anderen Augen und du musst immer offen sein. Und ich sag nicht, dass deine Königin ein schlechter Mensch ist, aber für eine Sekunde, bitte, beruhige deinen Zorn und höre, was dieser Mann zu sagen hat. Vertraust du deinem Vater etwa mehr als mir, den du seit ein paar Tagen kennst? Du bist ein sehr vertrauenswürdiger Mann. Aber das ist mein Vater und ich würde für meinen Vater die Pfote in den Tempel des Wahnsinns legen, wie man bei uns sagt. Ja, das sagt man bei uns. Hab ich auch gehört. Aber warum, okay, ich versuche mich zu beruhigen. Warum sollte Königin Julia von Ambros einen Komplott... Kompott. Einen Kompott machen. einen Komplott planen gegen das eigene Volk und die sechs Bevölkerung. Kublasch? Ja. Der ist zur Tür gelaufen tatsächlich. Als ihr abgelenkt wart, hat er sich zur Tür geschlichen und versucht gerade abzuhauen. Du bleibst hier! Lass sie mich! Und der rennt in Richtung der anderen Tür. Ganz schnell klammert sich mein Charakter um ihn. Mit meinen. Würfel mal, was hast du so als langenartigen Armen? Klammern. Hast du irgendwas körperliches Talent? Was habe ich mir ja eigentlich gegeben für Werte? Ich habe Stabkampf, Zahlenhandel, Schleichen. Ja, Schleichen würde ich zugelassen. Probe auf Schleichen habe ich 75. Ja, dann würfel mal auf Schleichen. Mach mal jetzt, was hier dann. Ja. Also auch weil er das gleiche Talent gewürfelt hat, mache ich auch nicht erschwert, kannst Kontrawurf quasi. Ja, Mann, 14 kritischer Supererfolg. Wie so eine chinesische Fingerfalle. Du wirfst dich ihm hinterher und kannst seine Beine so umschlingen, dann kann ich weglaufen. Ja, ich kann nicht anders, ich muss kurz fauchen. Tut mir leid, aber sie bedrohen mein Leben. Ganz ruhig, dann wird auch jemand. Erkläre dich, Kublasch. Erkläre dich, Kublasch. Ja, echt kein guter. Warum? Preis. Beantworte mir die Frage, es geht um dein Leben. Warum sollte Königin Julia von Ambros die sechs Völker verraten? Julia von Ambros will nicht die sechs verraten, sondern nur eines davon. Welches? Meines! Die Kinder der Quelle! Schön, schön. Und warum? Was er sagt. Setzt euch. Er geht wieder und setzt sich neben deinen Vater. Ich bleib hängen. Nee? Sagt euch König Lumien etwas. Du kennst König Lumien. Das war der König vor Julia von Ambros. Ist ewig her, du warst noch nicht mal am Leben. Natürlich kenne ich König Lumien. Da war ich noch nicht am Leben, da war er der König vor Königin Ambros. Kontext, König Lumien war dafür bekannt, dass er eigentlich extrem kritisch vor allem diesem Pakt des Chors gegenüber war. So, also wirklich jemand, der eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will mit den anderen Völkern und so und auch wirklich gegen diesen Pakt war. Und sie hat kurz vor der Kerngeburt, hat Julia von Ambros die Kontrolle übernommen in Ambros, nachdem Lumien verschwunden, also man nimmt an, er ist gestorben in einer Stadt, die quasi außerhalb der damaligen noch zu sichernden Zonen war. Und danach ist sie als erste Amtshandlung sofort dem Pakt des Chors beigetreten. Und wurde dann auch gefeiert. Na, aber es gab schon auch immer noch so konservative Meinungen, Leute, die gesagt haben, nee, Hedonisten sind die Besten und ne. König Lumien ist doch verschwunden. Viele glauben, er ist gestorben außerhalb der Sicherheitszone. Gestorben. Wir, die Kinder der Quelle, haben entdeckt, dass er in einer der Grenzstädte zurückgelassen wurde. Das ist... Gelassen. Das ist unmöglich. Könnt ihr das beweisen? Hältig. Also, nicht hier, aber wenn ihr mir vertraut, kann ich euch verraten, wo ihr seine Überreste findet. Also lebt er nicht mehr. Lumien ist gestorben. Okay, und ganz kurz, dass ich das verstehe. Ich meine, ihr müsst verstehen, ich komme hier aus der Litikalebene. Ich bin in diesen politischen Geschäften nicht so involviert. Ich trinke eher mal gern nur kleinen Bronto-Hopfen oder so. Also, damit ich das nochmal zusammenkriege. Euer alter König, Lumien,
Der wollte diesen Pakt gar nicht. Er war kein Freund. Und dann ist er verschwunden und man vermutet, er ist vielleicht ermordet worden oder so. Im Krieg gefallen. Das ist die offizielle Version. Und dann kam die Julia an die Macht und Julia, die ist dem Königin Pakt, Julia von Königin, Julia von Amos und die ist dem Pakt beigetreten und warum sollte jetzt Julia diesen Tunnel buddeln? Mein Junge ist ein Fixer. Na, der Tunnel ist, um uns anzugreifen. Julia versucht die Geschichte, Königin Julia, versucht die Geschichte zu vertuschen. Ah, weil sie haben, ihr habt das rausgefunden? Korrekt, und wir sind zum Konvent gereist mit diesem Wissen. Ich sollte das überbringen. Ich sollte die anderen Völker wissen lassen, was Hedonisten im Schilde führen. Hedonisten sind ein ehrenhaftes Volk. Wir haben kein Interesse daran, andere Völker zu unterdrücken. Was sollen wir da? Als Unterdrücker geboren, sage ich. Ganz kurz. Weder sind sie alle gut noch schlecht. Ich glaube, in der Mitte finden wir uns. Ne? Jeder ist irgendwie... Wir erhalten den Wohlstand für gesamt... Ambros, ganz genau. Tormentosia! Seht euch doch um, wie die anderen Völker hausen und leben in Angst. Ach, da muss ich jetzt sagen, wenn Sie gesehen hätten, wie viel Geld dieser Mann unter das Volk getan hat, allein in den letzten Tagen, die ich ihn kannte. Ach, welch Großzügigkeit. Und was kann das Volk sich damit kaufen? Alles. Freiheit, sein Zuhause, keineswegs. Wir leben in zerrissenen Landen. Ihr verliert eure Zahlenhändler. Die Lebewesen, die heilig sind, sterben. Und was haben die Hedonisten gegeben? Alles. Nichts. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Mit unserem Leben, mit unserem Herzen. Von Geburt an sind wir darauf geeicht, diese Welt zu beschützen. Und den ihre Kern. Königin. Und ihre Königin, die für ich alle Völker doch sorgt. Schwerter, geschmiedet für Leid und Untergebenheit. Das ist eine Lüge. Das ist eine unglaublich eine Anmaßung. Ja, ich glaube, das ist nicht leicht für deinen Freund. Nee, ich... Lagoon. Ich weiß, manchmal, wenn sich das Leben so schlagartig verändert und die Dinge sich ganz anders darstellen, als man sie von klein auf gekannt hat, dann kann das manchmal sehr viel für einen sein. Ich habe zum Beispiel ganze Zeit lang gedacht, dass der Tyrannosaurus Rex kein Aasfresser ist. Und als ich dann gesehen habe, dass er Aas gefressen hat und gar nicht selbst auf die Jagd ging, das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Meine ganzen Tyrannosauro-Poster habe ich runtergenommen und habe stattdessen die Spinosauro-Poster aufgehängt. Das weiß ich noch. Und das, die, Grund und Boden habe ich mich geschämt. Ja, und ich meine nur, du... Ich schätze dich... wenigstens Pornografie gewesen. Die hatte ich aber auch. zeitweise hast du nicht mitbekommen. Naja, andere Geschichte. Jedenfalls, was ich sagen will, ist... Lass dich nicht von dem, was du wahrhaben willst... Von dem abhalten, was wirklich wahr ist? Die Hedonisten sind ein ehrenhaftes Volk. Es mag sein, dass bei unseren Vorfahren nicht alle für das Recht eingestanden sind. Aber Königin Julia von Ambros ist eine ehrenhafte Frau. Ich habe sie selber kennengelernt. Vielleicht hat Dann Königin... beweist mir, wie ehrenhaft ihr seid. Geht nach Ambros. Schaut euch Lumiens Überreste an. Überzeugt mich eines Besseren. Zeigt mir, wie ehrenhaft Julia von Ambros ist. Aber woher? Wo habt ihr sie denn zuletzt gesehen? Das ist eine sehr gute Frage. Aber vielleicht ist die Königin ja ohne wirklich eigenes Verschulden in diese seltsame politische Sphäre geraten. Wir wissen es ja nicht. Ich weiß Woher sollen wir denn die alten Knochen wiedererkennen? Ich weiß doch, wo Julia von Ambros in Wirklichkeit ist. Wo ist sie denn dann? In Ambros, bei den Tunnelbauarbeiten. Mit ihren Heeren. Und in der Tat ist sie ohne Heere angereist. Es ist richtig. Ich dachte ja, ich begleite Julia von Ambros, aber es war ja nur ihre Schwester. Es könnte sein, dass sie tatsächlich sich noch in Ambrosia aufhält. Aber wenn, nur mal für den Moment, ich weiß, es ist überwältigend, aber nehmen wir mal an, das, was Kublasch erzählt, nur mal für den Moment angenommen, ja, das würde stimmen. Was würde das bedeuten? Dass bald wieder Krieg herrscht. Das würde bedeuten, dass ich in einer Lebenslüge lebe. Aber auch, dass nur ihr das Reich retten könnt. Nur wir können das Reich retten, nur wir drei. Nein, nur ich. Nur er. Ach so, nur... Moment. Nur du. Wir können dabei sein. Legt Kublasch seine Hände so zusammen und so ein Tropfen Aqua formt sich. Und er reicht das so in deine Richtung, was ist, was nie vorkommen würde. Dass ein Kind der Quelle Aqua an einen Hedonisten gibt. Nehmt dies. Meine Güte, nehmen Sie es.
Nehmen Sie es. Wenn nicht, nehme ich's. Ich werde zurückkehren zu diesem Ort. Und wenn ich rausfinde, dass Sie gelogen haben, dann werde ich mit Ihnen das Schlimmste machen, was er sich vorstellen kann. Und wenn ihr rausfindet, dass ich recht hatte, habt ihr das Beste getan, was ihr je tun konntet. Und in dem Moment, wo du das Aqua berührst, zieht sich so eine Schicht über deinen ganzen Körper. Wie so ein dünner Schleier, der sich da drüber legt. Du erhältst 20 magische Rüstung. Wow. Nun geht. In die Minen der Molians. In die Ruinen der Stadt Narzis. Also wir sollen da, das ist sicherlich sehr gefährlich und offensichtlich brauchen wir eine Rüstung. Also du hast Feilschen, ne? Sehr gut. Ich ohne nicht rausgehen ohne die Magie. Hast du Feilschen? Nee, ich habe das ja aufgeschrieben, aber nicht geskillt, aber steht hier so in dem Grund. Aber nee, ich meine, also der Gedanke ist ein bisschen absurd, dass die uns in die Gefahr schicken, aber einer kriegt eine Rüstung, die anderen sind offenbar entbehrlich. Das ist so ein bisschen, da muss mein Charakter so ein bisschen so, okay. Ich will überhaupt nichts zu tun haben mit diesem magischen Verwirrspiel. Okay, ich verlasse mich auf Technik. Und mich, okay, meine Fledermäuse. Ich, Koffer Klaus. Ich begleite. Mein Mut ist mir Rüstung genug. Eine schöne Einstellung. Doch können Sie uns noch mehr sagen? Wir sind so völlig unvorbereitet. Wir sollen einen Krieg verhindern, eine Königin hinter Gittern bringen. Warum das alles? Was glauben Sie, was dahinter steckt? Wir brauchen Beweise für die Taten von Julia von Ambros. Aber ich vermute, dass sie verantwortlich ist für den Sturz von König Lumia. Aber wer würde denn diesen Schild, der uns so lange geschützt hat, vernichten wollen? Das ist doch Wahnsinn. Wer soll das denn wollen? Das ist auch mir noch nicht klar. Ich vermute, dass Julia von Ambros uns, die Kinder der Quelle, im Verdacht hat. Geht durch die Minen zur Stadt Narzissia und ihr werdet Antworten finden. Aber nehmt euch vor dem Moosmeeren in Acht. Was hilft denn gegen die? Das ist eine Gegend in Ambros. Und der du auch weißt, waren mal Tempel, waren mal berühmt dafür, dass da Ranura, diese Faultiermenschen leben und wurden wie so Orakel angebetet, ist dann über die Jahre verfallen, weil Lumien Verfechter davon war und Julia von Ambros einfach, das ist üblich bei euch, ein König führt nie die Projekte des anderen fort. Also es gibt Brücken, die wurden mittendrin beendet, weil der König gewechselt hat. Mhm. So. Weil einfach, man baut keine Monumente für andere Königinnen und Könige. Also Narzissia ist ein passender Name. Ist eine Stadt. Ist eine Stadt, die dir bekannt ist. Ist wunderschön auf einem Felsen. Wunderschöne Stadt. Gibt's dort Dinosaurier? Zurück zu mir. Allerdings auch sehr nah an der jetzigen Grenze des des Schildes. Ist also eine gefährliche Stadt auch aktuell. Ja. Also wurde quasi gerade erst. Was erwartet uns in Narzissia? Leid und die Wahrheit. Aber nehmt euch in Acht. Seid für den Kampf gewappnet. Dein Vater ist aus. Moment mal, Kampf? Also, dann nimmst du am besten Dengri mit. Dengri ist so ein winzig kleiner Saurier. Dengrit! Du gibst mir Dengrit! Du weißt doch, er sagt euch Bescheid, wenn Obacht geboten ist. Aber halt ihn immer gut im Futter, sonst funktioniert er nicht richtig. Natürlich, Papa. Dengri, der hat mir Dengri gegeben, das gibt es doch nicht. Wenn noch ein Dinosaurier. Ein kleiner Saurier, also so klein. Ein Mini-Raptor. Das ist aber schön, dass hier die Geschenke verteilt werden. Ich gehe so ein bisschen nach vorne und breite so meine Hand aus und gucke einfach bittend. In der Tat, ihr seid Venenarius, richtig? Das ist korrekt, Sie haben von mir gehört. Ich habe den Adalas erfunden. Und mich erreichte dieses Schreiben. Das ist ja, sind Sie bei der Post? Es ist echtes Leder. Nun, seien wir ehrlich, es kommt recht selten vor, dass sich Wiederzähler in unsere Gefilde verirren. Das ist recht, ich bin auf meiner Rumzähler. Ich überlege immer noch, ob ich mich wieder zurück in die Enklave begeben soll oder vielleicht neue Abenteuer mit meinen frischen neuen Freunden erleben soll. Aber erstmal müssen wir dieses natürlich hinter uns bringen. Wer hat denn das geschrieben? Diese Sauklaue kann doch niemand lesen. Ich glaube, dass ich. Hiermit wird bescheinigt, dass Herr Frodon. Oh, ich habe das Falsche gegeben, Entschuldige. Das ist hier. Nicht für mich. Ja, Entschuldige. Was mein soll Fehler, das? Mein Attest. Fehler. Das ist was anderes, nicht lesen. Das ist für dich. Das ist dein Brief. Entschuldigung. Ist okay, ich hab's angebissen. Tut mir leid. Das ist für dich. Später vielleicht. Na, also, das ist für mich. Was ist denn das? Deine Annemarie. Mein liebster Wef.
So nennen mich meine Konkubinen. Mein Körper. Ist tatsächlich auch in eurer Gesellschaft durch. So, dass irgendwann wird euch willkürlich vom Algorithmus eine Partnerin oder ein Partner zugewiesen. Je nachdem, das entscheidet der. Und das ist fast immer ein Treffer. Oder ihr seid so überzeugt, dass das ein nein, Treffer nein, ist. Nein, nein, nein. Die Mathematik macht keine Fehler. Kobol ist unfehlbar, ja. Wie würde man unzählige Nächte auf der Suche nach dir, sag, dürstet es dir nach einem Tropfen unserer Liebe? Meine Güte, diese Frau kann schreiben. Diese Ödnis ohne ein einzelnes Wort von dir. Sie bewegt mich, sie bedrückt mich, sie verflucht mich. Nur ein Gedanke trieb mich weiter umher. Du, was wird intim. Ich hoffe, Sie sind einverstanden, bitte, dass ich Ihnen das, ich möchte das gerne mit Ihnen teilen. Ich bin ein bisschen stolz. Aber ich warte seit Hunderten von Jahren auf meine Vermählung. Ich hab's eh schon gelesen. Sein Vater hat sich gesagt. Meinem Volk ist das Briefgeheimnis enorm wichtig. Es wurden Kriege geführt, aber aufgrund geöffneter Amazon-Pakete. Es tut mir so leid. Deine wichtigste Lochkarte entwendet zu haben, du Schwein! Du weißt, ich wollte dir nie etwas Böses, aber dieses Ding, es nahm überhand. Du wolltest nach der Entwicklung von Kofferklaus keine Stunde mehr mit mir verbringen. Ach, du bist das. Das hinterließ tiefe Wunden. Und nicht nur, weil Kofferklaus plötzlich auf mich abgesehen hatte. Es ist nun an der Zeit, diesen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen. Ja, ich werde heiraten. Was? Aortokardionitis? Das gibt es nicht. Der Mann hat nur einen Zahn. Falls es dich interessieren sollte. Ich hoffe, du wirst, wie auch ich, glücklich. Na, kein Problem, mach ruhig. Kein Problem, ich wollte dich eh nie. Da ist noch was drin. Was? In dem Umschlag ist noch was drin. Ja, eine Menge fieser Gemeinheiten ist da drin. In dem Umschlag. In dem Umschlag. Einen Schlag kriegst du. Meine letzte Lochkarte. Oh nein! Es ist ihre Lochkarte. Es ist unsere eigentlich. Von Luisa übrigens ist die erste Karte. Eingesandt, das Schreiben mit der Lochkarte. Vielen lieben Dank. Das ist die erste Lochkarte, die wir damals zusammen gemacht haben. Hier versprechen wir uns, für immer zusammen zu sein. Sie hat ein extra Loch hinzugefügt. Das ist quasi die Scheidung. Das tut mir wirklich leid für dich, aber ich bin sicher, so ein frisch gebadeter Typ wie du, der findet relativ schnell... Wenn sie das wüsste. Mit diesen Brusttaschen. Wo sind die Pfeifen, wo wir eben nochmal waren? Nein, 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 nein. Doch! Es geht hier um die Existenz aller Völker. Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich bin ja immer Fan von Emotionalitäten, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber zeig! Wie heißt sie? Else? Ich hab. Annemarie. Annemarie. Zeig Annemarie, dass du der beste. Wie heißt die Rasse nochmal? Wiederzähler, du Arsch! Dass du der beste Wiederzähler bist, den es da draußen gibt. Und wenn wir wiederkommen, wenn wir fertig sind, dann werden wir als Helden verehrt. Und weißt du was? Bei der Parade, die dir deine Volksgenossen zu deinen Ehren ausrichten, wo du dann auf dem großen Wagen... Ja, ganz vorne! Ganz vorne stehst und gezogen Loch. Wirst ja. Und alle Kinder und alle Erwachsenen stehen die Spalier und jubeln dir zu. Weißt du, wer da stehen wird in erster Reihe? Annemarie! Und weißt du, was sie tun wird? Sie wird weinen und sie wird den Menschen um sich herum sagen, das war mein Verlobter, das war mein Verlobter. Und dann sag ich mit dem Megafon runter, stimmt gar nicht. Das hättest du alles haben können. Genau. Okay, meine Freundin, sie hat mich überzeugt. Das ist es wert. Die Rache ist es wert. Man sieht, dass Kublai man nimmt, was man kriegen kann. Also, die Zeiten sind hart. Und die Zeit ist knapp. Das auch. Wir sollten uns auf den Weg machen. Durch denn die Minen der Molians. Die was? Die Minen der Molians. Die Minen der Molians. Ihr wisst beide, wo das ist. Natürlich. Das sind so Minen, die verbinden eure beiden Reiche, nach denen die Pässe einfach auch in den Kriegen zerstört wurden. Es ist schwer, die beiden Reiche. Es sind nur noch so geheime Gänge, die die verbinden. Und dazu gehören die Minen der Molians. Das ist dieses Maulwurfvolk, das da. Kann ich euch gleich mehr zu erzählen. Aber ja. Das ist ein bekannter Ort. Okay, wir sollten uns schleunigst auf den Weg zu den Minen Molians machen. Minen von der Molians. Der Molians, Molians ist ein Volk und die Minen gehören denen. Natürlich, die Minen der Molians machen. Denn, wenn das stimmt, was dein Vater Trias und Kublasch gesagt haben, dann haben wir es hier mit einer Verschwörung zu tun, die ganz Tormentosia in Mitleidenschaft ziehen könnte. Das betrifft uns alle. Alle. Ja, dann, was ist der kürzeste Weg? Zu den Minen? Ja, erstmal vom Saurier runter und dann, ihr wisst, wo das ist. Ihr könnt da hinfliegen. Das Problem ist, dieses Gebirge dazwischen kann halt auch ein Flugsaurier nicht einfach überqueren. Das Klima ist da schwierig und so. Ihr müsst tatsächlich durch die Minen, wenn ihr nach Ambros wollt. Ja.
Weil der einzige andere Weg wäre zurück durch Korheim, aber das ist jetzt nicht mehr so einfach für euch, weil ihr natürlich, ne? Du stehst im Grunde jetzt gegen dein eigenes Volk. In dem Moment, wo sich das rumspricht, was du gerade machst, das könnte als Hochverrat ausgelegt werden. Warum sollte sich das rumsprechen? Weil du was weißt, was du nicht wissen darfst eigentlich. Du weißt, dass Julia von Ambros nicht da war, und die Konnoisseure wissen das auch. Wenn die das anderen erzählt haben, die können natürlich jetzt eine Geschichte erzählen, in der du der Schuldige bist, ne? Aber die wissen doch nicht, was ich weiß. Was die Konnoisseure, die wissen das. Die waren ja dabei, als du rausgefunden hast, dass Julia von Ambros nicht wirklich da ist, sondern dass ihre Schwester sie mimt. Und für sie wäre natürlich jetzt das Einfachste, dich einfach ans Messer zu liefern. Suchbefehl gegen dich ausstoßen bei allen anderen Reichstrutzen. Ist nicht klar, aber es wäre eine Wahrscheinlichkeit, dass es sein könnte, dass du geächtet bist gerade. Dafür ist es nun zu spät, darüber nachzudenken. Also wir gehen erstmal raus und holen unsere Sachen wieder. Mhm. Ja, genau. Ihr könnt tatsächlich einfach das Bad verlassen. So, es ist gute Stimmung. Immer Santana. Ja. Er immer noch und pennt sich einen weg. Ihr kriegt an der Tür eure Kleidung wieder, eure Waffen kommen zurück. Ah, komm mal her, Mann. Deinen Stab wieder. Gerät. Ihr steht wieder vorm, wie haben wir ihn noch? Mampfkessel. Nun, das war interessant. Ja, aufschlussreich, wer hätte das gedacht. Na gut, immerhin sind wir gut erfrischt. Und dann würde ich sagen, auf in die Minen. Ja, achso, ja, okay. Ich pfeife und meine ganzen Fledermäuse flattern mir in den Mantel. Okay, ja, ja, die ganzen, weiß nicht, gibst die ganzen genau Fonds zurück. Und der sucht immer, obwohl da genau nur deine Fledermäuse sind, gleicht der jede Zahl immer so einzeln gegen eine ab, gibt dir die eine zurück. Jacke, Fledermaus, ja, ja. Jacke. Ah. Wie ist nochmal der Dino, den ich bekommen habe gerade? Ich sag mal, wie viele Dinos hast du? Der heißt Dangri. Dangri. Was kann der nochmal? Oder erfahren wir das erst? Anzeigen. Wenn er gut im Futter Gefahr anzeigen. Kann er Gefahr anzeigen. Mhm. Was frisst er? Weißt du das? Fleisch. Alles tatsächlich. Dangri hat einen Bärenhunger. Also den muss man richtig bei Laune halten. Du wärst verblüfft, was der wegnascht. Ich hab so ein Auto. Ich sag mal, ein Kotfest, an dem der teilnimmt, ist mindestens doppelt so groß. Also er kriegt regelmäßig, ohne dass ich es erwähne, zugesteckt. Okay. Ja, ist auch wirklich, er guckt auch immer ganz hungrig zu allen Händlern, die da so rumstehen. Ja, gut, dann hier, gebe ich ihm Flatt. Das ist so dahin, die Fledermaus. Der Radar funktioniert nicht. Ah. Geben Sie sie einfach, sie hat einen schnellen Tod verdient. Hier. Die Flügel zuckeln noch so aus den Mundwinkeln raus. Mach's gut! Wollen wir uns noch ausrüsten oder fühlt ihr euch gut ausgestattet für die Minen? Guter Punkt. Wir können uns Proviant besorgen und Bandagen. Wie wär's? Gibt es hier vielleicht auch herausragende Waffen, Technik, Dinge, die uns helfen können bei unserem Unternehmen? Kommt drauf an, was für Technik? Also so Dampfzwergentechnologie könntest du hier kriegen, das Marion-Technologie wäre schwierig. Nicht unmöglich, aber ist halt das andere Ende der Welt quasi, ne? Ja, ich kenne mich auch nicht so gut aus mit dem Kram. Nee, dann komm. Wir kriegen es hin. Ja, ist jetzt nicht unmöglich, ist nur halt wirklich weit weg von zu Hause. Okay. So. Okay, dann machen wir uns auf zu den Minen. Okay. Ja, ihr könnt so zu eurem Saurier zurück und könnt runterfliegen, wenn ihr wollt. Ihr könnt den Fahrstuhl benutzen, wie ihr möchtet. Als ihr am Quetzalcoatlus ankommt, wie heißt der jetzt nochmal? Der Quetzalcoatlus ist eine Frau. Ach so. Heidi Kabel? Hm? Ach so, dann kommt ihr bei Heidi Kabel. Wir kommen bei Heidi Kabel an und Baldrian steht da schon. Ja. Baldrian, mein Freund. Freut sich ganz doll, dass er dich gefunden hat. Das hintere Bein tritt so schnell, dass halt wirklich so da kurz Flammen am Boden sind. Dann auf zu den Minen von Molien. Wie Mole? Der Maulwurf? Molien. Jetzt ist die Eselsbrücke. Da siehst du, jetzt spürst du. Ich weiß, ich habe auch gemerkt, du hast nur noch nicht verstanden. Jetzt. Also du fliegst auch wieder mit dem Quetzalcoatlus. Ich bin mein Mathelehrer. Jetzt, du steigst auf den Quetzalcoatlus. Ja, ich lade dich herzlich ein. Okay. Wir fliegen da jetzt. In dem Moment, als du aussteigst, siehst du Baldrian in. Donnert wieder los, so, weil er schon weiß, was passiert. Und als ihr abhebt, entscheiden wir uns, eine kurze Pause zu machen und sind gleich wieder für euch da. Okay. Mit den Minen der Molians, zu denen es jetzt geht, und dem, was ihr entscheidet, was da drin passieren könnte. Bis gleich. Der Endkampf. Ja,
Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Ihr habt euch gerade auf den Weg gemacht. Ich steig mal nahtlos ein. Seid wieder auf den Quetzalcoatlus gestiegen und fliegt zu den Minen der Molians. Cool. Aber wir haben noch einen Tweet vorher. Dann zeig mal her da. Ja, habe ich Lunte gerochen. Was wird da gebaut? Kann man das erkennen? Requisiten, ne? Requisiten. Ach so. Ja, interessant. Aber für was? Weiß ich auch nicht. Ja, die schicken sie vielleicht irgendwann. Das wäre krass, wenn sie die Sachen, die wir jetzt besprechen, schon bauen. Du erwähnst irgendwas, alles klar, eine Badewanne mit einem Elefanten. Wir haben ja nur ein Jahr Zeit, bis die nächste Folge kommt. Na, vielleicht schaffen wir es ja diesmal wirklich. Bis Weihnachten. Ja. Wenn wir uns alle ein bisschen benehmen. So, ihr steigt auf den Quetzalcoatlus, erhebt euch in die Lüfte und dann kann man auch mal so ein bisschen die Aussicht genießen über die Ebenen. Das ist nämlich so wirklich weites Land. Man kann auch hier und da wirklich einen T-Rex mal laufen sehen. Saurier überall. Es gibt so ein paar Wälder. Ihr seht auch unten so in der ganz weiten Ferne, seht ihr so eine Schlange aus Gips. Diesen Wesen, die sich da so durch die Landschaft marschieren. Und ihr könnt schon die Bergkette vor euch erkennen. Also wirklich so eine riesige Bergkette. Und während der Quetzalcoatlus drauf zufliegt, wird er schon immer langsamer. Man merkt schon, dass er auch, der Quetzalcoatlus weiß, das ist eine Barriere. Und wenn du so nach hinten guckst, siehst du so ein bisschen Entfernung, siehst du aber schon eine kleine Staubspalte. Und man sieht, dass Baldrian so in voller Power euch folgt am Boden. Wollt ihr irgendwas tun während des Fluges? Irgendwas Besonderes oder so? Ich gebe euch nur kurz mal Zeit. Ist alles in Ordnung, Trias? Ich habe das Gefühl, unser, wie heißt er? Heidi Kabel, was? Nee, dein Reiter. Quetzalcoatlus? Ja, hat der Namen? Heidi Kabel. Heidi Kabel. Ich habe das Gefühl, dass es Heidi irgendwie nicht gut geht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal ernsthaft in einer Sendung sage, dass der Saurier Heidi Kabel heißt. Oh. Na, natürlich geht's ihm nicht gut. Wir verlassen die Lithikalebene, das ist sein Zuhause. Und vor allen Dingen schafft er es nicht über die Berge rüber. Ich befürchte, er muss uns am Fuß der Minen absetzen und den Rest müssen wir zu Fuß gehen. Aber das habe ich euch ja bereits mehrfach gesagt. Nur ich denke, das sind die Nachwirkungen der Substanzen, die ihr in dem Badehaus zu euch genommen habt. Ja. Das Kurzzeitgedächtnis. Apropos Badehaus. Bin ich der Einzige, der darüber reden möchte, dass da Ihr Vater zusammen mit dem Herr Kublatsch zusammen... Fanden Sie das nicht? Ist das nicht komisch? Mein Vater ist der Einzige, der das etwas seltsam findet? Oder ist das eine Geflogenheit ihrer Rasse? Mein Vater ist ein sehr respektabler, sehr respektierter Mann bei uns auf dem Rücken des Riesensauriers. Und wenn ein Mann von solch einer politischen Gewichtigkeit wie Kublatsch unentdeckt auf diesem von vielen Völkern und Rassen bevölkertem Dino-Rücken leben möchte, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich an meinen Vater wendet. Ich weiß noch, dass er teilweise viele Wochen und Monate einfach verschwunden war und dann hat man ihn einfach unter dem Bett irgendwo in einem anderen Haus gefunden und er wusste auch nicht, wie er dort hingekommen war. Mein Vater ist ein mysteriöser Mann. Ein Mann vieler Geheimnisse. Aber er hat dem Herr Kublatsch das Leben gerettet, so scheint es mir, durch das Verstecken von ihm. So sind wir. Oder ja, das würde ich auch mit euch machen übrigens. Ja. Lieber nicht unter einem Bett. Nein. Wohnung wäre ganz gut. Verzeiht, dass ich meine Dringlichkeit. Aber es ist dringend. Du hängst dich am besten einfach über die Seite und dann lässt du es laufen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wir müssen jetzt wirklich hier im Sinkflug zu den Minen Molians. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss wissen, was es mit Julia von Ambros auf sich hat. Ja, dann halt dich mal fest. Heidi Kabel! Dein Atemraum nimmt Sturz. Genau, und es geht so nach unten. Und ihr seht schon so ein Plateau. Da sind mehrere Eingänge zu so Minen und so. Und ihr wisst, das ist halt so ein Minenkomplex, in dem man reingehen kann. Und Heidi Kabel landet so davor. Ist natürlich ein bisschen eine holprige Landung. So, ne? Und dann steigt ihr ab und Baldrian ist noch ein Stück entfernt, aber man hört schon so entfernt so ein leicht
Ja. Wollt ihr irgendwas tun? Ihr steht jetzt auf diesem Plateau. Ja. Ihr könnt unten die Ebenen sehen. Hier und da sind so ein bisschen dschungelartige Dinge, aber es ist fast schon eher wie eine Wüste. Also wirklich so eher so ein trockenes Land um euch herum. Und ihr könnt in diesen Tunnel reingucken, aber es ist nur Dunkelheit. Darf ich etwas vorschlagen? Wie Sie wissen, habe ich ja meine Fledermäuse. Ich erwähne sie ja relativ häufig. Und die könnten uns den Weg weisen, die könnten uns die Karte, diesen Tunnel katalogisieren. Sie können so ziemlich alles, was eine Fledermaus eben so kann. Wäre das von Interesse? Zum Glück haben wir uns noch Fackeln gekauft auf dem Fackelmarkt. Und wir haben die Flasche. Genau, ich erinnere mich auf den Fackelmarkt. Ja. Und wir haben auch eine Leuchtflasche bekommen von den kleinen, wüchsigen Riesentypen. Habt ihr in der Tat bekommen. Haben wir bekommen. Mhm. Ich erinnere mich. Gut, nun, Fledermäuschen. Haben euch tatsächlich eine gegeben. Ich nehme sie jetzt, ja? Oder soll ich jetzt einfach... Kannst du benutzen, du hast einfach Licht dann, ja. Nein. Die Fledermäuse. Du musst einmal würfeln. Du hast, glaube ich, Fledermaus-Dressur. Postferatu. Du hast einen Wert auf deinem Bogen, der heißt irgendwas mit Fledermaus. Ja, ich habe Fledermaus-Scout. 50. Genau. Ja, dann würfel mal auf Fledermaus-Scout. Eine 77. Das wird eng. Okay, du schickst die Fledermäuse in die Tunnel. Auf! Horst Ferrato, auf! Karl Schall! Das sind die beiden dümmsten, muss ich hinzugeben. Und die fliegen! Na, du schickst zwei rein. Karl Schall. Mhm. Beide fliegen rein. Und man hört erst noch so ein Flattern, eine ganze Weile aus. Und dann läuft sich das Flattern einfach so aus. Man hört überhaupt nichts mehr. Und es kommt auch nichts zurück. Mir war, als hörte ich ein leichtes... Aus den Tunneln kommt wirklich so eine beklemmende Stille. Sonst nichts. Ruf Karl. Karl! Karli! Ich glaube, die kommen nicht mehr wieder. Karli! War das jetzt ein Echo? Mhm. Seit wann kannst du denn reden, Karl? Karl! 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 Das ist Zauberei! Was geschieht hier? Nein, das nennt sich Echo. Also der Schall wird von den Höhenwänden zurückgeworfen, vervielfältigt und kommt als Echo zu uns zurück. Was? Was? haben wir Licht? Also wir haben diese Lichtquelle, ne? Wir haben diese Lichtquelle, ja. Männer, ich weiß. Jede menschliche Seele verkriecht sich so weit ins Innere des Leibes, wie es nur geht, wenn man vor einem solch furchteinflößenden dunklen Schlund steht, in dem es voller unbekannter Gefahren wimmelt. Aber wir müssen unser Herz und unsere Seele aus dieser Ritze zurück ins Licht ziehen und tapfer voranmarschieren in die Dunkelheit hinein, denn wir sind das Licht in der Dunkelheit, in der unser aller Völker zu versinken drohen. Schöne Rede, aber sieht aus wie bei mir zu Hause. Ich war hier schon ganz oft. Ach so, na gut, dann habe ich nur für mich geredet. An dem hat er schon Mut, aber also gut. Nehmen wir unsere Reittiere eigentlich jetzt mit rein? Oder? Ihr könnt die mit rein. Der Quetzalcoatlus wird schwierig. Der ist zu groß. Also Baldrian könnt euch schon folgen, aber der kann da nicht mit reinlaufen. Ja, der kann sich da reinpressen. Das ist nämlich ein Quetschalcoatlus. Nee, du hast mir eben noch erzählt, dass der noch größer geworden ist im letzten Jahr. Und Heidi Kabel heißt... Ja, das stimmt. Zum Glück hat er Kinder bekommen. Nee, der kann da nicht rein. Also deine kleinen Dinos kannst du mitnehmen, aber das ist einfach unrealistisch, dass dieser riesige Flugsaurier sich diese kleinen Tunnel zwängt. Gut, das müsste ein Paläontologe jetzt bewerten. Aber okay, wenn du dir das anmaßt, das ist... Aber dann sage ich Baldrian, er soll Quasar Heidi Kabel, dass er nicht alleine ist. Dass die beiden... Du wartest hier, gebt gegenseitig auf euch Acht. Okay. Baldrian, aber denk dran, er kann fliegen. Lauf dich wieder gegen die Wand. Gut. Man sieht hier so eine Beule und hier noch eine. Du kannst noch nicht fliegen. Gut. Okay, dann lassen wir die Reittiere zurück und gehen in den Tunnel rein. Mit der Leuchtflasche. Irgendwas machen, bevor ihr in den Tunnel geht. Ja, wir haben diese Leuchtflasche. Und die Fackeln noch. Mhm. Und die Fackeln habt ihr nicht. Wir haben die Leuchtflasche. Haben wir die nicht gekauft? Ich auf dem Fackelmarkt, auf den ihr gegangen seid? Ja. Mann, warum haben wir nicht einfach eine Fackel gekauft? Naja, weil aber wir haben doch Fackelmann. Wir haben die Leuchte doch. Wir haben die Leuchtflasche. Und ja, okay, dann geht ihr in den Tunnel. Ihr geht rein und geht so Schritt für Schritt. Die Lampe ist tatsächlich sogar besser, als ihr erst dachtet. Je weiter ihr reingeht, desto heller scheint die sogar zu werden. Die ist also besser als eine Fackel. Ja. Wesentlich besser als eine Fackel. Da würde eine Fackel ganz Sinn ergeben. Nee, aber die Lampe, da ist schon, ne? So, gehen diese Tunnel und in den Tunnels sind auch so
sind so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Mine, die man so besichtigen kann, wo jemand so einen Fuß, so einen Holzpfad in so eine Mine gemacht hat. Also am Anfang ist schon noch gut wegbar. Es ist wirklich so Holzpfade, jeder Dark Souls-Fan kennt es wahrscheinlich, halt irgendwie so Leitern, die so runterführen und so. Man kann relativ gut dem Weg folgen. Aber dadurch macht man auch ziemlich schnell Meter so und geht wirklich schnell tief unter die Erde. Mhm. Es ist immer beklemmender und beklemmender und ihr seht auch einfach gar kein Licht mehr von draußen. Ich hau gegen jede Wand. Also hauen so oder mit einem mit Metall? Ich rolle gegen jede Wand. Wie jetzt? Hast du mal Dark Souls gespielt? Dark Souls. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ich habe übrigens immer, ich bemerke, ob mein kleiner Raptor hier anschlägt, ne? Danke, Ri. Ja. Füttert wurde er nicht halt, ne? Ich habe ich ja, darum habe ich vor der Höhle noch mal gefragt, wer füttert, okay, pass auf, das machen. Fairness halber, ich habe bewusst aktiv zu dir gesagt, dass ich quasi jetzt, ohne es immer zu erwähnen, was fütterst du dann, Geri, denn? Ich habe extra, das habe ich wirklich gesagt, ich hatte gesagt, dass wir Proviant einpacken. Ja. Das habe ich habe Fackel haben wir nicht gehabt, ich habe gesagt, wir holen noch Proviant, als er gefragt hat, was wir noch machen. Und das Proviant. Ich dachte, er hätte gesagt, macht ihr nicht, ehrlich gesagt. Ich hab doch gesagt, nö, so ein bisschen oder ausgestattet. Nicht. Wir haben nur keine besonderen Sachen geholt. Ja. Okay. Plus, er hat gerade eben eine Fledermaus gegessen. Ist jetzt das letzte Mal, ab jetzt, wenn ich frage, tut ihr noch irgendwas und Dangri wird nicht gefüttert, funktioniert. Aber okay, können wir machen, aber dann muss ich ja alle zwei Minuten sagen, ich füttere Dangri. Ich frag immer, wollt ihr noch irgendwas machen? So, und wenn Dangri besonders hungrig wird, sage ich dir das, aber versuch einfach dran zu denken. Okay, der ist halt wirklich stark. So, und es ist ein gutes Item quasi. Mach mal so, ich hatte es deswegen extra gesagt. Genau, er quiekt gerade, man hört ihn auch. Mhm. Ganz hungrig. Sehr süß. Der arme Dangri, sehr hungrig auch. Er kriegt natürlich was Leckeres. Ja, lecky schmecky. Aber in dem Moment, als du ihn fütterst, richtet er sich aus. Bing! Ganz gerade, also es ist Gefahr. Männer, Dangri schlägt an. Verteidigungsposition einnehmen. Okay. Nimm meinen Speer. Ich habe auch einen Speer. Ich bin eigentlich besser im Speerkampf als im Axtkampf. Ich nehme meinen Speer. Okay. Warte ganz kurz. Okay, ihr seht erstmal aber nichts. Also es ist keine unmittelbare Gefahr. Auch Dangri ist mehr so ein irgendwo in der Nähe ist Gefahr. Also ihr könnt weitergehen, ihr könnt zurückgehen, das könnt ihr entscheiden. Haben wir nicht noch vielleicht einen Fledermaus-Scout, den du opfern möchtest? Vielleicht einen von den Klügeren mal. Kann ich das denn? Kann ich immer wieder würfeln? Weil ich meine, genug. Immer wieder machen. Also jetzt gerade ja, du könntest es jetzt. Also ich würde gerne zwei Sachen machen. Mhm. Mann, öffne ich endlich Koffer Klaus und lass ihn raus. Koffer! Ich meine Klaus! Als dieses ekelhafte Stück Fleischklumpen aus dem Koffer rollt, wird euch beiden ganz anders. Also Koffer Klaus sieht wirklich aus wie irgendwie, ja, das, was am Ende des Tages unterm Gyrosspieß weggefegt wird, zusammengenäht mit Augen. Ja gut, das ist, der sieht halt so aus, aber er fühlt sich wohl, machen Sie sich keine Sorgen, er riecht ein bisschen. Dann rufe ich nun Giovanni Flatteroni. Und dann kommt er irgendwie so raus. Ja, ja, kommt so raus. Giovanni, du gehst jetzt raus. Und du suchst mir jetzt, du malst mir die Karte. Sag mir, was da ist. Go! Husch, husch. Und dann fliegt er weg. Okay, der fliegt los. Würfel. Und ich kann jetzt neu würfeln. Ja, vielleicht kann jetzt endlich auch mal eine von meinen Fledermäusen irgendwas Sinnvolles machen. Gefressen werden fand ich schon relativ sinnvoll. Ach komm, leck mich doch mal am Fett. Du kannst aber auch, du hast noch einen Rewurf, ne? Du kannst theoretisch Geistesblitzfunk benutzen. Geistesblitzfunk. Wie viele hast du auf die Kategorie? Da steht oben drüber ein Wert. Ja, bei den anderen, aber nicht bei mir. Und hast du den nicht ausgerechnet? Ja, möglicherweise. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich ein oder zwei. Einen hast du auf jeden Fall. Mach mal einen. Ja, ja. Also einer weg. Minus eins, schreibe ich da hin. So, darf ich nochmal? Da kriege ich jetzt eine 71. Ah, eine 40. 400. Nee, 40. Das heißt, geschafft, oder? Fledermäuse Scout habe ich 50. Ja, hast du geschafft. Sekunde. Ja, endlich kann sie mal was. Wer ist Giovanni Flatteroni? Mhm. Ja. Okay, Giovanni Flatteroni kommt zurück, landet bei dir, gibt dir erstmal gar kein Zeichen, aber dann siehst du, dass so ein leichtes Schimmern um die Ecke kommt. Also da kommt irgendwie Licht. Als ob jemand auf euch zukommt, der auch eine Lichtquelle trägt. Und dann hört man so ein leichtes so... Verstecken, Männer! Also es ist nicht riesig, sondern einfach, als ob jemand so wackelig auf diesem Holzpfad läuft. Wollt ihr euch verstecken? Ja, oder sieht, ich, dass der uns erstmal nicht sieht, oder? Ich bin schon mehr oder weniger zur Wand geworden. Wer kommt dort? Die Lichtquelle bleibt auf einmal stehen. Gebt euch zu erkennen! Mein Name ist Tantra Lagoon von den Reichstrutzen! Wer geht dort? Tantra Lagoon von den Reichstrutzen! Schnuff! Von den Maulians. Kennt einer Schnuff?
Keine Ahnung, nie gehört. Was tut ihr in meinen Tunnels? Wir sind auf dem Weg nach Ambrosia. Ihr seht auch noch niemanden. Man sieht diesen Lichtschein um die Ecke. Gebt euch zu erkennen. Einmal für den Kontext. Molians sind nicht per se gefährlich, aber wenn man sich ihren Siedlungen nähert, finden sie das nicht besonders geil. Und sie sind halt Sammler. Also wenn sie eine Chance wittern irgendwem, also ich sag mal, die würden euch auch den falschen Weg potenziell erzählen, damit ihr irgendwo runterfallen und sich euer Zeug krallen könnt. Sind jetzt nicht die ehrenhaftesten Wesen in dieser Welt, aber schon auch stolze Wesen. Das heißt, man sollte ihnen jetzt auch nicht blöd kommen und die leben in ziemlich großen Gemeinschaften. Alleine, nicht besonders gefährlich, insbesondere deren Farmer nicht. Deren Krieger sind kleine wandelnde Festungen. Also wirklich komplett mit Panzern bedeckt, riesige Krallen und so. Die können schon gefährlich werden, wenn man sich mit denen anlegt. Wir kommen nicht in böse Absicht. Wir wollen nur nach Ambrosia. Okay. Nach Ambros? Ja, hab ich doch gesagt. Dann seid ihr allerdings im falschen Tunnel. Oh, hab ich die Karte falsch umgehalten? Könnten Sie uns vielleicht, du weißt doch was über die Völker. Ja. Was wollen die denn so? Was ist denn eine Währung für die? Molians sind auf jeden Fall, die sammeln all möglichen... Würfel mal drauf. Du hast Völkerkunde sogar, ja, glaube ich, ne? 40. Würfel mal Völkerkunde. 75. Ich hätte sogar leichter jetzt trotzdem. Du könntest aber nochmal. Wahrscheinlich egal. Du hast jetzt nichts Spezielles gehört. Alles, was andere auch wert. Das sind halt so, die sind halt hier in der Mine zu Hause. Darf ich mich auch vorstellen? Mein Name ist Trias Drodon aus der Didikal-Ebene und das ist unser hervorragender Freund. Ja. Sagen Sie, niemand kennt sich hier so gut aus wie Sie. Es sind Ihre Tunnel, es ist Ihr Zuhause und wir respektieren dieses unfassbare Bauwerk und Ihr Volk. Ich will mal einfach nur allgemein auf deinen Wert interagieren, weil du versuchst ihm zu schmeicheln. Das ist jetzt es kann nicht schief gehen. Ich will nur wissen, wenn es klappt, ist ein Vorteil. Okay, warte mal, jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen rechnen. Also 81 plus 65 plus 51 sind, was habe ich da? 110, 116? Ich hab im Chat schon ausgerechnet. 197. Nee, ich muss noch lauter. Ich glaube 197 oder so. Okay, dann hast du mal länger 107. Und 19, das ist ungefähr 20, ja. 20 oder weniger, dann hast du es geschafft. 13, das ist tatsächlich geschafft. Ja. Gut, Mann, das ist der Unterschied. In der Tat. Und dann tritt er hervor. Ihr seht ein Molian, wir können ihn mal einblenden. So sieht ein Molian aus, da haben wir, glaube ich, ein Concept Art. Dauert immer eine Sekunde, weil das nicht ganz so einfach ist, so Sachen so fix mal eben einzublenden. Da kommt er. Ein Molian. Hinter ihm eins seiner Reittiere und er scheint Pilze zu sammeln. Ein Molian-Farmer ist hier unterwegs. Nicht stark bewaffnet, sind auch jetzt nicht dafür bekannt, aggressiv zu sein. Ein Krieger hättest du auch gewusst, der hätte dir ein Problem gehabt, der hätte euch als Eindringling gesehen, mit dem kann man durchaus reden. Also wenn ihr wollt, zeige ich euch den Weg. Sehr gerne. Können wir denn im Austausch für diese sehr freundliche Führung durch ihre großartigen Tunnel auch was Gutes für sie tun? Also was bieten sie denn an? Ich sehe, sie lieben Pilze zum Beispiel. Aber wir können doch nicht jetzt Venenarios Füße abhacken. Das sind bestimmte Pilze, die Molians essen. Das weißt sogar du. Das ist nicht irgendein dahergelaufener Pilz. Die züchten die, das ist wie eine Farm quasi. Ja. Du bietest ihm an, was er selber mehr hat als du. Waren Sie schon mal auf dem Markt in, wie heißt die Hauptstadt nochmal? Megalospoli? Ja, oder in Schorheim? Megalospoli. Mhm. Die ist ja näher dran, ist ja ganz der. Ja, ja. Waren Sie schon mal auf dem Markt in Megalospoli? Nein, da leider noch nicht. Da waren Sie noch nicht? Ja, mein Freund, da möchte ich Sie aber einladen. Ich komme aus dieser Stadt. Mein Name hat dort Gewicht. Ja, wissen Sie was? Mein guter Freund hier, Tantra Lagoon, der wird mal eine bare Münze für Sie springen lassen. Und dann machen Sie sich mal eine schöne Zeit in der Hauptstadt. Und wissen Sie was? Aber wie komme ich denn da hin? Zu Fuß. Haben Sie mal meine Füße? Guckt so an sich runter, er ist da wirklich kleine Stummelfüßchen. Also, der ist eine Weile unterwegs, wenn der laufen muss. So. Ich möchte Ihnen mal was sagen. Folgendes. Ich reiß ein Stück von meinem Ärmel ab. Reib den nochmal so an meinem Körper. Nehmen Sie das. Draußen vor dem Höhleneingang. Da steht ein Quetzalcoatlus. Nicht erschrecken, er ist riesig groß und unglaublich stark. Ui. Er heißt Heidi Kabel. Geben Sie ihm das, lassen Sie ihn daran riechen, dann weiß er, dass Sie von mir kommen. Und er fliegt Sie kostenlos in die Hauptstadt. Das ist eine feine Geste von Ihnen, das muss ich schon sagen. Ja. Also ich zeige Ihnen gern, wo es lang geht. Gerne, dann auf! nice. Keine Frage doch. Ja. Diese Pilze. Nein, Tantra, ich dachte, was haben wir gesagt? Nie. Naja, aber der Mann kennt sich aus. Ja. Kann man die, also wie... Vielleicht könnte ich also einen mitnehmen.
Bin zwei. Er gibt dir so einen glühenden Pilz. Tatsächlich, der wie eine Lampe funktioniert. Oh. Also er gibt dir so einen. Was kann ich mit dem machen? Er leuchtet blau. Okay, danke. Dann. Haben Sie auch hier einen, der blau macht? Furchtbar. Okay. Okay, er geht ein Stück mit euch zurück und zeigt euch so, kommt mit, kommt mit. Aber ich hab natürlich immer ein, hier meinen Dino. Ja, ja. Fütter den immer, ich muss das ja sagen, ich fütter den und pass auf, auch, dass nicht irgendwie irgendwo in eine Gefahr, in eine Falle gelockt werden oder auf einen Abgrund oder irgendwas. Ja, das findet er ganz, das findet er schon gut, dass du ihn so ein bisschen streichelst und so. Aber nee, alles scheint, also er scheint ruhig zu sein, ihn scheint nichts zu stören. So. So, der läuft ein Stück mit euch zurück und dann gibt's links einen Gang tatsächlich. Der ist euch gar nicht aufgefallen erst so richtig, weil es halt die Gänge sind auch ein bisschen klein und so. Und sagt, in die Richtung, wisst ihr was? Ihr seid so großzügig. Ich würde euch Bertha Auguste geben. Gebt euch dieses Schwein. Schickt euch so in seine was Richtung, die Zügel von diesem Schwein. Er hat so ein Reiterschwein bei sich. Ja, so ein, und die Dinger sind auch ziemlich, ne, die können sich schon verteidigen. So. Den Namen hat sich vergessen. Kay, im Chat kannst du mir gerne einmal nochmal den Namen dieser Schweine sagen. Die haben schon einen Namen. Sehr schön. Und ja, das ergibt euch die Zügel davon. Sehr treue Tiere. Es gibt zwei Varianten von denen. Es gibt die quasi als wilde Variante und als domestizierte, die eigentlich nur Molians haben. Das ist schon was Besonderes. So, und sehr praktisch, weil die halt in diesen Tunnels agieren können. Man kann auf denen reiten, die können Sachen. Wackensnaut, so heißen die. Wackensnaut. Okay, Hammer. Wackensnaut. Ein toller Wackensnaut. Wackensnaut. Dann mach ich mich davon und rennt so in Richtung des Ausgangs mit diesen kleinen Tüchlein. Er watschelt so weg und man sieht das so, so wackeln. Und der ist dann auch schon, ist er auch schon weg. Ja, das Gute ist, ich habe Tierdressur. Das war aber nett von ihm, uns Proviant mitzugeben. Oh ja, nein, Wackensnaut wird nicht gegessen. Ja, noch nicht. Ja, irgendwann. Nee, nicht. Das ist ein fühlendes Lebewesen. Ja, sie müssen es ja nicht essen. Niemand wird es essen. Kann ich schon essen. Außer vielleicht, wenn wir sehr hungrig sind. Na gut, ich will ja auch nicht sagen, dass man. Ich sag mal so, man muss sagen, die sind schon lecker. Also, da muss man gar nicht so hungrig sein, um Wackensnaut wegzunaschen. Siehst du, er arbeitet gegen dich. Du hast keine Chance. Nee, aber es ist schon jetzt gerade sinnvoller als Reittier für dich. Ja. Und auch die tragen halt, die können kämpfen, die sind auch wirklich gefährlich. Also können wir da alle in Rüstung und so? Naja, schwierig. Hat ja auch noch, also im Moment, wir können das Bild nochmal sehen, der hat diesen Korb auch auf dem Rücken mit diesen Pilzen drin, die hat er euch auch dagelassen, die man halt essen kann. Ihr könntet wahrscheinlich schon, wenn ihr unbedingt wolltet, zu zweit darauf reiten, aber dann wäre es jetzt nicht mehr schnell. So ein Molien ist halt auch nicht riesig, der ist halb so groß wie zum Beispiel Tantra. Passt schon. Nee, dann passt schon, ja. Ja, es ist nicht wirklich ein Reittier für euch. So. Okay. Es ist schon ein Kampftier halt. Ja. Ja, okay. Ja, dieser Tunnel liegt vor euch, der euch gezeigt wurde. Ja, wir gehen da weiter. Ich mit dem roten leuchtenden Pilz voraus. Okay. Mit dem anderen leuchtigen und hier ist blau, der Pilz. Blau, mit dem blauen, fütter meinen mit dem Blaulicht. Mhm. Dankeriss und. In dem Moment, wo du ihn fütterst, schlägt er wieder richtig doll an. Vorsicht, Männer! Dankeriss schlägt an! Kampf, macht euch kampfbereit! Ich hab der Tierdressur 140, ne? Also ich kann das Tier schon auch kommandieren. Ja, wenn du darauf würfelst, ja. Ich würde es um 50 erschweren, weil es eine ganz andere Art ist, aber wäre immer noch. Mhm. Ja, wobei 50 ist ein trainiertes Tier, aber ich würde es um 30 erschweren. Ja, okay. Ja, ich weiß, du hast super viel, da müssen ja fair sein. Ich glaube, nee, ich mehr machen, nur weil du einen höheren Wert. Ja, du hast vielleicht recht, das stimmt. Ja, okay. Gut. Was macht ihr? Also, wir spüren durch. Wie heißt der nochmal? Dangriss. Dangriss wieder Gefahr. Und als ihr so innehaltet, spürt ihr auch eine leichte Vibration im Boden. Und der Wackensnaut wird auch so ein bisschen unruhig. Was ist los, Wackensnaut? Wie war das? Kannst du übersetzen? Ja, er hat gesagt, der Boden vibriert. Was löst diese Vibration aus? Hat irgendwer von euch irgendwas, das besonders feine Sinne, irgendwas, das jetzt gerade so... Spuren das, lesen. Spuren lesen zum Beispiel würde ich gelten lassen. Da würde ich sagen, okay, du hast ein Auge für deine Umgebung, so. Hast du das? Ja. Okay, würde ich dich drauf würfeln lassen. 50. Okay, wir wissen alle, was passiert. Den blanken Wert. Ja. Du schaffst das mit einer 23. Und fail. Nee. Das ist 80. Okay, doch. Ist gerade? Ja, warum würfel ich überhaupt noch? Ist der gerade? Der liegt doch nicht. Na, es war schon, liegt, ja. War schon die 80. Ja. 89, okay. Um genau zu sein. Kannst du nicht. Das ist das Maximum. Hessen-Abi, der Typ. Wir nähern uns dem kritischen Misserfolg. Theoretisch überall hat er irgendwelche mehr Zertifikate. Aber du merkst nur, auch nur, es vibriert. Es vibriert doch überhaupt nicht.
Ja, ich weiß auch nicht kritisch. Du merkst, es vibriert, aber du kannst jetzt auch nicht mehr da reindeuten. Wird das stärker, das Vibrieren? Gerade noch nicht. Irgendwas löst diese Vibration aus. Es könnte gefährlich sein. Wenn wir uns verstecken, geht es vielleicht an uns vorbei. Oder wir wissen, was es ist. Oder ich kann eine meiner vielen Fledermäuse, die immer weniger werden, in diese Richtung schicken und wir wissen definitiv, ob es freundlich ist. Das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Wen denn? Diesmal wollen wir uns doch beraten, wen wir schicken. Ja, finde ich auch. Ja, suchen Sie sich einen aus. Ja, ich nehme... Sind alle gut, ne? Flat-Flat ist leider schon von uns geflogen. Flat-Flat ist schon weg. Dann nehmen wir Horst Verrat. Der ist leider auch schon auch weg. Schon weg. Dann nehmen wir Elisabeth. Elisabeth! Pass auf, Elisa, das ist jetzt dein Moment. Keiner glaubt an dich. Du stehst auf der Liste ganz unten, aber jetzt ist dein Moment. Achtung, flick, 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 flick. Oh Gott, Elisabeth fliegt weg und du siehst so eine kleine Träne runterfallen. Aber völlig unnötig, ihr echt noch einen mitzugeben, während sie losfliegt. Aber ich darf würfeln noch. Ja, ne? Um 5 erleichtert, weil Elisabeth dich echt beeindrucken will. Okay. Jetzt. Oh Gott, eine 90. Wir schaffen keinen einzigen Wurf, er schafft jeden. Kann das sein? Ja, Elisabeth fliegt in diesen Tunnel und man hört auch was. Man hört erst dieses Flattern, auf einmal hört man so ein und jetzt wird das Vibrieren lauter. Und man hört so eine Art kriechendes, drehendes Geräusch, als ob sich so Ringe über so einen Boden schieben, als ob jemand so auf euch zukriecht. Und in dem Moment, als das verstummt, das Schreien von Elisabeth, die offensichtlich versucht, zu euch zurückzufliegen, seht ihr den Kopf von so einer Art Wurm um die Ecke kommen. So eine Öffnung, so ein pinkes Etwas, mit so wie so ein Regenwurm, nur viel größer. Nimmt den halben Tunnel tatsächlich an und kriecht so auf euch zu. Und in der Mitte ist so ein kleiner Mund mit so drehenden Zähnen, der so auf euch zu, wie so eine Kreissäge auf euch zukommt. Ein Nemagyro ist das. Das sagt euch beiden was, das sind riesige Würmer, die in den Gebirgen leben und sich so durch die Tunnel fressen. Der schlimmste Feind der Molians, aber auch ihre größte Futterquelle. Also, das heißt, sie sind besiegbar. Die sind besiegbar, ja. Also, du weißt, dass Molians die besiegen. Aber wie, ne, auch das ist Molians so friedlich der war, den ihr getroffen habt, das sind schon ernstzunehmende Krieger. Du weißt, dass ein Molian was besiegt, ist jetzt nicht so, haha, das kann man leicht besiegen, sondern holla, die Waldfee. Das kann wie heißt das Ding, was da kommt? Ein Nemagyro. Oder Nemagyro, kannst du aussprechen, wie du möchtest. Also, der Nemagyro. Das sind schon starke Würmer. Nochmal wichtig, das kommt gerade auf euch zu, ne? Also es kommt näher, das hat euch bemerkt. Ach ja, stimmt so. Achtung, ein Nemagyro! Der Wagen geht direkt so in Kampfposition. Okay, ich gehe auch in Kampfposition. Ihr seid zum Glück an so einer Stelle, wo es ein bisschen breiter ist. Also er kann mit dem Kopf zu euch rein, aber er kann sich zum Glück nicht aufrichten oder seine ganze Kraft gegen euch einsetzen. Okay, ich greife an. Okay, wir sind in einem Kampf dann. Dann, mit was möchtest du angreifen? Mit einem Zweihänder, nehme ich an. Ich weiß auch nicht, warum fragt verlegen, wie wir am besten... Ja doch, würfel mal ganz normal eine Attacke auf den Nemagyro. Ist halt ein riesiges Ziel, den kann man treffen. Okay, ich hab 100. Ja, würfel mit... Du kannst immer noch nur 100 würfeln. 21. Das ist kein kritischer Erfolg, aber es ist ein Erfolg. Okay, du schlägst zu, du kannst Schaden auswürfeln. Wie viel Schaden macht dein Schwert? Haben wir das irgendwo mal vermerkt? Wo? Das sollte eigentlich auf deinem Bogen mal stehen. Nee. Mit nirgendwo vermerkt, hast du auch keinen extra Bogen dafür gemacht. Ich sehe gar nicht. Du hast noch nie mit deinem Zweihandschwert geschlagen, glaube ich, ne? Wir haben noch gar nicht. Wir haben, glaube ich, alle noch nicht gekämpft, ne? Ja, dann machen wir mal. Wo haben wir die W6? Die müssten da vorne, irgendwo müsste noch ein Würfelbeutel sein. Kann auch sein, dass ich die weggegeben habe, fälschlicherweise. Das ist kein W6. Weil W20 ist immer so ein bisschen demotivierend, damit zu schlagen. Wenn keiner rumliegt, können wir auch W20 nehmen, passt auch, aber. Ist da irgendwo ein W6? Nee, ne? Hier sind gar keine mehr. Würfelsäckchen? Hä, wir hatten das hier. Warte, hier. Hier ist das nicht eins? Was ist das? Ah, nee, das ist die Puppe. Ja, nehmen Würfel hier. Hier sind noch welche. Also einen Sechser habe ich jetzt auch noch nicht. Sechser habe ich heute den ganzen Abend echt gesagt. Also die W100 ist jetzt ein bisschen doof. Aber wir können theoretisch den hier nehmen, den W10 können wir nehmen. Nimmst einfach. Ja, machen wir komm. Das doch so. Das ist doch viel einfacher. Warum liegen hier eigentlich völlig falsche Würfelkombinationen? Da ist eine Box. Vielleicht sind da Würfel. Nee, passt schon. Wir können die nehmen. Ihr habt nur hier. Irgendwer hat hier einen falschen. Du darfst tatsächlich 3 W10 werfen. Also 15 hast du geworfen. Du triffst mit deinem Schwert, darfst du selber beschreiben. Du schlägst zu, ist ein normaler Treffer, jetzt nicht herausragend, aber ein guter Treffer.
Dieser Wurm ist halt so, der Kopf ist so in diesem Tunnel so vor dir und irgendwie versucht auch so ein bisschen auszuweichen, aber du triffst ihn tatsächlich ziemlich mit einer Breitseite deines Schwertes. Das ist auch eine ziemlich kunstvolle Bewegung. Solche Geräusche machst du beim... Es ist tatsächlich, ihr seid ein bisschen beeindruckt, denn er ist wirklich, er ist kein breiter Kollege und er schwingt das Schwert, als würde das gar nichts wiegen. Und er hat sich nicht verletzt. Er ist kunstvoll. So, und du triffst diesen Nemagyro, der dann auch so zurückweicht. Man hört so ein, so ein Zischgeräusch, das aus diesem Mund kommt. Und dann, ich muss mal eben gucken, wer wann dran ist. Welche Wolf ich denn die anderen? Ich hab die ganzen Würfel weg. Ja, Nils oder ich, ne? Wenn wir Kampfmusik haben, ich weiß gar nicht, ob ich eine Kampfmusik aufnehmen kann. Das ist mein Team da. Oh, sehr gut, ja. Für mich oder für dich? Und ich würfe euch alle einfach mal. Du bist als nächstes dran. Okay, dann nehme ich natürlich meinen noch nie benutzten Elektrostab. Das muss ich vielleicht sagen, das ist angreifen. Der Brutzler. Und das ist tatsächlich so ein Elektroschockstab. Mhm. Ich dachte mir am Anfang, das ist bestimmt cool, wenn ich mal was anderes mache als nur eine Hiebwaffe. Aber dann haben wir es halt nie benutzt. Und er kann tatsächlich schießen, dein Stab. Naja, es ist mehr so ein... Also ich würde ihn mehr wie einen Elektroschocker. Aber so, ja, ich sag mal so, man kann ruhig beides. Ein, zwei Meter springt der Funken schon über. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich so funktionieren die Elektro-Funken. Zwischen diesen beiden, ne? So, du schießt so Stromschläge tatsächlich. Ja, Mann. Stromdamage. Dann Würfel drauf. Was hast du für einen Wert? Hast du irgendwie? Nee, wir haben den nicht ausgerechnet. Also. Das ist natürlich schwierig. Wie kämpfst du denn? Hast du irgendeinen Kampfwert? Also Klaus natürlich. Stabkampf habe ich 75. Siehste? Dann würfel aber das mal ist der Elektrostab. Ja, ja, ja. Das ist nicht aber gut. Nur jetzt. Würfel mal Stabkampf dann. Okay, 75. Ja, ja. Okay. Super. Du musst einmal den und den. Oh, habe ich die falschen? Richtigen. Nee, ist 86 leider. Das kann doch nicht euer Ernst sein, sag mal. Du hast halt auch nur Pech heute. Das Dumme ist, du hast Stabkampf. Stabkampf. Das ist natürlich. Ja, genau. Du lässt das Ding so an, das will gerade losbrechen. Aber in dem Moment schießt dieser Ding so in die Wand und schießt so hoch und ein paar Steine fallen daneben. Ich hab mich verletzt. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Außer du möchtest nicht unbedingt verletzen. Nee. Das war kein kritischer Misserfolg. Ja, der Wagensnaut springt so ein bisschen zur Seite und ist so. So, und der Wurm ist, weicht dem aber kunstvoll aus und schlägt jetzt in deine Richtung. Der Wurm. Der Wurm, ja, der Nemagyro. Oh, 82. Du kannst tatsächlich ausweichen. Der Wurm will dich so und du siehst diese Zähne, also diesen drehenden Kranz aus Zähnen auf dich zuschießen, kannst aber noch ausweichen und drückst so mit deiner Axt ihn zur Seite, wo er auch wenn so in die Wand schlägt. Und es fallen wirklich so Steine runter und so. Also ihr merkt schon, da ist richtig Kraft hinter, wenn das Viech zuschlägt. Auf der anderen Seite ist jetzt aber auch seine Seite offen und du stehst genau neben seiner Seite und merkst, dass die Ringe an ihm, das sind dickere und dünnere Ringe. Er hat offensichtlich Punkte, wo er verwundbarer scheint. Zwischen weil du siehst, den Platten. Genau, zwischen diesen Platten siehst du auch so drin irgendwie Blutgefäße und so. Und an anderen Stellen ist er viel pinker und dicker, die Haut. Benutzt das Wetz. Pass auf, ich habe zwei Ideen. Und zwar würde ich gerne, dass ich, den Speer habe ich ja. Ich würde gerne den Speer so zwischen die Schuppen packen. Mhm. Und das ein bisschen aufmachen, den Schuppen. Dann würde ich gerne, dass mein Dino in die Öffnung geht und da reinfrisst. Aufmachen, da bin ich halt raus. Du hast eine Axt. Wenn du eine Öffnung aufmachen willst in weichem Material, da hast du eine Klingenwaffe. Das kannst du nicht mit deiner Stoßwaffe machen. Ja, das ist möglich, aber okay. Ich würde dir das jetzt extrem erschweren mit dem Speer. Gut. Mit der Axt würde ich verstehen, dass das Ding ist, ich habe halt Speerkampf viel und ich habe Axt. Du kannst ihn ganz normal angreifen, aber dieses in die Wunde springen, da bin ich noch nicht so überzeugt. Ja, also ich mir kurz, woher das kommt. Es gibt Ameisen, die greifen so riesige Krabben an und die, das ist kein Scheiß, und die Krabben sind ja mega gepanzert und die Ameisen schlüpfen aber in die Gelenke, genau das, was du auch gerade sagtest, schlüpfen in die kleinen, weichen Teile zwischen den Gelenken und fressen den von innen auf. Mhm. Und daran musste ich gerade, das passiert wirklich, und daran musste ich gerade denken, dass mein Dino, der, du hast ja gesagt, der frisst alles weg und der kann ohne Ende sich reinstopfen und so weiter, dass wenn ich den, wie die Ameise vom Größenverhältnis, wird das ähnlich sein, zwischen dieses Gelenk bringen kann, dass der sich da reinfrisst. Das ist nicht unrealistisch. Ich musste gerade denken an einen Moment, in dem wir einfach gekämpft haben und nicht Geschichten überarbeiten. Okay, ich sehe schon, du willst nicht. Gut, dann eine andere Frage. Ich hab die Axt. Nee, also du kannst sagen, ich möchte versuchen, eine Wunde zu öffnen, aber dann erschwere ich dir das mit dem Speer. Muss ich was anderes fragen, weil ich habe halt Speerkampf und nicht Axtkampf.
Ja, dann kannst du nur. Deswegen, also. Dann hast du einen Speer, ja. Ja, dann greife ich ihn halt mit dem Speer an und versuche dann halt in die. Wären für mich eh zwei verschiedene Aktionen. Der Angriff mit dem Speer und das Kommando an deine Tiere anzugreifen sind einfach zwei verschiedene Aktionen, sonst ist es ein bisschen unfair. Du könntest halt. Okay. Du könntest in der nächsten Runde dann sagen, ich möchte, dass die versuchen, diese Wunde aufzumachen und da reinzukriechen. Das geht. Ja. Ob das klappt, ist halt eine andere Frage. Gut, ja, dann greife ich ihn jetzt mit meinem Speer an. Mhm. Du möchtest auf eine dieser schwächeren Stellen zielen. Ja, genau. Würde ich nicht erschweren, die sind sehr groß und du stehst direkt neben ihm. Ja, kannst du auf Speerkampf. Was hast du bei Speerkampf? 88. Oh. Krass, ihr habt alle sehr hohe Kampfwerte, ja. Ja, mit dem Speer, ne? 65. Du triffst tatsächlich. Darfst selber beschreiben, wie du ihn triffst mit dem Speer. Also ich nehme natürlich, wie ich das gelernt habe, den Speer mit beiden Händen, mache mir natürlich mit dem Fuß dementsprechend einen festen Stand und dann rahme ich den nicht nur mit der Kraft meiner Arme, sondern mit der Kraft meines kompletten Körpers nach vorne in diese weiche Stelle rein. Und dementsprechend, wenn das Ding drin ist, und das ist der Kniff, den man in der Speerschule lernt, dann bewege ich den Speer natürlich noch und wühle so ein bisschen drin rum. Für das Wühlen, das mit vier Würfeln, weil doch. Man, es hat offensichtlich Auswirkungen. Würfel mal vier Würfelschaden, weil du auch eine Schwachstelle getroffen hast. Oh, nehmen wir nochmal. Oh, der ist nicht so gut, ne? Eine 7, der letzte, ne? Bei 9, 16, 17. Ja, du triffst ihn für 17 Schaden tatsächlich. Oh, wir haben tatsächlich ein Bild von dem Wurm. Wurde gerade, hat einfach geil. Mal eure Grafik schnell in Midjourney generiert. Ganz geil. Könnt ihr gerne einblenden, wurde hier gerade gefragt. Also ja, gerne, Dima. Wow! Der Nemagyro. Alter. Alter. Und du triffst ihn jetzt an der Seite in eine dieser Fasern quasi, in so eine Schwachstelle, voll rein. Und er schreit auch auf, wir haben es eben schon gehört. Guter Treffer, so. Und der Wurm, der scheint, als würde er versuchen, sich zurückzuziehen. Ihr habt ihn zweimal ziemlich heftig getroffen, scheinbar. Jetzt will aber der Wakensnaut auch angreifen. Sehr gut, Wakensnaut. 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 Aber verlieren wir 36. Nicht, dass wir das Vieh verlieren. Du wolltest es essen? Tatsächlich dann mit einer 600... Naja, ich will es essen, nicht 9, der Riesen. 15 Schaden, krass. Alter, der Wakensnaut, während das Viech wegkriegt, rammt er da so drunter mit diesen beiden Hauern, die dieses Viecher hat, und drückt diesen Wurm so hoch an die Decke. Ihr habt alle noch mal eine extra Attacke, weil der Wurm so eingekeilt ist. Zack, ich ziele jetzt auch auf die Weichstelle. Darfst du eine Attacke würfeln einmal? Auf die, wie sagst du, verletzliche Stelle. Darfst du eine Attacke würfeln, um 10 erleichtert sogar noch mal. Also 110. 110, ja. Macht halt die Chance für einen kritischen Treffer größer. Ne? Welchen noch mal? Einmal mit dem und mit dem. Und dann kannst du halt die beiden blauen. Immer die zweimal die gleiche Farbe raussuchen. Eine 56 getroffen. Du darfst Schaden auswürfeln. Mit? Du darfst auch 4 von... Ja, Mann. Wo ist denn der vierte jetzt hin? Irgendwo war noch ein... Der? Der, ja. Nee. Nee. Hä? Warte, da ist es. Ich konnte ihn nicht sehen, der war hinterm Glas. Nee, jetzt hast du den geklaut, den wir noch brauchen. Den. Hm? So. Die 4. Ja. Okay. Oh, gut. 9, 17. Ja, gut. Wo ist das? Eine 8. Also 16, 21, 30 tatsächlich. Hä, warte. Wenn ich mich nicht verzähle. Mhm. 16 plus 9 sind 25 plus 5 sind 30. Stimmt, geil. Okay. Alles ist richtig. Krass, ja. Du triffst ihn tatsächlich für 30 Schaden und dieses Element, du triffst ja die gleiche Stelle wieder, klappt tatsächlich jetzt so auf. Also jetzt wirklich, man sieht so offen Blutgefäße an dem Wurm. Der ist, gibt ganz furchtbare Geräusche von sich. Ich habe den ziemlich was heftig getroffen. Solche Geräusche. Solche Geräusche. So, du bist dran. Jetzt schlägt die Zeit von Koffer Klaus. Das ist genau die richtige Öffnung. Ich gehe jetzt einfach nur zu Klaus und gebe ihm so einen telepathischen Befehl. Und er weiß genau, was zu tun ist. Er geht da jetzt rein und er wühlt rum in dieser Wunde, wenn er reinkommt. Okay. Ja, also du möchtest, dass Klaus das tut, quasi in diese Wunde kriecht und er drin rumwühlt. Guck ihn dir an, das so sieht jemand aus, der energisch sich jetzt einem riesigen Regenwurm entgegenstellt. Okay, ja, du kannst ihm Befehl geben, dass er da reingehen soll und wühlen soll. Hast du hast Kofferklaus als Stat. Um dein Leben! Was, wo? Du hast auch irgendeinen Wert, glaube ich, für Kofferklaus, oder? Sogar auf ja, klar, Kofferklaus, 60. Ja, dann würfel einmal auf Kofferklaus. Gerne. Schweintier, warte, 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 lässt erstmal, deswegen sind genau, die beiden blauen. Die bleiben hier, ne? Ja. 40, ja, ist tatsächlich. Gerade so! Ja, Klaus geht relativ gemächlich so rüber, stellt sich so einen Fuß auf den Hauer, den anderen klettert so rein und
kriecht da einfach so rein, als ob man in so einen Zelteingang geht. Und man hört auch drin nur so ein, wirklich so ein Schmatzen und Schlucken und Schlopfen. Er war zu lange in dem Kopf. So, wenn du willst, kannst du noch einen Dino hinterher schicken. Ja, sofort. Okay, welchen Dino schickst du hinterher? Ja, den kleinen Fressi halt. Ah, Fressi, ja, es gibt ja Fressi. Ja. Ah, du willst den Dangeri hinterher schicken. Ja, ja. Ist nicht doof, ja. Okay, du setzt Dangeri ab, du kannst gar nicht so schnell gucken. Ist er da drin. Und man hört, wie die beiden drinnen sich so streiten um die Innereien des Wurms. Also man hört immer so und es fliegen auch überall so kleine Happen raus hinten und so. Zwischendurch fällt mal so ein Finger raus, der aussieht wie der von Kofferklaus. Das ist egal. Gosh, den so eine Hand raus, holt die wieder rein. So, auch irgendwann zwischendrin sieht es halt aus, als ob Kofferklaus, man sieht ihn so durch diese Haut so halt transparent, kurz da so halt transparent so lang schwimmen, während er dann so dieser Wurm ist am Zappeln und am Ziehen worden. Und plötzlich sackt der Nemagyro leblos zusammen und liegt einfach so und es läuft halt wirklich so eine traubensaftähnliche Masse, läuft so aus der Seite des Wurms heraus. Geil. Ihr habt ihn scheinbar irgendwie schneller als ich dachte. Aber auch gut gekämpft. Ja, der Nemagyro scheint es hinter sich zu haben. Man hört drinnen noch so ein. Ja, aber ich pfeife mal langsam meinen Koffer zurück, mach schon mal den Koffer auf und pfeife so und der kommt dann so rein. Ja, Kofferklaus kommt da so rausgefallen. Also, wenn ich so einfach so fällt, fängt sich auch gar nicht so. Wie so ein nasser Waschlappen auf dem Fußboden fällt. Richtet sich so auf, hat hier auch überall noch irgendwelches Zeug hängen. Ein Auge fehlt. Aber das war dein Auge im Mund, das aber nicht sein Auge ist. Zwei Augen, egal wo. Ja, ja, okay. Reicht. Er kriecht in den Koffer zurück und schlurft so eine Spur hinter sich her. So, und du siehst kurz Dangeri da so rausgucken und versucht so rauszukommen. Er siehst nur seinen Kopf. Er kommt irgendwie nicht raus. Ich bin ja schon als Dino-Geburtshelfer auch in den Jahren ausgebildet worden und hol ihn aus. Ja, okay, du fasst ihn am Kopf und er. Du ziehst ihn so raus, ist halt wie der Körper ist auf einmal wirklich so Honigmelonen groß. So. Okay, du hast ihn so am Kopf, oben guckt der Kopf raus und ist so ein riesiger Fropfsaurier. Und der macht halt nichts mehr. Satt. Ja. Ja, ich stecke ihn natürlich in die Tasche, die ich ein bisschen vergrößern muss vorher. Okay, was wollt ihr tun? Ja, ich überprüfe jetzt nochmal hier den Nemagyro, ob der wirklich auch keine Gefahr mehr darstellt. Ja, du siehst halt, dass so durch die Wunde, da pumpt irgendwie noch so Blut, das dann immer so raussippscht und so, da drin ist nichts mehr zu erkennen. Okay. Also der Innenraum sieht, man muss jetzt auch sagen, ist jetzt bei einem Nemagyro sonst auch nicht die definierteste Masse, aber dein Eindruck ist, dass der hat's hinter sich. Ich würde ihn jetzt Nemagyro nennen. Mhm. Das gefällt mir ganz gut. Und gibt's irgendeinen Loot? Du kannst gucken. Ich gucke nach Loot. Du findest tatsächlich Nemagyro-Fleisch. Nehme ich. Also, und du weißt, dass das für Molians von Wert ist. Nemagyros? Nemagyros kann man damit machen. Hoppa! Ja, Nemagyro-Fleisch nehme ich fürs Nemagyros. Okay. So. Es riecht besser, als man denken könnte. So. Ja, nehmen wir mit. Vielleicht können wir das als Notration oder tauschen. Können wir auch den so viel wie möglich in den Korb von dem. Könnt ihr tun. Müsst ihr die Pilze halt rausnehmen, ne? Ja, ich meine, du hast gesagt, die Pilze sind total common hier. Ja, aber ja, das ist auch. Die ernähren sich super von dem Fleisch. Wäre jetzt dein Eindruck? Das sind halt normale Pilze. Also ich glaube, die kriegen nicht jeden Tag so ein Nemagyro. Das muss eine Delikatesse sein, ja, aber die Pilze liegen überall rum. Das Fleisch über Fleisch ist wichtiger als die Pilze. Okay, ja. Könnt ihr machen. Ihr könnt euch da Stücke rausschneiden. Der liegt sowieso so ein bisschen im Weg. Also gar nicht so eine schlechte Idee, da so ein bisschen abzuzwackeln. Ich karve den so ein bisschen. Ja, ja, genau. Und dann machen wir da eine schöne Pfanne da auf. Wundervoll. Das ist auch teilweise sehr perfekt. Da kann man sich so richtig so ein schönes Filetstück rausschneiden. Haben wir richtig schönes, leckeres Fleisch. Schönes Nierchenbraten dann weg. Super. Ja. Okay, dauert eine Weile, aber ihr habt halt auch gutes keine Licht dabei. Und so. Kein Waffen-Upgrades, weiter geht's. Also, du kannst natürlich jetzt sagen, ich schneide den noch weiter auf. Ne? Ihr habt bis jetzt halt immer Fleisch abgeschnitten. Du kannst natürlich jetzt versuchen, irgendwo den Verdauungstrakt zu finden von diesem Wurm. Hat der vielleicht irgendwas da drin? Der hat irgendwas gefressen, da sollten wir nachgucken. Okay, dann nehme ich den Zweihänder und schneide den jetzt einfach in der Mitte einmal so. Kostet ein bisschen Kraft, weil da sind ja immer diese Ringe, die ein bisschen härter sind. Du kriegst das schon hin, du musst halt ein bisschen kunstvoll. Und tatsächlich findest du darin so Überbleibsel von irgendwelchen Reisenden in diesen Minen. Das ist jetzt aber nichts direkt von extremem Wert. Also ein Rucksack, ein paar Beutel, aber auch alles so halb verdaut. Oh, Vorsicht. Auch alles so halb verdaut und so. Walkie-Talkies? Nee, leider nicht. Du würdest jetzt auch wirklich nicht sagen, dass da irgendwas dabei ist so auf den ersten Blick. Dann findest du aber eine Fiole. Oh. Mit irgendeiner Flüssigkeit drin.
Du kannst nicht sofort sagen, was es ist. So eine orangelich glühende Flüssigkeit. Also glühend, Entschuldigung, aber so eine orange Flüssigkeit. Also in der so ungefähr sieht die aus, ja. So eine Fiole. Und weißt nicht, was es ist. Undefinierbar. Nein. Nein. Wir trinken. Du riechst mal dran. Es riecht süßlich. Gut, also wirklich lecker. Und du würdest sagen, das riecht wie Fruchtwein aus Ambros. Fruchtwein aus Ambros, das habe ich schon mal Das ist. Ambrosiak. Ambrosiak. Ich glaube, das ist Ambrosiak. Der Markenname von einer ganz berühmten Farm, ja. Ja. So ein Aprikosenlikör. Wenn es das ist, was ich denke, dann ist das einer der feinsten Liköre, die wir in ganz Ambros haben. Das ist ein feiner Tropfen, den ihr da gefunden habt. Aber wer hätte einen solchen Tropfen bei sich? Ist schon ein Handelsgut. Ist ein Handelsgut. Ja, ja. Könnte schon sein, dass wir aus Versehen die Königin vor uns haben. So, nee, man muss schon. Man muss auch sagen, sind schon Schmuggler auch unterwegs zwischen diesen beiden Reichen und so. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man hier zum Beispiel Saurier findet. So ein Flakon ist sicherlich 30, 40 Silbertaler wert. Das scheint mir eine Menge zu sein. Sie wissen, was Silber ist? Wie sehen denn die Überbleibsel aus? Klamotten und die sowas. Kann man da irgendwas erklären? Ich würde sagen, es sieht halt, manches sieht nach Sauromanten-Sachen aus, sind auch Hedonisten-Sachen dabei. Anderes ist irgendwie irgendwelche Jumen-Kleidung. Vieles sieht auch einfach wirklich ein bisschen älter aus. Als wäre das schon eine Weile in dem ist nichts mehr zu finden, so den Halbverdauten. Nee, also es ist halt wirklich so ein Klumpen-Lederzeug und so. Nun gut. Dann, wir haben diese Leute gerecht. Und können uns nun bei der unserer Mission widmen. Ja, wir haben keine Zeit, ihnen ein anständiges Begräbnis zu geben, aber das werden sicherlich die Molis für uns erledigen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen weiter, wir haben eine Mission. Ja, sollen sich die Molien um die Überreste kümmern. Ja, die können auch sich noch ein paar Filetstücke da rausschneiden, das wird die sicherlich freuen. Die werden in Kürze hier sein, das riechen die ja sowas. Spricht sich herum. Okay, genau. Also ihr wollt weitergehen? Ja, ja, klar. Okay, ihr macht euch weiter auf den Weg durch den Tunnel und relativ schnell ringt euch auch wieder so diese beklemmende Stille. So, man hört vielleicht ein Pfeifen des Windes. Ihr lauft lange, also wirklich eine ganze Weile, bis ihr so ein Scharren und Poltern hört. Aus den Tunneln um euch rum, so kleine... Ich frage hier Heini, so ne? Kleine, ja, ja. Er schlägt nicht an, er ist ein bisschen vollgefressen auch einfach. Also schwer zu deuten. Und dann hört ihr halt so ein Schnüffelgeräusch. Klingt so ein bisschen wie der Molien, den ihr eben getroffen habt. Habt ihr das gerade gehört? Dieses Schnüffeln? Aber es sind diesmal richtig viele und ihr hört Metallklirren dazu. Und das mindestens bei dir, du weißt, das sind Molien-Fighter. Also so klingen die Krieger von denen. Und mit denen wollt ihr euch nicht anlegen. Also ist nicht, dass die unbesiegbar sind, aber im Dunkeln gegen jemanden in seiner Rücken. Und wie gesagt, ihr müsst euch die vorstellen, wie so ein Dings. Und die haben so einen Panzer, der so perfekt abschließt und so. Ist schon ein gefährlicher Gegner. Das ist, was ich glaube, dass es ist. Träge, aber gut gepanzert. Dann sind es träge, aber gut gepanzerte Molienkämpfer. Lasst euch was erzählen. Einmal, ein guter Freund von mir ist durch die Minen gegangen. Sie waren zu sechst. Sie trafen auf eine Gruppe von Molienkämpfern hier in eben diesen Minen. Nur 4 Stück. Keiner kam jemals zurück. Oh Gott. Es ist kein aggressives Volk per se, aber hier in diesen Tunneln mit den engen Gängen, bei kargem Licht, selbst die kühnsten Reichstrutze waren nicht in der Lage, sich gut zu Wehr zu setzen gegen die Molienkämpfer. Nun, wir müssen ja auch nicht kämpfen, wir müssen nur rechtzeitig abhauen. Dafür könnte es schon zu spät sein. Wir sind ja gewarnt. Ja, ich meine, die Frage ist, warum sollten sie uns eigentlich feindlich gesinnt sein, höchstens, wenn sie vielleicht mit der Königin in einem Pakt verbunden sind und sie wollen nicht, dass wir die Wahrheit ans Licht bringen. Das wäre natürlich ein gewisses Risiko, aber ansonsten haben wir nichts ausgefressen und... Ich eine Menge Fleisch zum Bestechen da. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde ungern riskieren. Aber was ist die Alternative? Einfach den kompletten Weg zurücklaufen? Nein, oder? Auf keinen Fall. Aber es könnte sein, dass wir schon nah sind an Moliad. Es wird gemunkelt, dass es die Hauptstadt der Moliens ist. Es gibt so Gerüchte, niemand weiß so genau, ob Moliad wirklich existiert und so. Ist so eine Art mystischer Ort, den ihr entdecken könntet, tatsächlich. Es könnte sein, dass sie hier zuhauf zu finden sind, um den Ort zu verteidigen. Denn noch nie, wie gesagt, ist ein Reichstrutze jemals aus diesen Minen zurückgekommen, um darüber berichten zu können. Es ranken sich nur Mythen darüber. Wir sollten mal vorsichtig sein.
aber dennoch natürlich einfach weitergehen. Ja, als ihr weitergeht, kommt ihr in so einen Raum, in den ein bisschen Licht reinfällt. Und in der Mitte ist fast wie so ein Altar. So ein Steinblock, auf den genau in die Mitte fällt ein Lichtstrahl drauf. Das ist absolute Stille. Und am anderen Ende des Raums seht ihr einen Tunnel, wo Licht umfällt. So als ob da ein Ausgang sein könnte. Ich würde mir diesen Altar gerne mal angucken, ob da irgendwie, ja, grundsätzlich erstmal angucken, aber konkret dachte ich, ob da irgendwie eine Mulde ist oder irgendwas, wo man was reinlegen kann, aber. Es ist so ein, einfach so ein grob in den Stein gehauener Klotz, aber so ein bisschen wie ein Kelch geschlagen, so, und er hat tatsächlich eine leichte Mulde, so als ob man gut Sachen drauflegen könnte. Vielleicht ist das ein Tempel, vielleicht müssen wir eine Gabe abgeben, irgendeine Spende, etwas Heiliges, das wir nicht verstehen. Das Klimpern wird lauter in dem Moment, als du es aussprichst, in diesen Tunneln um euch rum. Wir könnten das Fleisch probieren. Das Klimpern wird sehr laut um euch herum, in den Momenten, als du das Fleisch erwähnst. Ich nehme Fleisch und leg das auf den Altar. Und das Klimpern verstummt. Komplett, ihr hört gar nichts mehr. Hört ihr das? Als wäre alles um euch rum einfach verschwunden. Scheint das Richtige gewesen zu sein. Kein Schnüffeln. Ja, nichts mehr. Ich möchte gar nicht erst herausfinden, was jetzt als passiert. Ich glaube, wir gehen einfach. Sind zufrieden, so wie die Dinge sich entwickelt haben. Klingt gut. Ja. Eine Opfergabe möglicherweise geben sich die Molien damit zufrieden. Ja. Aber wer weiß, für wie lange, wir sollten uns beeilen. Ja, durch den Tunnel mit dem Licht. Okay, ihr geht an dem Tresen vorbei. Es passiert nichts tatsächlich. Ihr könnt einfach vorbeigehen. Yes. Geht auf der anderen Seite vom Tunnel und als ihr um die Ecke kommt, seht ihr Folgendes. Land. Du kriegst Gänsehaut. Heimatgefühle kommen auf. Ihr seid in Ambros angekommen. Und damit endet unser heutiges Abend. Oh, Die Zeit ist schon wieder rum. Aber hat richtig Spaß. Ich habe wirklich Gänsehaut, siehst du es? Ich auch. Ich mich auch immer so, wenn ihr neue Abschnitte erreicht. Ich auch immer das sieht aber auch toll aus. Ja, ist auch voll cool. Schön. Mega schön geworden. Ja, super gut gespielt. Ich habe die Ehre, quasi nochmal zusammenfassen und abmoderieren zu dürfen. Ich hoffe nämlich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Darf auch nochmal darauf hinweisen, viele der Grafiken, die ihr heute gesehen habt, stammen aus dem Spiel. Nochmal, das ist Werbung. Schaut gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei. Wir senden jetzt noch, blenden es jetzt gerade wieder ein. Wir haben heute ganz viele Tweets dazu abgesetzt. Wenn euch diese Welt interessiert, wenn euch Dinge, die ihr heute gesehen habt, gefallen, wir werden auch Dinge, die hier stattfinden, in die Welt übernehmen und Teil dieser Lore machen. In naher Zukunft kommt ein Trailer und wir arbeiten an einem Pen-and-Paper-Adventure, das wir gratis quasi zur Verfügung stellen wollen. In den nächsten 2-3 Wochen kommt das raus, wenn euch das hier super gut gefallen hat. Schaut unbedingt vorbei, gerne mal bei uns vorbeiklicken. Wie gesagt, hier oben kommt irgendwo der Link nochmal hin. Und der Wecker klingelt auch schon. Wo wir bei Abenteuern sind, das war ein richtig schönes Abenteuer mit euch, Freunde. Das hat mega Bock gemacht. Machst du noch ein Was-wäre-wenn? Ja, ich mach noch ein Was-wäre-wenn, wo ich nochmal so ein bisschen mit dem Chat interagiere, Fragen beantworte und so. Weil heute ist halt auch einfach krass, wie gut ihr als Spieler geworden seid. So, ne? Manchmal kann ich mich zurücklehnen, ihr macht das schon. So. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Ja. Ich war wirklich in der Welt drin. Ne? Hat Bock gemacht. Mich auch. Hast du Gänsehaut, hat das mich gefreut. Ja, ey, oh Scheiß, ey, richtig Gänsehaut gerade gehabt. Ja, wir kommen jetzt zu dir nach Hause. Jetzt kommen wir dahin, wo du herkommst, Ambros, das Land des Überflusses. Ich weiß jetzt auch, dass das hier ein A sogar drauf ist. Also mit viel Detailliebe dieses Schwert gemacht. Ich bin echt voll krass, verknallt. Insgesamt danke für die ganzen Einsendungen, die so da waren. Auch voll schön, dass wir Sachen im Abenteuer verwenden konnten. Wir haben leider nicht alles verwenden können, wir behalten die Sachen einfach fürs nächste Mal auch noch. Die üblichen Hinweise. Spitze Stifte, ihr könnt euch darüber noch austauschen mit uns. Wir sind gleich nochmal live im Was-wäre-wenn. Sitze ich hier nochmal, mach den Chat auf, interagiere ein bisschen mit euch gleich. Dann können wir nochmal ein bisschen gucken. Ihr seid natürlich immer auf Twitter sowieso ansprechbar. Ich hoffe, Rocket Beans setzt natürlich auch mal, wo wir alle erwähnt waren. Also man kann uns allen auch folgen separat, sich mit uns darüber unterhalten. In diversen Rocket Beans Foren. Dann auch noch immer mal der Hinweis an allen Support, den man Rocket Beans eben so geben kann, der solche Sendungen hier ermöglicht. Ist eben auch immer noch mal schön, das mal zu erwähnen. Danke an alle, die da regelmäßig unterstützen. Und danke an alle, die hier regelmäßig zusehen und dazu beitragen, dass dieses Format mittlerweile, Alter, wie lange machen wir das jetzt schon? 6-7 Jahre fast. Ne? Ja, ist krass. Pen and Paper. Mhm. Ja. Das haben wir vorm Sender schon gemacht. Ja, das ist richtig krass. Der Sender ist 2015, also fast 10 Jahre. Krass, ja.
Er hat sich auch was Weißt du noch, die ersten Versuche, die wir aufgenommen, aber nicht live gemacht haben. Ja, die sind nicht auf dem USB-Stick? Ja, davon. Ich habe irgendwann hat Ian mir mal einen Link geschickt, wo man das runterladen konnte. Auch richtig geil, dass das noch da trage ich noch Brille. Und dann wir hatten ja noch ein anderes Abenteuer gemacht, das es gar nicht mehr gibt. Ja, ne? Das ist ganz komisch. Voll krass. Superschön. Ich freue mich, dass ihr auch weiterhin so viel Spaß habt. Ich hoffe diesmal ganz, ganz doll, dass wir uns bald schon wieder sehen. Morgen, Männer, wann? Ich sag mal so, ich habe mit einem Moderator gesprochen, der mit B anfängt und Budi heißt. Mhm. Und der hat mir geflüstert, dass er wieder Lust hätte. Let's go. Let's do it. Also hoffen wir mal auf wir warten. Dieses Jahr noch. Ja. Uiuiui. Ansage. Okay. Nice. Also, danke an euch, danke an die Regie, danke an alle, die dabei waren. Ich bin gleich nochmal live und erzähle noch ein bisschen was zur Welt. Wir gehen in eine kurze Pause, gleich wieder da. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.